Willkommen zur heutigen Folge einer weiteren Buchrezension mit Lesung. Heute ist das Thema die Kondratjew-Globalsicht, also die Kondratjew-Theorie mit den langen Konjunkturwellen. Und zwar aus dem Buch Erik Händler, Die Geschichte der Zukunft, wo mir auch der Autor diesmal wieder die Erlaubnis gegeben hat, direkt aus dem Buch auch Teile vorlesen zu dürfen. Und so ist es auch besonders schön, dass ich eben auch wieder einen direkten Eindruck aus dem Buch vermitteln kann. Und ja, zu dem Buch erst einmal. Das Buch ist erstmalig erschienen 2013 und ich lese hier aus der 9. Auflage, die 2013 komplett überarbeitet wurde und neu erschienen ist. Das Buch hat insgesamt über 450 Seiten. Also der Hauptteil des Buches sind aufgeteilt in 10 Kapitel, wovon ich mich vorwiegend auf das erste und zweite Kapitel konzentrieren werde. Das erste umfasst nahezu ein Drittel des Buches, also 150 Seiten, wo im Endeffekt die bisherigen vergangenen Strukturzyklen nacherzählt werden und nachgestellt werden, was in dieser Zeit passiert ist, welche Implikationen es gab, welche Entwicklungen es stattgefunden haben. Und im Kapitel 2 geht es dann nochmal direkter auf die Kondratjew-Globaltheorie als solches. Deswegen konzentriere ich mich vorwiegend jetzt auch im Rahmen des Videos und in der Lesung auf diese Teile. Was ich besonders spannend fand, ist einfach im ersten Kapitel dieses, ja, das Auf und Ab wirklich des Kondratjews mitzuerleben, noch einmal nachzuvollziehen. Für diejenigen, die sozusagen im Rahmen dieses Videos komplett neu der Kondratjew-Theorie begegnen und den langen Konjunkturwellen. Der Grundgedanke ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung primär an sozusagen Basisinnovationen gekoppelt ist, die aber eben immer ihre Zeit brauchen, bis sie ausreichend stark werden, um die gesamte Ökonomie anzutreiben und dann aber auch irgendwann eine Sättigung erfahren, bis dann eben ein neuer Strukturzyklus letztendlich stattfindet. Die bisherigen 5 Kondratjew-Zyklen, die sozusagen eigentlich seit Beginn der Industrialisierung ausgemacht wurden oder über die als solche gesprochen wird, ist zunächst mal der erste Kondratjew. Damals ist sozusagen die Dampfmaschine das zentrale die zentrale Innovation gewesen, kombiniert Textilindustrie, die dort sehr große Veränderungen erfahren hat, und auch das Material Eisen, sozusagen eine Art Eisenzeit, die dort angebrochen ist, weil Eisen in ganz vielen Dingen dann plötzlich Verwendung fand. Der Höhepunkt etwa dieses Konjunkturzyklus liegt um 1815. Der zweite Kondratjew-Zyklus ist dann um 1873 auf seinem Höhepunkt und umfasst die Eisenbahn und den Massentransport. Das heißt, dort ist das Transportwesen sozusagen zum ersten Mal revolutioniert worden. Dann der dritte Kondratjew-Zyklus ist dann in der Form die Massenproduktion verbunden mit der Verfügbarkeit von Elektrizität. Auch Stahl ist jetzt tatsächlich ein wichtiger Faktor und die Chemieindustrie wird zum ersten Mal als solche, entsteht überhaupt in einem Ausmaß, wie sie vorher sozusagen nicht verwendet wurde. Dessen Höhepunkt liegt nach dem Ersten Weltkrieg, so um 1918, ist der Höhepunkt dieses Kondratjew-Zyklus erreicht, bevor es dann eben wieder in einen Abschwung geht. Aber die Details werden gleich noch im Rahmen der Lesung und wenn ich diese einzelnen Wellen versuche nachzuzeichnen oder zumindest mit ausgewählten Textstellen aus diesem Buch nachzuzeichnen, nochmal, denke ich, um einiges deutlicher. Der vierte Kondratjew-Zyklus ist dann der Autozyklus. Das heißt, dort ist sozusagen statt dem Massenverkehr, der Massentransport, der über die Eisenbahn möglich wurde, ist es jetzt ein individualisierter Verkehr. Und die Mobilität gewinnt nochmal ein ganz anderes Gewicht. Hier ist der sozusagen die Wende des Konjunkturzyklus, wo der Höhepunkt überschritten wird, um 1973 herum. Und der fünfte Kondratjew, den die meisten wahrscheinlich sogar tatsächlich direkt miterlebt haben, oder viele auf jeden Fall direkt noch den Bezug dazu haben, war 2002, als der Informationszyklus und die strukturierte Information im Rahmen der computerautomatisierten Verarbeitung, Robotertechnik und so weiter, diese ganzen Elemente, diese ganzen Konglomerate rund um den Computer sozusagen schon ihren Höhepunkt erreicht haben und überschritten haben.
Und das Spannende wird im Endeffekt, wie es jetzt in der nächsten Zeit weitergeht, weil nach der Konvergenztheorie sind wir halt im Moment gerade wieder zwischen zwei Zyklen. Das heißt, wir befinden uns aktuell noch in einem Abschwung und es ist noch sehr spannend zu sehen, wie wird der nächste Konjunkturzyklus tatsächlich stattfinden, was wird tatsächlich die Basisinnovation sein in diesem neuen Zyklus. Es gibt hier in dem Buch natürlich auch einige Überlegungen, einige durchaus sehr plausible Argumentationen, dass der nächste Konjunkturzyklus letztendlich der des Wissensarbeiters ist. Also der Computer, der erstmal nur Standardprozesse automatisiert hat, wird sozusagen dann weiter in die Informationstechnik, erst dann nur noch die Grundlage für den nächsten Zyklus, um tatsächlich als Wissensarbeiter, der sehr flexibel und dynamisch mit Informationen umgehen muss und vor allem auch ein kooperativer Arbeitsstil, der dann wichtig wird, was dann eben für den nächsten Zyklus relevant wird. Und da ist, so wie eben auch die Gesamtsicht des Konvertiers, weil es ist nicht nur eine wirtschaftliche, also es ist eine rein ökonomische Frage, sondern vor allem auch eine gesellschaftliche und soziale Frage, wie eine Gesellschaft selber neue Ideen aufnimmt, wie sie lernt, mit neuen Produktionsverfahren, Produktionstechniken, Produktionsorganisationen umzugehen, um damit eine nächste, wirklich einen richtigen Sprung in die nächste Produktivitätsebene und Wohlstandsebene dann zu erreichen. Aber wie gesagt, das alles kommt noch Stück für Stück weiter hier in dem Buch. Und ich werde das Stück für Stück dann nochmal darstellen, gerade eben aus dem ersten Kapitel, das sich ja eben diesen fünf Zyklen direkt widmet. Noch ein paar Informationen zu dem Buch selber. Das Buch erzählt auf der einen Seite sehr verständlich. Es sind sozusagen schöne narrative Elemente drin, einfach wo Erzählungen, Erlebnisse von Menschen, Geschehnisse, die dort für die Menschen prägend waren, herausgegriffen werden. Nichtsdestotrotz sind aber auch viele Zahlen, Materialien, also Statistiken kommen teilweise vor, werden erwähnt oder auf jeden Fall auch referenziert. Es gibt mehrere Fußnoten, wo man einzelne Themen dann auch noch vertiefen kann. Also es ist sehr angenehm und entspannt zu lesen und trotzdem kommt sozusagen auch die tiefergreifende Information und das Wissen nicht zu kurz. Ich werde im Rahmen der Lesung auf größere Zahlenansammlungen verzichten und das etwas zusammenfassen und dann nur so viel vorlesen, damit zumindest ein gewisser Eindruck entsteht, was mit den Zahlen, sozusagen welche Entwicklung danach gezeichnet wird, wie stark ansteigend oder auch abfallend bestimmte Entwicklungen stattgefunden haben. Und ja, ich werde dann jetzt einfach direkt mal loslegen und wünsche euch und mir viel Spaß einfach mit dem Buch. Und ja, wir starten in Kapitel 1. Die Zukunft beginnt in der Vergangenheit. Was die Geschichte über ähnliche Situationen wie heute erzählt. Erster Kontrativ Aufschwung. Wachstumsgrenzen überwinden. Eine Gesellschaft kommt an ihre Grenzen. Wenn es eng genug wird, setzen sie alle Ressourcen dafür ein, diese Grenzen zu sprengen. Deswegen lassen sich in den Engpässen von heute die Märkte und Strukturen der Zukunft erkennen. In der Vergangenheit ist es so gewesen, nicht die Dampfmaschine löst den ersten Kontrativ aus, sondern das, was knapp wird. Der Engpass an mechanischer Energie. Die englischen Unternehmer kommen nicht mehr hinterher, ihre Bergwerke zu entwässern oder Webstühle mit Wasser oder Tierkraft anzutreiben. Die Nachfrage der Flotte, die sich fast ein Monopol im Welthandel erkämpft hat, die Nachfrage der Armee und des Exports sind weit größer, als die Wirtschaft Waren produzieren kann. Bergwerke unter Wasser. Es ist daher kein Zufall, dass die englischen Unternehmer James Watt beknien, doch bitte eine Maschine zu bauen, die Hitze in Dampf und Dampf in mechanische Bewegungskraft umsetzt. John Roebucks Eisenhüttenwerk bekommt zu wenig Kohle, weil die Grube wegen des Grundwassers nicht genug liefern kann. Watts Maschine soll es herauspumpen und das Bergwerk produktiver machen. Für Mathieu Boltons Metallbetrieb reicht die Wasserkraft nicht aus, um einen Blasebalg anzutreiben, der Luft in den Hochofen bläst, um höhere Schmelztemperaturen zu erreichen. Bolton sucht einen besseren Antrieb. Jahrelang tüftelt James Watt herum, bis er 1769 sein erstes Patent anmeldet. Zwischen den ersten Plänen, den Rückschlägen und der praktischen Anwendung vergehen 12 Jahre. Entdeckungen und Erfindungen finden in einer Richtung und in einer Intensität statt, die den Anforderungen der praktischen Wirklichkeit entsprechen, schreibt der russische Ökonom Nikolai Kondratjew in seinem ersten Aufsatz über lange Wellen. Zahlreiche Erfindungen seien deshalb an verschiedenen Orten gleichzeitig und unabhängig voneinander gemacht worden.
Erster konservativ Abschwung. Feudalismus macht Deutschland arm. Warum Arbeitslosigkeit ein Produktivitätsproblem ist. Die weltweite Agrarkrise bricht nicht deshalb aus, weil die Landwirtschaft so produktiv geworden ist, sondern weil die Gesamtwirtschaft so wie heute nicht ausreichend produktiver wird. Sonst könnten die Bauern in produktiveren Branchen arbeiten als auf ihrem kleinen Hof, den sie mangels Spezialisierung und mangelnder Größe ineffizient bewirtschaften. Das Elend der Bauern ist Ausdruck verdeckter Arbeitslosigkeit. Die Soldaten sind auf den Kriegen heimgekehrt und die Jugend stirbt nicht mehr auf den Schlachtfeldern. Erdteilungen verkleinern die Ackerfläche pro Bauer weiter. Deren Alternativen sind nicht verlockend. Elendshütte in der Stadt, nur mit viel Alkohol zu ertragen. Oder wochenlang auf einem Auswanderschiff unter Deck und frieren in der Fremde. Aber die Krise der 1820er, 1830er muss kommen, weil man Menschen nicht so schnell ändert. Wie man eine Dampfmaschine erfindet. Niemals würden die Bauern freiwillig ihren generationenlangen Lebensrhythmus verlassen und sich dem Takt der Maschinen unterwerfen. Niemals würden die Fürsten den Bürgern Freiheiten gewähren. Nur wenn sich zu viele Menschen in den alten Branchen drängeln, deren Produktivität der jeweiligen New Economy, zu der Zeit Textil und Metall, völlig hinterherhinkt, wird der Druck irgendwann groß genug, den Beruf und damit das ganze private Umfeld so radikal zu verändern. Nur dann stehen die Ressourcen bereit, den nächsten Strukturzyklus zu erschließen. Der Kontraktivzyklus legt den Rückwärtsgang ein. Weil Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr produktiver werden, im Aufschwung ist die Produktivität gestiegen, weil man immer noch mehr vom Gleichen macht. Im Abschwung dagegen sinkt die Produktivität gerade deshalb, weil man immer noch mehr vom Gleichen macht, aber das technische System jetzt seine Grenzen erreicht hat. Kontraktiv nennt das die Realkostengrenze, um zu verdeutlichen, dass es sich hier nicht um einen Mangel an Geld handelt. Während eines Strukturzyklus produziert der Mensch mit einer bestimmten Kombination aus Arbeitskraft und Kompetenz. Maschinen auf einem bestimmten technischen Niveau mit einer bestimmten Mischung aus Rohstoffen. Irgendwann wird einer dieser Produktionsfaktoren so knapp, dass sich weiteres Wachstum nicht mehr lohnt, weil er sich nicht einfach von einem Jahr auf das nächste schnell vermehren lässt. 5 rechte und 7 linke Schuhe ergeben nicht 6 Paar, sondern eben nur 5 Paar Schuhe. Am Ende wird der erste Kontrakehr von einem Produktionsfaktor gestoppt, der sich nicht so einfach von heute auf morgen vermehren lässt. Der Transport von Erz, Kohle, Roheisen und Fertigprodukten ist bei diesen wetterabhängigen Straßenverhältnissen, störrischen Zugtieren, vor dünnen Holzlastkarren und wenigen Kanälen so teuer, dass sich weiteres Wachstum selbst in England nicht mehr lohnt, obwohl dort schon lange in Bergwerken Erfahrungen mit von Pferden gezogenen Wagen auf Eisenschienen gemacht werden und 1825 die erste Dampfeisenbahn von Stockton nach Darlington fährt. Der zweite kontratiert auch schon. Freie Fahrt für die Wirtschaft. Die Eisenbahn ist die Basis Innovation des zweiten kontratiert Strukturzyklus. Sie treibt Wirtschaft und Gesellschaft voran. Sie ist nicht nur eine, sondern ein ganzes Bündel vernetzter Innovationen. Eine Kombination aus einem bisschen Stahl für die Lokomotiven, ausreichend starken Dampfmaschinen, neue Entwicklungen wie dem Dampfhammer und noch bessere Luftdüsen, um in gigantischen Mengen den Rohstoff für die Schienen zu produzieren. Eisen ist das wichtigste Material dieser Zeit. Je einfacher und billiger die Schienen werden, umso leichter lassen sich neue Strecken finanzieren. Um 1850 ist die Eisenbahn der größte Abnehmer der Eisenindustrie und der Kohlebergwerke. Einige Autoren, die Kontratjevs Theorie zitieren, irren, wenn sie den Stahl schon dem zweiten Kontratjev zuordnen. Bis 1870 wird der wenige noch zu teure Stahl nur für ein paar besondere Maschinen verwendet. Die Gleise der Eisenbahn sind damals tatsächlich noch aus Eisen. Zwar rosten und verschleißen sie 5-mal schneller als später die besseren Stahlschienen, aber das reicht für einen historisch einzigartigen Sprung auf ein neues Wohlstandsniveau. Mit der Eisenbahn sind Fabriken nicht mehr von Erz- und Kohlevorkommen abhängig. Sie können nun in jeder Größe und überall dorthin gebaut werden, wo es einen Eisenbahnanschluss gibt oder ein Flüsschen als Abflusskanal. Kohle, Eisen und alles erdenklich andere kann zu jedem bewohnten Ort transportiert werden. Erst recht zu den neuen großflächigen Industriegebieten in London, Berlin und Paris. Auch auf See verändert das neue technologische System das Tempo. Mit ihren leistungsfähigen und energieeffizienteren Antrieben verdrängen Dampfschiffe die Mastensegler. Immer weniger Kohle müssen sie für eine Fahrt mitnehmen, was mehr Raum für Ladung lässt. Immer größer können sie gebaut werden. Ihre weltweite Tonnage explodiert zwischen 1851 und 1871 von 264.000 auf fast 2 Millionen. Nicht während des ersten Kontratjevs, sondern erst jetzt kann die Dampfmaschine ihr Produktionspotenzial großflächig entfalten. Der Ökonom Hobsbawm dokumentiert, dass die weltweit installierte Dampfkraft in den 20 stärksten Jahren des zweiten Kontratjevs-Aufschwung von 4 Millionen PS 1850
auf 18,5 Millionen PS bis 1870 zunimmt. In diesen nur zwei Jahrzehnten vervierfacht sich die globale Eisenproduktion des Weltbruttosozialprodukts, steigt um mehr als das Doppelte. Dabei ist die vorherrschende Meinung, die Wirtschaft beginnt in dieser Zeit wieder zu boomen, weil große Goldfunde gemacht worden sind. In Kalifornien bricht in den 1840ern der Goldrausch aus. Neue Minen werden in Alaska und Australien gegraben. Kontraktiv sieht in seiner umfassenden Wirtschaftstheorie dafür einen ganz anderen Hintergrund. Wenn die Wirtschaft sich wegen der massiven Produktivitätssteigerung wieder beschleunigt, braucht sie mehr Gold für den Zahlungsverkehr. Der Goldpreis steigt mit der Nachfrage. Jetzt wird es auch wieder rentabler, neue Goldfelder zu erschließen. Und die Techniken senken die Förderkosten und machen es wirtschaftlich, die bekannten Goldadern auszubeuten. Neue Märkte verschieben das Machtgleichgewicht. Weil verschiedene Gesellschaften die Strukturen des neuen Kontrakts unterschiedlich gut umsetzen, sind Länder wie Deutschland plötzlich zwei- bis dreimal so stark wie andere. Nach dem Wiener Kongress 1814-15 waren die Karten zwischen den Ländern erst einmal verteilt gewesen. Der erste Kontrakt-Abschwung hat das Konzert der Mächte stabilisiert. Doch mit dem nächsten Land-Kontrakt-Aufschwung verschieben sich die Gewichte. Darin sieht Nikolai Kondratjew die Ursache von bewaffneten Auseinandersetzungen. In den Aufschwungjahren des zweiten Kondratjews kommt es zu Kriegen, bei denen jene Länder militärisch geschlagen werden, die den neuen Strukturzyklus nur zögerlich erschließen. Ihnen fehlen bessere Stahlgeschütze, Nachrichtenverbindungen entlang der Bahn sowie Kapazitäten an Transport und an Fabriken, um Nachschub zu produzieren, Truppen auszurüsten und zu versorgen. Die deutschen Staaten schlagen Frankreich 1870-71, weil sie, das ist in diesem Strukturzyklus entscheidend, längere Bahnstrecken haben, die vor allem in Preußen nach militärischen Gesichtspunkten angelegt worden sind. Deutschlands Eisen- und Stahlproduktion überholt gerade die Frankreichs. Seine Kohleförderung ist 2,5-mal so groß, sein Energieverbrauch ist um die Hälfte höher. Moltkes Strategie und die Kruppschen Stahlkanonen geben den entscheidenden Ausschlag. Danach bricht erst einmal für ein Vierteljahrhundert ein durch wirtschaftliche Erschöpfung erzwungener Friede aus. Gefragt sind neue Kompetenzen. Der Sieg über Frankreich verdeutlicht, dass ein Kontrakt-Zyklus keine Aggregation makroökonomischer Daten, sondern ein Kompetenzzyklus ist. Das militärische System ist nicht von der Gesamtgesellschaft abgekoppelt. Das hohe Niveau der Grundschulbildung in Deutschland bringt mehr Facharbeiter, kompetente Unteroffiziere und ausreichend Schreibstubenkräfte hervor. Als Sieger der Schlacht bei Sedan gilt der preußische Schulmeister. Die Franzosen sind durch die Niederlage gezwungen, große Bereiche ihrer Gesellschaft, Erziehung, Verwaltung, Wirtschaft zu überprüfen und zu reformieren. Nach 1871 schicken sie ihre besten Studenten nach Deutschland, um an den Universitäten des Feindes zu lernen. Jede Basisinnovation stellt eben neue Anforderungen an Menschen, wie Arbeit zu organisieren ist. Jeder Strukturzyklus hat daher seine eigenen betriebswirtschaftlichen Erfolgsmuster. Im zweiten Kondratjew lernen die Manager, eine Großorganisation wie die Eisenbahn zu verwalten, mit gigantischer Kostenrechnung, Unterhalt von Bahnhöfen, Reparaturwerkstätten und Gleisanlagen. Sie lernen, Personal auf mehreren Kompetenzniveaus auszubilden, Investitionen langfristig abzuschreiben und unterschiedlichste Faktoren auf weite Sicht und pünktlich zu planen. Die Eisenbahnaktiengesellschaft ist die betriebswirtschaftliche Spielwiese für die Massenproduktion des dritten Kondratjews. Entlang der Eisenbahnlinie verbreitet sich der elektronische Telegraph. Damit wird die Bahn nicht nur zum Transportmittel von Waren und Menschen, sondern auch von Informationen. Wieso früher die Zeiten weder besser noch die Menschen christlicher waren. In den Erzgruben Oberschlesiens herrschen Mitte des 19. Jahrhunderts Zustände wie bei der mittelalterlichen Leibeigenschaft. Wer nicht spurt, wird davon gejagt. Und wenn die Arbeiter aufmunken, bringt das Militär die Bergarbeiter unter die Erde. So oder so. Schließlich kommen genug Arbeitshungrige aus dem Osten nach. Die Magnaten sehen ihren Reichtum als Gott gegeben an und unternehmen nichts, um die Zukunft der Region abzusichern, wenn das Erz abgebaut ist. So wie heute manche Ölscheichs. Ihre Renommierschlösser bauen sie in Sichtweite der Arbeitersiedlungen, in denen Zehntausende zusammengepfercht am Existenzminimum dahin vegetieren, während die Herrschaft von goldenen Tellern speist. Trotz harter und verständiger Arbeit bleibt den einfachen Menschen zunächst wenig übrig. Unseren Vorfahren vor sechs Generationen werden nicht nur die Ressourcen für die aktuellen Investitionen in Eisenbahn und Infrastruktur, die wir heute noch nutzen, vom Munde abgespart, sondern auch noch die Mittel für die industrielle Aufholjagd des rückständigen Landes. Wir sollten Denkmäler für die errichten, die unter erzwungenem Konsumverzicht und um den Preis vieler Lebensjahre Gleisdämme geschaufelt und Brückenpfeiler vermörtelt haben. Denn auf dem Höhepunkt des zweiten Kontratests wird ein Berliner Maurer im Durchschnitt 45 Jahre alt. Ein Fabrikarbeiter 43,5 und ein Weber nur 32 Jahre. Häufigste Todesursache ist Tuberkulose.
90 Stunden pro Woche beträgt die durchschnittliche Arbeitszeit für Erwachsene zwischen der Revolution von 1848 und der Reichsgründung. Frauen und Kinder schuften unter Tage. Kinderarbeit wird dann aber leider nicht deswegen gemildert, weil sich jemand der Kinder erbarmt. Wer sich als erster dagegen wirkungsvoll wehrt, ist die preußische Armee, die mit den ausgemergelten, krummen 18-Jährigen nichts anfangen kann. Der preußische Kriegsminister von Horn macht sich große Sorgen darüber, dass das Rekrutenmaterial von Jahr zu Jahr schlechter werde. Nur ein langer Aufschwung verbessert die Situation der Unterschicht. Je länger dieser zweite Konjunkturaufschwung dann dauert, umso heißer läuft die Konjunktur. Abgesehen von schwierigen Jahren 1857, 1860 geht es mit der deutschen Wirtschaft ständig bergauf. Damit werden alle Produktionsfaktoren immer knapper, auch Arbeit. In jedem Verlauf eines langen Konjunkturaufschwungs verbessert sich die Verhandlungsposition der Arbeiter. Je mehr die Geschäfte der Unternehmer florieren, umso wirksamer ist ein Streik. Besonders im Krieg ist die Konjunktur bis zum Äußersten angespannt. Die ersten größeren Streiks finden statt im Kriegsjahr 1864, im Krieg gegen Dänemark, angezettelt von örtlichen Arbeitern. Und die Fabrikanten geben nach, was sie dank der Kriegskonjunktur auch können. Die höchsten Lohnsteigerungen setzen die Arbeiter in den Boomjahren 1870-73 durch. Da alle Branchen rotieren und täglich neue Aktiengesellschaften gegründet werden, wird der Faktor Arbeit knapp, trotz der Zuwanderung aus dem Osten. Einzelne Streiks, die auf Betriebe oder regionale Branchen beschränkt sind, erkämpfen in Einzelfällen 25 oder gar 35% mehr Lohn. Ähnlich den 14% Lohnsteigerungen, welche die Gewerkschaften Anfang der 1970er durchsetzten. Das ist nun so gar nicht nach dem Drehbuch von Karl Marx, der sein Werk vor allem unter dem Eindruck des ersten Konjunkturabschwungs geschrieben hat. Der Kapitalismus bricht nie zusammen, weil die Profitrate der Unternehmer eben nicht immer nur fallen, sondern im nächsten langen Aufschwung wieder saftig steigen. Der Marxismus ist damit schon obsolet, als sich der zweite Kontratief entfaltet. Statt Konfrontationen setzen die ersten deutschen Gewerkschaften wie die Barmer und Eberfelder Türkisch-Rotfärbergesellschaft 1848 im Kontratief-Aufschwung eher auf Kooperationen mit den Arbeitgebern. Was wir 2001 und 2008 aus dem Gründerkrach von 1873 hätten lernen können. Wirtschaftshistoriker erklären die Börsenhause samt anschließendem Crash 1873 mit den hohen Reparationszahlungen, die Frankreich nach seiner Niederlage am 28. Januar 1871 an Preußen zu zahlen hat. 5 Milliarden Goldfonds innerhalb von 3 Jahren. Eine unvorstellbare Summe, die damals etwa dem jährlichen Volkseinkommen Preußens entspricht. Das Geld überschwemmt den Finanzmarkt, weil der preußische Staat damit nicht etwa eine neue Infrastruktur errichtet, sondern vor allem seine Schulden zurückzahlt. Das Geld, das die Bürger dem Staat in Kriegsanleihen und den Banken geliehen haben, steht nun plötzlich im Überfluss frei zur Verfügung. Weit mehr Geld wird angeboten, als sich Firmen oder Privatpersonen ausborgen wollen, obwohl doch der Preis für das geliehene Geld, der Zins, ins Nichts absinkt. Aus der Sicht der Kontratief-Theorie liegt es aber nicht an den französischen Reparationszahlungen, sondern daran, dass es im Höhepunkt des Zyklus kaum noch rentable Investitionsmöglichkeiten gibt. Hätte Frankreich seine Reparationen 1850 zu zahlen gehabt, das Geld hätte verhindert, dass im langen Aufschwung die Zinsen steigen und wäre vom Eisenbahnbau und dem dadurch angeregten Unternehmertum aufgesogen worden. So aber passiert, was auch ohne französische Geldspritze passiert wäre. Wer Geld hat, reagiert wie zu allen Zeiten, wenn mit festverzinslichen Anleihen nichts mehr zu verdienen ist. Sie kaufen Realwerte wie Rohstoffe oder jetzt eben vermehrt Aktien und spekulieren darauf, dass deren Wert in Zukunft stark steigt. Und das tut er auch. Aber nicht deshalb, weil die Firmen oder Rohstoffe nachhaltig an Besitz und Mehrwert zunehmen, sondern weil die anderen Marktteilnehmer gerade auch nichts anderes mit ihrem freien Geld anzufangen wissen, als es in spekulative Anlagen zu stecken. Und weil alle kaufen, steigt deren Wert. Je mehr sich herumspricht, dass man zumindest auf dem Papier mühelos reich werden kann, desto mehr Menschen steigen in das Geschäft ein. Bis selbst die untersten Besitzschichten wie Dienstboten ihren Spargroschen zur Bank tragen und darauf bestehen, irgendwelche Aktien zu erwerben. Bis 1870 haben sie kaum gewusst, was eine Aktie, geschweige denn die Börse ist. Schade, dass Generationen ihre Erfahrungen jedes Mal wieder mit ins Grab nehmen. Sie hätten die Aktionäre der neuen Börsenkultur des Jahres 1999-2001 für Schaden bewahrt. Denn das Problem ist jedes Mal dasselbe und es liest sich wie die Ereignisse auf den Weltfinanzmärkten 2008. Irgendwann sind die Kurse völlig überbewertet. Es braucht nur noch Anlässe, den Rückwärtsgang einzulegen. Während der zweite Kontratief in Europa 1873 den Rückwärtsgang einlegt, überschreitet er in den USA schon 1866 den Höhepunkt. Im Jahr nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Unterschiedliche Wendezeiten, schreibt der Ökonom Nikolai Kontratief, würden nicht seine Theorie in Frage stellen,
sondern zeigten, dass die langen Strukturzyklen in verschiedenen Ländern zwar nicht identisch, aber doch zeitlich parallel verlaufen. Daher kann es auch keine mathematisch exakten Wendepunkte der langen Zyklen geben, nur ein Zeitfenster, in dem die Wirtschaft umkippt. Die Krise nach 1873 ist vor allen Dingen eine Strukturkrise. Zusätzliche Eisenbahnkilometer machen nicht mehr wesentlich produktiver. Es dauert immer länger, bis sich Investitionen amortisiert haben. Die Zahl der zusätzlich verlegten Schienenkilometer nimmt ab. Zweiter kontraktiver Abschwung, die Große Depression. Auch in Deutschland erscheinen die Abschwungjahre 1873 bis 1896 vielen Zeitgenossen als eine erschreckende Abweichung von den historischen Erfahrungen. Die Preise sinken im Durchschnitt um 30% bei allen Waren. Seit Menschengedenken hat es eine solche drastische Deflation nicht gegeben. Auch der Zinssatz fällt so stark, dass die Wirtschaftstheoretiker an die Möglichkeit zu glauben beginnen, das im Überfluss vorhandene Kapital könne sich zu einem frei verfügbaren und kostenlosen Gut entwickeln. Die Profite schrumpfen zusammen, für die damals Lebenden scheint sich die Depression unendlich lange fortzusetzen. Sie haben den Eindruck, das Wirtschaftssystem sei erschöpft. Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Politiker irren, wenn sie meinen, sie könnten heute mit Psychotricks und positivem Denken einen Aufschwung herbeireden. Ebenso haltbar meint der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard in den 1950er Jahren, Wirtschaft sei zur Hälfte Psychologie. Natürlich hängt es von der Stimmung der Menschen ab, ob sie ihr Geld ausgeben oder im Sparschrumpf behalten. Aber Stimmung ist kein Hirngespinst, keine Einbildung. Sie ist langfristig nicht mach- oder manipulierbar. Die Stimmung hängt von den realen Produktivitätssteigerungen ab, welche die Menschen hautnah spüren. Wenn sie für denselben Output weniger arbeiten müssen, für denselben Preis plötzlich viel bessere Waren einkaufen oder umgekehrt, wenn sie für denselben Lebensstandard immer härter arbeiten müssen und ihre Firma in Konkurs geht. Vom Überlebensrecht des Stärkeren. Aber wie sollen Politiker auch sonst auf eine große Wirtschaftskrise reagieren als zum Nachteil anderer Länder? Seit Dampfmaschinen Druckerpressen antreiben, müssen sich jetzt auch Politiker dem öffentlichen Druck beugen. Der Zeitgeist ist erfüllt von Charles Darwins Werk über die Entstehung der Arten. Mit dem heute nicht mehr so bekannten Untertitel, das Überleben der bevorzugten Rassen im Kampf ums Dasein. Viele Nationalisten folgern höchst unwissenschaftlich daraus, gerade ihr Volk sei die bevorzugte Rasse, die sich im Kampf ums Dasein zwischen den Völkern durchsetzen müsse. Das Survival of the Fittest denkt ein Non-Survival of the Less Fittest immer unausgesprochen hinzu. Intellektuelle, Tagespolitiker, aber vor allem Journalisten sprechen und schreiben vulgär sozialdarwinistisch von einer Welt des Kampfes, des Erfolges und des Versagens, des Wachstums und des Niedergangs. Seltsam erscheint auf den ersten Blick, dass sich diese darwinistische Ideologie nicht in Kriegen entlädt. Das außenpolitische System bleibt in den Jahren des langen Kontraktiersabschwungs stabil. Das hat nicht nur mit Bismarcks Politik zu tun, die dem Ausland signalisiert, Deutschland sei saturiert. Es gibt weiterhin Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich, wie die Krieg-in-Sicht-Krise 1875 oder Kolonialkonflikte zwischen England und Frankreich. Aber sie entladen sich nicht in heißen Kriegen, so die Theorie von Kontratjew, weil allen die Ressourcen fehlen, einen Krieg zu führen. Sie kämpfen, indem sie sich alle gegenseitig unterbieten. Nachdem jede Nation ihr Heil in der Massenproduktion sucht, entsteht ein gewaltiger Verdrängungswettbewerb zwischen den Nationen und den Märkten. Sie denken, diese seien begrenzt und können nur eine bestimmte Menge aufnehmen. Anstatt mit innovativen Produkten den Markt qualitativ zu erweitern, kämpfen sie im vorhandenen Markt der eingeführten Produkte um Mengenanteile. Den Verantwortlichen erscheint es, als könne die eigene Volkswirtschaft nur weiter existieren, wenn sie diese Absatzmärkte selbst schaffen, in Kolonien. Dabei haben englische Politiker im zweiten Kontraktiv-Aufschwung noch darüber diskutiert, die bestehenden Kolonien zu unabhängigen, gleichwertigen Handelspartnern reifen zu lassen. Denn der Handel mit den unabhängig gewordenen USA bringt schon lange mehr Profit, als Amerika als Kolonie den Briten je erwirtschaftet hat. Englands Premierminister Disraeli nennt Englands elende Kolonien Mühlsteine an unseren Hälsen. Eine Unterhausdelegation empfiehlt eine Politik, die bei den Eingeborenen die Eingeschäften aktiviert, die es uns ermöglichen, im Hinblick auf unseren späteren Abzug aus ihrem Gebiet nach und nach ihnen selbst alle Verwaltungsgeschäfte zu übertragen. Davon ist jetzt im langen Abschwung keine Rede mehr. England hat schon die meisten Kolonien, aber eignet sich im Wettlauf der 1870er, 1880er noch mehr als alle anderen Staaten an. Denn die englischen Eliten denken nun, sie bräuchten sie, um ihre Überproduktion aufzunehmen. Diese kann im eigenen Land nicht mehr ganz verkauft werden und ist in anderen, inzwischen industrialisierten Ländern immer weniger konkurrenzfähig. Das Konzept funktioniert aber nicht. Es nimmt nur den Druck kurz von der britischen Industrie. Langfristig geht dabei die Wettbewerbsfähigkeit Englands endgültig verloren. Den Konkurrenten
wie das Deutsche Reich können ihre Massenproduktion mangels ähnlich ausgedehnten Kolonialreichs nicht so bequem absetzen. Deren Unternehmer sind eher gezwungen, effizienter zu werden und Innovationen zu suchen, was Deutschland weiter stärkt. Nichts hat also geholfen, die große Depression zu überwinden. Weder die Schutzzölle, mit denen sich Deutschland vom Weltmarkt abschottet, noch Kolonien, die Sozialversicherung oder die Verfolgung von Sozialdemokraten und Katholiken. Selbst der angedachte Staatsstreich bringt keinen finanziellen Spielraum. Die Depression dauert bis in die 1890er. Als sich die Wirtschaft wieder erholt, stabilisiert sie sich nicht wegen der staatlichen Intervention, sondern weil die Unternehmer wieder Mut hatten zu gründen und zu investieren, so die vorherrschende Meinung. Doch niemand wird aus heiterem Himmel unternehmerisch tätig oder weil er eine positiv denkende Pille geschluckt hat. Die Kontraktiv-Theorie erklärt, warum es sich wieder lohnt zu investieren. Neue Techniken und Kompetenzen machen die Fabriken wieder produktiver. Dritter Kontraktiv-Aufschwung: die unsichtbare Energie. Dank Maschinen können sich nur kapitalkräftige Unternehmer leisten. Für den normalen Handwerker sind sie ein unerreichbares Ziel. Und sie sind aufwendig. Eine Dampfmaschine benötigt Arbeiter, die Kohle heranschaufeln. Sie verbreitet Hitze, belastet das Gehör und ist unflexibel. Denn sie lässt sich nicht einfach an- und ausknipsen. Sie rotiert ununterbrochen, unabhängig davon, ob und wie viele Maschinen über Riemen an die Transmissionsstangen gekoppelt sind. Die teure Energie verpufft dann ungenutzt. Und wenn die Dampfmaschine kaputt ist, steht die ganze Fabrik still. Grundlegende Erfindungen stellen die ganze Gesellschaft auf den Kopf. Diese Wachstumsgrenze überwindet der dritte Kontraktiv mit mobiler Energie. Elektrischer Strom, das ist die Kraft für Maschinen. Licht für Städte, Kommunikation, ein Katalysator für chemische Prozesse, Wärme für den Haushalt oder Hitze für den Hochofen. Elektrischer Strom revolutioniert die Mechanik. Er verändert die Arbeitsorganisation, die Betriebsgröße und den Bau von Maschinen. Tragbare Bohrer oder fahrbare Presslufthammer zum Kohlehauen unter Tage lassen sich überall nutzen, wo ein Kabel hinführt oder eine ausreichend große Batterie mitgebracht wird. Stromkabel lassen sich überall hin verlegen und machen Firmen ortsunabhängig von Kohlevorkommen. Fabriken werden mit elektrischem Licht heller, der Unterschied zwischen Tag und Nacht verschwimmt. Die Kapazität einer elektrifizierten Produktionsanlage ist größer als die der dampfgetriebenen. Die Qualität steigt. Energie wird dosier- und wandelbar. Hitzeenergie lässt sich über den elektrischen Strom in kinetische Energie umsetzen oder umgekehrt. Wo sich Wasserkraft, zum Beispiel bei den Niagara-Fällen in den USA, nutzen lässt, entsteht die elektrische Energie praktisch kostenlos. Das alles braucht wie bei jedem neuen Strukturzyklus wieder gesellschaftliche Debatten über neue Gesetze und technisch abgestimmte Normen. Denn die Gesellschaft ist sich doch noch gar nicht darüber einig, wohin die Reise gehen wird. Als Edward Bellamy 1888 sein Buch Utopia – Looking Backward ein paar Millionen Mal verkauft, prognostiziert er, bis zum Jahr 2000 werde der elektrische Strom alle Lichtquellen und Herdplatten befeuern. Das gilt als mutige Aussage, obwohl es in Wirklichkeit viel schneller so kommt. Die meisten Zukunftspropheten machen zu ihrer Zeit den Fehler, nur die gegenwärtige Entwicklung hochzurechnen, anstatt sich vorzustellen, wie stark sie sich beschleunigt. Verständlich, wenn man sich überlegt, vor welchen ungeheuerlichen Investitionen eine Gesellschaft zu Beginn des neuen Strukturzyklus steht. Kohlekraftwerke erzeugen elektrischen Strom außerhalb der Fabrikhalle oder sogar draußen vor der Stadt. Kabel leiten elektrische Energie direkt an den Verbrauchsort. Dort verwandeln Elektromotoren den Strom sauberer und geräuschärmer als die bisherigen Dampfungetüme in mechanische Bewegungsenergie, stanzen Bleche, lassen Spindeln rotieren, bohren Schraubengewinde. Elektrische Maschinen werden zu einem neuen Wirtschaftszweig. Glühlampen erhellen die Innenstädte, Theater und bald auch Wohnungen ungefährlicher als Gas- und Petroleumlampen. Die gewaltig gesteigerte Produktivität vernichtet keine Arbeitsplätze, wie Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Gruppen in den 1970er, 80ern gegen Computer und Roboter eingewandt haben, sondern sie schaffen einen schier unendlich neuen Arbeitsbedarf. Kupfer muss in Bergwerken gefördert, Kabel, Masten und Dynamos müssen gefertigt und verlegt werden, um Strom und Nachrichten zu übertragen. Technische Hochschulen bilden Ingenieure aus. Eine neue Elektroindustrie stellt Produkte her, von denen man vorher noch nicht einmal geträumt hat. Der dritte Kontraktiv verändert auch den Schiffsbau völlig. Wird 1870 erst jedes zehnte aus Stahl gefertigt, sind es nur 20 Jahre später 9 von 10 Schiffen. Sie kommen mit deutlich dünneren Platten aus. Stahlschiffe sparen so mehr Kosten, als es die fallenden Preise pro Tonne Stahl ausdrücken. Das gilt für alle Bereiche, wo Stahl das bislang verwendete Eisen ersetzt. An Stahlpfeilern hängen neue Brückenkonstruktionen. Große Bahnhofshallen werden aus Stahlträgern errichtet. Bisher waren hohe Gebäude auf dicke tragende Mauern aus Ziegelsteinen angewiesen, die nur wenige Fenster erlauben. Mit dem Stahlbau beginnt jetzt im völlig übervölkerten New York und Chicago die Ära der Wolkenkratzer. Auch dabei zieht sich wieder das technologische Netz gegenseitig nach oben. Elektrischer Strom ermöglicht einen sicheren Lift. Das Telefon, die Kommunikation über 20 Stockwerke hinweg. Andererseits verbessert der Stahl auch Anwendungen der Elektrotechnik, etwa für größere Generatoren.
Mit der jetzt möglichen Massenproduktion in der Chemieindustrie werden neue Legierungen möglich, die den Stahl immer härter machen, was wiederum neue Werkzeuge generieren. Zum Beispiel die Bohrköpfe, die den Panama-Kanal ausgraben. Kupfer wird durch Elektrolyse gewonnen, ermöglicht andererseits aber erst die Massenelektrifizierung. Aus elektrischen Hochöfen fließt besserer Stahl, was den Maschinenbau beflügelt, der mit härterem Stahl Metall exakter verarbeiten kann. Rostfreier Stahl regt die Rüstungsindustrie an. Blechdosen bestehen ab jetzt nicht mehr aus Zinn-Weißblech, sondern zu 98% aus Stahl. Das verändert die Haushalte und das Leben der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Nicht Makroökonomie, sondern der neue Konterkäf treibt den Wohlstand. Zu welchem Zeitpunkt man genau anfangen sollte, die Geschichte des dritten Konterkäf zu erzählen, lässt sich nur willkürlich bestimmen. Ein Strukturzyklus berührt zwar alle Ebenen des Denkens und der Gesellschaft, aber er berührt sie unterschiedlich schnell. Seine grundlegenden Erfindungen brauchen Zeit. Lange bevor sie die Wirtschaft antreiben, müssen sie zahlreiche Hindernisse überwinden. Technische Probleme lösen, soziale Voraussetzungen und Infrastruktur schaffen. Misstrauische Zeitgenossen vom Nutzen überzeugen. Längst beansprucht das neue technologische System große Entwicklungsressourcen, verändert Bildungslandschaft und Organisationsmuster, bis es stark genug ist, die Wirtschaft auf ein neues Wohlstandsniveau zu tragen. Seine Strukturen überlappen sich mit denen des Vorgängers und des Nachfolgers, verlaufen parallel. Ein neues technologisches System entwickelt sich zuerst nur als Nische, Nutzer oder Zulieferer des aktuellen Strukturzyklus und mauselt sich zu einem eigenen Kontratief, bis es in seinem wirtschaftlichen Gewicht selbst wieder zum Lieferanten seines Nachfolgers absinkt. Dass die USA so schnell auf der dritten Welle reiten, liegt an Thomas Alva Edison. Und zwar nicht nur an seinen Erfindungen. Er überzeugt die Handelsorganisation, seine Elektroausrüstung zu vertreiben. Die Deutschen müssen diesmal nicht in England spionieren, denn sie selbst treiben die Innovationen voran. Der deutsche Erfolg im dritten Konterkäf hängt an zwei Personen. Emil Rathenau, der als Unternehmer in der AAG vor allem umsetzt, was andere erfinden, und Werner von Siemens, dem Pionier. Der viel jüngere Rathenau setzt auf moderne Produkte und Marketing. Er rüstet das Münchner Residenztheater mit den von Siemens ignorierten Edison-Glühlampen aus, um so Bedarf zu wecken. Seine Geschichte macht uns heute Mut, weil sie zeigt, dass man sich während des langen Abschwungs anstrengen muss, um den neuen Aufschwung zu ermöglichen. Emil Rathenau steigt als junger Konstrukteur bei einer Maschinenbaufirma ein, die ihren Gründerboom in eine Aktiengesellschaft umwandeln wird. Er ist clever genug, seine Aktien vor dem Börsencrash zu verkaufen, zieht sich 35-jährig mit einer Dreiviertelmillion Reichsmark ins Privatleben zurück und beobachtet die nächsten 10 Jahre, wie sich Technik und Wirtschaft verändern. Auf der Weltausstellung 1881 in Paris begegnet er Thomas Alva Edison, der seine Kohlefadenlampe vorführt. Rathenau setzt sich unter windigen Konkurrenten durch und erwirbt die alleinige Lizenz zur Produktion der elektrischen Glühlampe. Auch er glaubt nicht an eine unvorhersagbare Zukunft, sondern weiß, dass die Elektrifizierung kommt. Weil aber in der Wirtschaftskrise der 1880er Jahre dafür keine Kredite zu bekommen sind, gründet Rathenau eine Studiengesellschaft. Das erfordert kaum Geld, bringt ihm aber Luft, um Erfahrungen zu sammeln und Zeit, die Werbetrommel zu rühren. Mit Banken gründet er 1883 die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität, Zität AG, und ändert 1887 den Firmennamen in Allgemeine Elektrizitätsaktiengesellschaft. In wenigen Jahren setzt sich das elektrische System in der Wirtschaft durch. Es verändert die Art, wie sich Unternehmen organisieren. Die Verwaltung in den Unternehmen wächst. Dieses Paradigma kann Deutschland viel besser umsetzen als alle anderen Länder, weil der preußische Staat schon lange vor der Wirtschaft seine Bürokratie perfektioniert hat. In Deutschland ist das Vertrauen in Institutionen einfach größer, also auch in ein neu errichtetes Management. Aus den USA schwappt die Managementphilosophie des Unternehmers Frederick Taylor über den großen Teich. Er lehrt hohe Spezialisierung in der Massenfertigung. In den kleinen Firmen haben sich die ausgebildeten Facharbeiter bisher mit der Geschäftsleitung identifiziert. Jetzt übernimmt eine Managerbürokratie die Macht im Massenbetrieb mit Zehntausenden von Arbeitern. Der Taylorismus verlagert die Gestaltungsmacht weg von der operativen Ebene hoch in die Büros. Das ist genau die Entwicklung, die jetzt im Übergang vom 5. in den 6. Konterkäf wieder rückgängig gemacht wird. Das neue technologische System spaltet die Unternehmerschaft nach heutigen Begriffen in Old und New Economy. Die einen sehen sich in ihrer Firma autoritär patriarchalisch als Herr im Haus und fordern vom Staat, Gewerkschaften zu unterdrücken. Zu ihnen gehören die Unternehmer der hochkartellierten Schwerindustrie an Rhein und Ruhr, der beiden ersten Konterkäfs. Die jüngste kapitalintensive New Economy des dritten Konterkäfs dagegen, Elektroindustrie, Chemie, also AEG, Siemens, IG Farben, gründet 1895 den Bund der Industriellen, der die neue Mittelschicht der Angestellten und national gesinnten Arbeiterverbände in den Staat integrieren will.
Alle profitieren vom Elektroaufschwung nach 1890. Der Lebensstandard steigt. Facharbeiter können es sich als Erste leisten, keine Schlafstellen mehr an ärmere Arbeiter zu vermieten. Der Wohlstand erlaubt auch zunehmend schärfere Kinderschutzgesetze und macht Kinderarbeit unrentabel. Damit hören Kinder mit dem dritten Kontaktiv auf, wirtschaftlicher aktiver zu sein, was die Geburtenrate verändert und die Familienrollen. Warum so viele den Kriegsausbruch bejubeln? Damit wird das neue technologische Netz von unterschiedlichen Gesellschaften wieder unterschiedlich gut aufgenommen und umgesetzt. Wieder wächst das Produktionspotenzial in den Ländern unterschiedlich schnell. Wieder verschieben sich die wirtschaftlichen Machtgewichte. Wieder mischt ein neuer Kontraktiv die internationale Politik auf. 1870 produzieren die Deutschen erst ein Fünftel des britischen Eisenausstoßes. 1910 haben die Deutschen mit 13 Millionen Tonnen die 10 Millionen Tonnen britischen Eisens überholt. Im selben Jahr gießen die Deutschen sogar doppelt so viel Stahl wie Großbritannien. Die europäische Elektroindustrie wird von Siemens und ALG beherrscht. Deutsche Chemiekonzerne, angeführt von Bayer und Höchst, stellen 90% der weltweiten industriellen Farbstoffe her. Deutschlands viel zitierte Kapitalschwäche hängt vor allem damit zusammen, dass Kapital von den Investitionen in Maschinen und Menschen schneller aufgesogen wird, als es erwirtschaftet werden kann. Zwischen 1903 und 1913 investieren die Deutschen 15,3% ihres Bruttosozialproduktes. Das ist ein Spitzenwert, den sie vorher nicht erreicht haben und danach erst wieder im vierten Kontraktivaufschwung erreichen werden. Gemessen am Anteil an der Weltindustrieproduktion erreicht Deutschland mit 14,8% 1913 seinen relativen Höhepunkt. Großbritannien steigt seit 1880 von 22,9% auf 13,6% der Weltindustrieproduktion ab. Am meisten nimmt der schlafende Riese USA zu, von 14,7% auf 32% der Weltindustrieproduktion. Warum sich die britische Produktivität verlangsamt, ist eines der bestuntersuchten Probleme der Wirtschaftsgeschichte. In den Studien geht es um Generationenunterschiede, Sozialethos, veraltete Fabriken, niedrige Produktivität, die vielen Arbeitskämpfe, mangelnde Verkaufstüchtigkeit und vieles mehr. Die Kontraktivtheorie bringt es auf einen Nenner. England verschläft schlicht die Elektrifizierung und zusammen damit den Aufbau einer modernen Chemieindustrie. Es verliert Marktanteile und wird sogar im eigenen Land von ausländischen Produkten überrollt. Die Briten wehren sich zwar mit dem Brandzeichen Made in Germany gegen deutsche Produkte, aber es nützt ihnen nichts. Denn ein deutscher Unternehmer, der seine Fabrik elektrifiziert hat, ist nun mal bedeutend produktiver als ein Engländer, der immer noch daran festhält, mit einer, wenn auch ständig verbesserten, Dampfmaschine zu arbeiten, mit der schon sein Papa und sein Großvater so tolle Erfolge hatten. 1914 gibt es nur wenige kleine Elektrofirmen in England und diese gehören zum Teil den deutschen Siemens Brothers oder sind Töchter des US-Giganten General Electric. Das britische Bildungswesen bringt zu wenig Ingenieure hervor. Banken und Unternehmer sind eher an kurzfristigen Renditen denn an langfristigem Engagement interessiert. Wirtschaftshistoriker schreiben, die Briten hätten eben mehr in ihrem eigenen Land investieren müssen, anstatt in aller Welt. Im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg fließt die Hälfte ihrer Investitionen ins Ausland. Aus Deutschland nur jede 20. Mark. Aber das ist ja keine Folge des Wollens, sondern ob die Investitionen rentabel genug sind. Weil die gesellschaftlichen Strukturen in England den dritten Kontraktiv nicht fördern, gibt es dort auch wenig zu investieren. Als Nikolai Kontraktiv seine Aufsätze Anfang der 1920er Jahre veröffentlicht, schaut er realistisch zurück auf einen vergangenen Auf- und einen bevorstehenden langen Abschwung. Ob es danach wieder einen neuen Aufschwung gäbe, sei jedoch nicht zwangsläufig. Wenn ein neuer Zyklus beginnt, stellt er keine exakte Wiederholung der vorhergehenden dar, denn die Volkswirtschaft hat bereits eine neue Stufe erklommen. Der Mechanismus bleibt jedoch in einem neuen Zyklus im Wesentlichen derselbe. Wenn das, was er da entwickelt habe, richtig sei, schreibt er am Ende des Aufsatzes über die Preisdynamik, dann seien die Quellen des in der Weltwirtschaft herrschenden Depressionszustandes noch keinesfalls ausgeschöpft. Wie recht er hat, sollte sich im folgenden Jahrzehnt zeigen. Der dritte Kontraktivabschwung. Die schlimmste Weltwirtschaftskrise unserer Erinnerung. Keine Weltwirtschaftskrise ist so stark im kollektiven Gedächtnis wie die ab 1929. Selbst Jahrzehnte danach sind sich die Experten noch immer nicht darüber einig, worin die Ursache der Depressionen lagen, schreibt der Wirtschaftshistoriker Rondo Cameron, immerhin Herausgeber des Journal of Economic History. Was die etablierte Wirtschaftswissenschaft dafür an Gründen diskutiert, Kriegsfolgen, Deflation, Agrarkrise, weltweiter Protektionismus und Verteilungskämpfe zwischen Arbeitern und Unternehmen, hat die große Weltwirtschaftskrise aber nicht ausgelöst. Das sind lediglich Symptome und Folgen eines erschöpften Kontraktivzyklus. Auch die Siegerpolitik beschleunigt die Depression nur, besonders in Deutschland. Wieso soll auch ein Weltkrieg einmal für eine Depression und ein anderes Mal nach 1945 für ein Wirtschaftswunder verantwortlich sein?
Und auch der große Börsenkrach im Oktober 1929 hat keine Krise ausgelöst, sondern nur die schon bestehende weiter verstärkt. Schon lange vorher, Mitte 1927, produziert die Industrie im gedrosselten Tempo. Bei genauem Hinsehen wird klar, dass die 20er Jahre nur golden sind, wenn man sie aus der Sicht der Kriegs- und Hungerjahre betrachtet. In Wirklichkeit hastet diese Zeit wie in jedem Kontraktivabschwung von Krise zu Krise. Warum die Wirtschaft Ende der 20er Jahre schrumpft, erschließt sich einem, wenn man sieht, dass die meisten Fabriken jetzt elektrifiziert und die meisten Haushalte mit Strom versorgt sind. Weil die Produktivität nicht mehr im selben Tempo wächst, wirkt der Mechanismus des Kontraktivabschwungs. Die Gewinne schmelzen dahin, die Preise fallen, die Unternehmer flüchten in Überproduktion, die keiner braucht. Wirtschaftliche Verteilungskämpfe senken die Löhne und zerstören den Rechtsstaat. Die Zinsen sinken und weil es sonst keine rentablen Investitionsmöglichkeiten gibt und die neuen Wachstumsmotoren noch nicht stark genug sind, fließt das Geld wie 1873 in die Spekulation mit Aktien. Die Kurse schießen so unrealistisch nach oben, dass sie hinterher umso tiefer fallen. Der Rest sind Begleiterscheinungen des langen Abschwungs. Kurzfristige US-Kredite werden aus Deutschland abgezogen, die geliehene Konjunktur fällt auf den Boden der Realität zurück. Es mangelt an Liquidität, Banken und Firmen brechen zusammen. Protektionistische Zölle unterbinden den Welthandel noch stärker, die Absatzkrise verschärft sich, die Arbeitslosigkeit explodiert. Nachkriegsrezession oder Kontraktivabschwung? Fazit: Reparationen, Handelskriege, sinkende Preise, Zinsen, fast bei Null und Überkapazitäten. Die Weltwirtschaftskrise ist keine Folge des Ersten Weltkriegs, sondern die Folge eines erschöpften Kontraktivzyklus. Die hohe Arbeitslosigkeit entsteht also nicht, weil die Zinsen und Löhne so hoch sind oder die Geldmenge zu niedrig, sondern weil das Produktivitätswachstum stagniert und es daher an Investitionsmöglichkeiten und Beschäftigung fehlt. Der technische Fortschritt in den altbekannten Branchen macht nur mittelfristig immer mehr Arbeiter überflüssig. Anders als später beim Computer begrüßen die Gewerkschaften der 1920er Jahre den technischen Fortschritt. Maschinen ersetzen die schweren, gesundheitsschädlichen und abstoßenden Arbeiten am Hochöfen, in der Fabrikhalle und unter Tage. Für Arbeitervertreter ist der technische auch der Schlüssel zum gesellschaftlichen Fortschritt. Die Menschen werden aber nicht deshalb arbeitslos, weil die Wirtschaft jetzt so produktiv geworden ist. Die Produktivität pro Arbeitsstunde steigt zwar weiter, aber viel langsamer als im Kaiserreich und in den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik, als die Volkswirtschaft boomte. Die Arbeitslosigkeit der 20er Jahre entsteht, weil das neue technologische System noch nicht produktiv genug ist, um Hunderttausende von Arbeitskräften ausreichend effizient einzusetzen. Der, in Anführungszeichen, unerklärliche Börsencrash 1929. Nachdem das elektrische System weitgehend implementiert, aber das Auto noch nicht stark genug ist, wird nicht ausreichend in die Realwirtschaft investiert. Die Zinsen erreichen Tiefstände. Wie schon im Spekulationsfieber Anfang der 1870er fließt das Anlagekapital an die Börse in virtuelle Werte. Die rasant steigenden Kurse reizen immer mehr Privatleute, Aktien zu erwerben, zunehmend auch auf Kredit. Schon im Sommer 1928 ziehen amerikanische Banken und Investoren Kapital aus Europa ab, um damit die Häuser an der New York Wall Street zu finanzieren. Ein Jahr später spürt Europa bereits an der stockenden Konjunktur, wie ihm das amerikanische Geld fehlt. Auch die US-Wirtschaft schrumpft schon vor dem Crash. Während Deutschland, England und Italien in die Depression rutschen, sinkt auch die amerikanische Autoproduktion. Obwohl die Wirtschaft schon schwächelt, hausiert die Börse weiter. Die amerikanische Notenbank ist in einer schwierigen Situation. Soll sie die Zinsen senken, um Investitionen rentabler zu machen und so die amerikanische Realwirtschaft wieder anzukurbeln? Oder soll sie die Zinsen erhöhen, damit die Kurse eben nicht mehr weiter so völlig unrealistisch steigen? In vier Schritten hebt sie bis August 1929 die Zinsen von 3,5 auf 6% an, ohne dass die Kursrallye endet, dafür die Wirtschaft weiter ausbremst. Anfang September 1929 endet die Hause. Allmählich beginnen die Kurse zu fallen, aber noch denken die Anleger, dass er eben wieder nur eine Atempause, bevor es weiter aufwärts geht. Am 15. Oktober 1929 prognostiziert Irving Fisher, Professor an der Yale-Universität, die Kurse haben ein dauerhaft hohes Niveau erreicht. Ich erwarte, dass die Kurse in wenigen Monaten ein gutes Stück höher als heute stehen werden. Am 24. Oktober stürzt ein Bankenkonsortium die wichtigsten Kurse ab, doch die Vorkaufsorders häufen sich. Panik erfasst die Aktionäre, ihre Informationen sind oft schon einen Tag alt oder älter, wenn sie diese erhalten. Die geringeren Kommunikationsmöglichkeiten sind ein Grund, warum die Börse nach dem dritten Kontraktiv viel heftiger abstürzt als jetzt nach dem fünften Kontraktiv. Noch ein Grund für den schnellen Absturz, damals müssen Investoren nur 10% des Aktienkaufs bar bezahlen. Den Rest können sie leihen. Wer Aktien auf Kredit gekauft hat, für den verkauft die Bank Papiere auch ohne seine Zustimmung, sobald der Kurswert gerade noch den Kreditanteil deckt. Das beschleunigt den Abwärtsslalom. Spirale abwärts.
Ohne die entdeckten langen Zyklen ist die Realität gar nicht zu verstehen, besonders der gegenwärtige Zustand der Konjunktur, schreibt Kondratjew am 23. Januar 1935 in einem Brief aus dem Gefängnis an seine Frau. Im Vergleich zu 1925 halbiert sich 1929 die Industrieproduktion der USA. 1933 wird nur noch ein Viertel von dem Wert des Jahres 1929 industriell hergestellt. Die Wirtschaftspolitik ist hilflos. Das Moose-Hawley-Zollgesetz schottet die eigenen Grenzen gegen fremde Waren noch stärker ab als die Gesetze der 20er Jahre, mit durchschnittlich 60% Zoll auf alle importierten Waren. Präsident Hoover setzt es 1930 gegen die öffentlichen und völlig wirkungslosen Proteste von über 1000 Wirtschaftswissenschaftlern in Kraft. Jede Zollanhebung sorgt nur dafür, dass sich andere Länder dagegen wehren, mit ebenfalls höheren Einfuhrzöllen oder Verboten. Und das trifft die USA noch viel härter. Im dritten Kondratjew-Aufschwung, in den beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, hatte sich der Welthandel mehr als verdoppelt. Doch im folgenden langen Abschwung in den 20 Jahren danach erreicht er genau um 1929er Crash das Vorkriegsniveau und fällt 1932-33 auf das Niveau der vorangegangenen Jahrhundertwende mit großen Wohlstandsverlusten. Als Franklin Roosevelt im März 1933 Präsident der USA wird, hat sein Land 15 Millionen Arbeitslose, fast ein Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung. Die Industrie steht fast still. Eine Armee von 15.000 arbeitslosen Veteranen des Ersten Weltkriegs marschiert 1932 nach Washington und wird erst durch die reguläre Armee aufgelöst und zerstreut. Auf dem Land nehmen Bauern schon einmal das Recht in die eigene Hand, um sich gegen Zwangsvollstreckung zu wehren, und auf der Straße der Großstädte herrscht blanke Gewalt. Das ist auch heute noch ein dankbares Umfeld für Gangsterfilme. Die Zinsen entsprechen der Kondratjew-Theorie. Selbst im Ersten Weltkrieg bleiben sie niedrig und fallen bis 1935 auf 0,25%. Am niedrigsten verzinst sind Kredite mit einer dreimonatigen Laufzeit 1939 in New York. Auf 12 Monate hochgerechnet sind sie für 0,02% zu haben. Die USA erreichen ihr Produktionsniveau von 1929 erst 1937 wieder. Und dann auch nur kurz. Erst der Zweite Weltkrieg mit seiner weltweiten Nachfrage an Panzern, Flugzeugen, Werkzeugen, Truppenausrüstung oder synthetischem Gummi wird die US-Industrie auf Touren bringen, weil diese effizientere Produktionsverfahren erzwingen. Der dritte Kondratjew-Abschwung erfasst aber nicht nur die USA, sondern alle, egal ob Sieger oder Kriegsverlierer. Englands Wirtschaft bricht gerade in den Wachstumsmotoren der früheren Kondratjews ein. Die Textilindustrie um 2/3, Eisen und Stahl halbieren sich. Der Schiffsbau fällt auf 7% der Vorkriegstonnage zurück. Während Gesamteuropa im Durchschnitt etwa 1/4 weniger produziert, ist Deutschland mit minus 40% überproportional betroffen. Ebenso stürzt Frankreich in die Krise. Die Regierung stürzt die Ausgaben und erhöht die Steuern. Wie überall sind die Arbeiter erbost, dass sie die Hauptlast der höheren Steuern zu tragen haben, und die Vermögensbesitzer sind sauer, weil ihr Erspartes 80% seiner Kaufkraft verloren hat. Die Weltwirtschaftskrise erfasst Frankreich etwas später, hat dort ihren Tiefpunkt 1936 und ist immer noch nicht vorbei, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Das bestätigt Kondratjews Annahme, dass der lange Zyklus in den verschiedenen Ländern zwar parallel, aber nicht identisch verläuft. Je größer die Krise, umso mehr fehlt den Politikern die Kraft, langfristige strategische Ziele zu verfolgen, umso mehr reagieren sie nur auf des tagesaktuellen Nutzen. Wegen ihrer wirtschaftlichen Probleme ziehen Frankreich und England Ende der 30er Jahre gegen Hitler politisch nicht an einen Strang. Die Lehre, die wir heute daraus ziehen müssen: je heftiger der Kondratjew-Abschwung wirkt, umso schwerer, aber umso wichtiger ist es, langfristige Ziele zu verfolgen. Verteilungskämpfe zerstören den Rechtsstaat. Die miese Konjunktur verschlechtert, wie im Kondratjew-Abschwung der 1880er, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer. In den Stabilisierungskrisen Mitte der 1920er Jahre machen immer mehr Väter die Erfahrung, ein paar Monate arbeitslos auf der Straße und nicht mehr in der Lage zu sein, ihre Familie ernähren zu können. Wie in den 1880er Jahren reagiert der Staat auf die soziale Not des Kondratjew-Abschwungs mit einer neuen Sozialversicherung. Er führt am 1. Oktober 1927 die Arbeitslosenversicherung ein. Was das Klima zwischen Arbeitern und Unternehmern endgültig vergiftet, sind Arbeitskämpfe wie der Ruhreisenstreit 1928. Zunächst läuft der Tarifvertrag dort ganz normal zum 30. Oktober 1928 aus. Gewerkschaft und Arbeitgeber werden sich bei den Tarifgesprächen nicht einig. Der Schlichter, Reichsarbeitsminister Wiesel, SPD, setzt mit einem verbindlichen Schiedsspruch die Lohnhöhe fest, die beide Seiten zu akzeptieren haben. Doch die Arbeitgeber entscheiden sich, den staatlichen Schiedsspruch zu umgehen, indem sie alle 230.000 Arbeiter zum 1. November kündigen und dem Arbeitsminister antworten, die von ihm verordneten Löhne seien gegenstandslos, weil gar keine Arbeitsverhältnisse mehr bestünden.
Die Arbeiter bleiben ausgesperrt. Ihre materielle Not bringt jetzt selbst die bürgerlichen Parteien dazu, sich mit den Arbeitern zu solidarisieren. Aber vor Gericht siegen die Arbeitgeber. Ihnen wird das Recht zugestanden, Arbeitsverträge zu kündigen, wann es ihnen passt, und die Arbeiter so zu zwingen, ihre Lohnvorstellung zu akzeptieren. Dieser Verteidigungskampf treibt die Arbeiter bei der nächsten Reichstagswahl zu den radikalen Parteien. Denn der demokratische Staat hat in ihren Augen keine Autorität mehr. Er kann sie nicht vor der Willkür der Unternehmer schützen, mit der wirtschaftlichen Macht des Stärkeren können die Unternehmer Recht umgehen. Wirtschaft und Demokratie sind in der Weimarer Republik noch nicht miteinander versöhnt. Das Arbeitsrecht verdient schon 1930 seinen Namen nicht mehr. Lohnabbau ist die Regel. Deswegen ist später der Widerstand gegen Nazi-Willkür und Zwang im Arbeitswesen so schwach. Der Rechtsstaat ist schon vor der Machtergreifung aufgehoben worden. Der Kontratief-Abschwung begräbt auch das politische System unter sich. Vierter Kontratief-Aufschwung. Freie Straßen für das Individuum. Eisenbahnen halten eben nicht direkt vor der eigenen Haustür oder der eines Geschäftspartners. Deswegen wächst das Bedürfnis, Menschen und Güter individuell transportieren zu können. Am Höhepunkt des vierten Kontratiefs wird dann jeder sechste Beschäftigte in den USA und in Deutschland in der Automobilindustrie arbeiten. Mitte der 1990er Jahre wird eine 500 Milliarden Autos über den Globus fahren. Doch zu Beginn gibt es dagegen Widerstand, wie bei jeder Basisinnovation. Alte Protokolle der Industrie- und Handelskammer diskutieren, die Zahl der Autos in München auf 100 Stück zu begrenzen. Die seien laut, gefährlich, würden stinken und Platz kosten. Zur Jahrhundertwende erliegt man wie zu jeder Zeit dem Irrtum, die Gegenwart auf die Zukunft hochzurechnen. Und schätzt, es werde nie mehr als 40.000 Autos in Deutschland geben. Denn damals benötigt jedes Auto einen Ingenieur zur Wartung. Und zu dieser Zeit gibt es eben nur 40.000 Ingenieure in ganz Deutschland. Es ist ein absolutes Luxusgut. Solange das Auto das Spielzeug reicher Leute ist, kann es sein Beschäftigungspotenzial nicht entfalten. Erst die Kombination von vielen Innovationen bringt das neue technologische System in Schwung. Die Kombination aus effizienteren Verbrennungsmotoren, synthetischem Gummi, Fließbandproduktion und einer Reihe von Verbesserungen, mit denen es endlich gelingt, aus Rohöl, Benzin und Diesel zu raffinieren, billiger in großen Mengen und höherer Explosivität. Als ein weites Straßennetz mit glatten Fahrbahnen das Kopfsteinpflaster in den Städten und staubig lehmige Landstraßen ersetzt, steigt der persönliche Nutzen des Autos. Lohnen sich höhere Stückzahlen, sinkt der Preis. Werden die Autos dank Lernerfahrung in der Praxis immer besser, können sich immer mehr Menschen ein Auto leisten. Die neue Industrie beschäftigt alle anderen Branchen. Sie wird zum größten Abnehmer von Glas, Stahl und Gummi. Bankangestellte errechnen die Rate für den Autokredit, Makler verkaufen eine Autoversicherung, die Elektroindustrie baut Maschinen, die Autoteile herstellen, Straßen müssen gebaut, das dafür nötige Material wie Teer geliefert werden. Zur Infrastruktur gehören Raffinerien und Tankstellen, zumindest in jeder größeren Stadt. Rechtsanwälte und Richter spezialisieren sich auf Verkehrsunfälle, es gibt sogar eine eigene Verkehrspolizei. Fahrlehrer bringen 18-Jährigen das Fahren bei, die Führerscheinstelle im Landratsamt und die Kfz-Zulassungsstelle beschäftigen immer mehr Beamte und Angestellte. Das sind Arbeitsplätze, die es vorher nicht gibt und die auch keine früheren verdrängen. Eine Gesellschaft am Fließband. Nikolaus Otto baut den ersten Benzinmotor schon 1861, Rudolf Diesel den nach ihm benannten Motor 1892. Bis es soweit ist, müssen aber erst einmal eine Reihe von Erfindungen gemacht werden. Ein Antrieb, der energieeffizienter und leichter ist als eine Dampfmaschine. Lösungen dafür, wie Kraft vom Motor auf die Räder übertragen wird, wie das Gefährt zu lenken ist und wie die Räder zu federn sind. Schon Leonardo da Vinci bringt im frühen 16. Jahrhundert ein Dampfauto zu Papier. Die Idee, eine verkleinerte Dampfmaschine auf Räder zu stellen, liegt in der Luft. Und so manche Tüftlern fliegt in den Jahrhunderten Pulver- und dampfgetriebene Gefährte um die Ohren. Bis Nikolaus Otto in Verbesserung eines mit Leuchtgas betriebenen Motors des Franzosen Lenoir 1861 in Deutz bei Köln den ersten Benzinmotor baut. Vor allem für kleine Handwerksbetriebe als Alternative zur Dampfmaschine. Sein technischer Direktor Gottfried Daimler und sein Leiter des Konstruktionsbüro Wilhelm Maybach sammeln damit viel Erfahrung und machen sich selbstständig, um einen eigens konstruierten Motor in die Karosserie einer Pferdedroschke einzubauen. Als Daimler damit im Herbst 1886 eine Tour ins Stuttgarter Umland unternimmt, werfen die entsetzten Menschen mit Steinen und Eiern nach den Insassen. Ebenso ist es schon seinem Sohn Paul im Jahr zuvor ergangen, als er am 10. November 1885 mit einem Motorrad ohne Pferd und schneller als ein Mensch laufen kann, von Bad Cannstatt nach Untertürkheim und wieder zurückknattert. Die Passanten bedrohen den reitenden Teufel mit Fäusten, schreien ihm Höllenmaschine und Stinkrad hinterher.
Gleichzeitig mit Otto, Daimler und Maybach, das bestätigt wieder Konopets Theorie, dass die nötigen Erfindungen zeitgleich und unabhängig voneinander gemacht werden, tüftelt auch der Mannheimer Karl Benz, nachdem das Benzin benannt ist, an einem richtigen Auto, das er vom Motor bis zur Karosserie selbst konstruiert. Am 29. Januar 1886 wird Benz das Patent für sein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor erteilt. Das ist die offizielle Geburtsstunde des Autos. Ein weiterer deutscher Autopionier ist Rudolf Diesel, der den nach ihm benannten Motor 1892 als Patent anmeldet. Er wird für Nutzfahrzeuge in der Landwirtschaft und im Transport wichtig werden. Vor dem Ersten Weltkrieg gibt es hunderte kleine Automobilgaragenfirmen, die als Werkstätten Teile noch bei Hand fertigen und zusammenbauen. Weil Standards fehlen, ist es schwer, Teile einfach einzukaufen. Sie sind meist inkompatibel und lassen sich bei Reparaturen nicht einfach austauschen. Henry Ford geht zwischen 1908 und 1914 dazu über, handgefertigte Teile durch andere zu ersetzen, die von Maschinen gestanzt, geschliffen oder gefertigt werden. Zuerst sind es die Arbeiter, die an einer Schlange von Autotorsen entlang gehen und dabei ihre Teile montieren oder Handgriffe ausführen, bevor das Fließband 1913 eingeführt wird und das die Autos an den Arbeitern vorbeitransportiert. Im Vergleich zur früheren Handarbeit senkt dieses Netz an organisatorischen, technischen und sozialen Innovationen die Kosten im Automobilbau um bis zu 88%. Das ist die betriebswirtschaftliche Revolution des vierten Kontratiers. Der Arbeiter hat nur eine Aufgabe, nur einen Handgriff, eine Schraubendrehung zu tun. Er bestellt keine Teile mehr, kümmert sich nicht um sein Werkzeug und muss auch nicht mehr verstehen, was andere machen oder wie die Handgriffe zusammenwirken. Was für ein Paradoxon, dass das Auto individuelle Bedürfnisse befriedigt, die neue Massenfertigung jedoch dafür vom Einzelnen fordert, sich der Maschine total zu unterwerfen. Die Entmündigung des Arbeiters ist perfekt. Er muss streng diszipliniert arbeiten, ist gehorsam und austauschbar, lässt sich leicht in den Krieg schicken und übernimmt religiöse Lehren unreflektierter als jene Informationsarbeiter am 6. Kontratief, die jede Sekunde in einer anderen beruflichen Situation neu prüfen und entscheiden müssen, was recht und richtig ist. Sogar die Wissenschaften bilden mit ihrer Überspezialisierung die Spezialisierung des Fabrikarbeiters ab. Durch die Fließbandorganisation fällt der Preis des VT-Modells von $850 im Jahr 1908 auf $360 1916. Während es vorher 12 Stunden und 28 Minuten gedauert hat, bis ein Auto zusammengebaut wird, sind es plötzlich im Schnitt nur noch 93 Minuten. Aus dem Spielzeug für reiche Leute wird ein Fortbewegungsmittel für die Masse. Das entscheidet den Wettlauf der Systeme. Das elektrische Auto, das 1913 rund $2.800 kostet, verschwindet für ein Jahrhundert praktisch vom Markt. Das Modell T von Ford steigert seinen Marktanteil von 10% 1909 auf 60% im Jahr 1921. Die Löhne der Ford-Arbeiter sind hoch. Fließbandarbeit ist trotz der vielen Fehler immer noch so produktiv, dass sie sich trotz der Qualitätskontrollen und Nacharbeiten am Ende lohnt. Zumindest bis später im 5. Kontratief die Japaner mit Hilfe von Roboterstraßen bessere Autos bauen als die mit menschlichen Fehlern behaftete Fließbandproduktion. Warum im 4. Kontratief die Schäfchen Schäfchen bleiben? Das ökonomische Paradigma des 4. Kontratiefs funktioniert zu Beginn gerade mit einer gesellschaftlichen Gruppenethik sehr gut, wie Nationalsozialismus, Kommunismus, japanischer Rassismus. Der Wehrmachtsgeneral, der einen Angriffskrieg plant, der japanische Pilot, der amerikanische Häfen angreift, weil die USA sein Land hindern, sich weiter auszudehnen, deren Rechtsbewusstsein ist auf ihre Gruppe beschränkt. Vielleicht folgt es logisch aus der Art, die Arbeit zu organisieren. Die Zeit bringt ein Menschenbild hervor, in dem der Einzelne nur als Teil einer Maschinerie, einer größeren Einheit etwas wert ist. Das NS-Prinzip von Führer und Gefolgschaft wird auch in den Betrieben durchgesetzt. Die Mitspracherechte der Betriebsräte, die schon in den 1920er Jahren beschnitten worden sind, werden faktisch ganz beseitigt. Bedingungslos gehorchende Soldaten der Arbeit werden zu Arbeitssklaven erniedrigt und später im Krieg durch Zwangsarbeiter ersetzt. Eine auf die Spitze getriebene Gruppenethik wie der Nationalsozialismus muss daher die Träger einer konkurrierenden Universalethik vernichten, die dem Einzelnen den höchsten Wert ebenso zumisst wie jedem anderen Menschen außerhalb der willkürlich definierten Gruppe. Der ehemalige Messdiener Hitler redet aber auch von Gott, aber von einem, der denen hilft, die sich mit der Macht des Stärkeren durchsetzen. Das Christentum wird daher mit allen Mitteln bekämpft, von subtil bis offen gewalttätig. Der von Hitler ernannte Reichsbischof Ludwig Müller soll das evangelische Kirchenvolk an die Diktatur binden. Die bekennende Kirche, die wie Dietrich Bonhoeffer Hasstiraden, willkürliche Gewalt und Mord anklagt, ist eine kleine exponierte Minderheit. Die meisten Menschen in den Gemeinden bleiben neutral. Viele Pastoren beider großer Konfessionen danken 1939 in Predigten Gott für den Sieg über Polen. Die Menschen damals sind nicht frommer oder gottesfürchtiger, aber angepasster als heute.
Denn weder die Arbeitswelt noch das soziale Umfeld verlangen von einem Industriearbeiter des vierten Kontrakehrs, eine Situation selbst zu beurteilen, kreativ eine Lösung zu initiieren und mit der eigenen Existenz zu verantworten. Wer zaubert das Wirtschaftswunder? 1945 scheint Deutschland auf Generationen hinaus am Ende. Ohne Nahrungsmittel und Rohstoffe, ohne funktionierendes Verkehrssystem und stabile Währung, das soziale Gefüge zerrissen, moralisch ruiniert, Demontage, Zerstückelung des Landes und Pläne, aus Deutschland wieder eine Agrarstadt zu machen, demotivieren. Schier unglaublich, ja ein Wunder, ist den Zeitgenossen, was folgt. Die Wirtschaft wächst in den 50er Jahren, zum Teil zweistellig, in den 60ern um 5-8%. Gastarbeiter müssen den Mangel an Arbeitskräften lindern. 1955 wird jede vierte Mark investiert. Die öffentliche Meinung bedankt sich für den Wohlstand bei den Amerikanern, für den Marshallplan, bei Ludwig Erhard für sein Marktwirtschaftskonzept und bei sich selbst für die eigene Tüchtigkeit. Aus der Sicht der Kontratemp-Theorie ist das alles aber nur Beiwerk, nicht der Grund für das Wirtschaftswunder. In dieser Zeit wächst die Wirtschaft weltweit überdurchschnittlich, weil die Strukturen des Autokontratemps ihr dynamisches Tempo erreichen. Offensichtlich ist selbst ein zerstörerischer, totaler Krieg nicht in der Lage, eine lange Welle nachhaltig zu unterbrechen. Zwar liegen die Städte in Trümmern, die Menschen sind verstört und hungern, aber die deutsche Industrie ist während des Krieges stark ausgebaut worden. Millionen ausländischer Zwangsarbeiter, je nach Branche, stellen sie 1944 bis zur Hälfte aller Beschäftigten, haben mit den Rohstoffen, welche die Wehrmacht in den besetzten Ländern raubte, neue und große Fabriken samt Maschinenpark gebaut, oft außerhalb der Städte, dazu umfangreiche Gebäudekomplexe. Trotz Bombenstehen und Demontagen von ganzen Firmen liegt der Bestand an Produktionsanlagen in Westdeutschland 1947 sogar 11% über dem Industriepotenzial des strahlenden Olympiajahres 1936. Deutschland geht mit einem bemerkenswert großen und modernen Anlagekapitalstock in die Nachkriegszeit. Dazu kommen fast 8 Millionen Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten und Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone, die in der Regel gut ausgebildet und mit nichts außer der Kleidung auf dem Leib unbegrenzt arbeitswütig sind. Es sind einzelne Engpässe, die den deutschen Wirtschaftskoloss noch daran hindern, sich wieder zu entfalten. Neben den Zechen türmen sich Berge von Kohle, aber sie lassen sich nicht transportieren, wenn irgendwo ein paar hundert Meter Eisenbahnschienen noch nicht repariert sind. Oder die von der Wehrmacht gesprengte Brücke noch immer den Fluss blockiert. Die Menschen müssen frieren. Firmen können ihre Maschinen nicht anwerfen. Ehemalige Rüstungsbetriebe können ihre Produkte sofort auf den zivilen Bedarf umstellen. Dieselben Anlagen, die vor 1945 Wehrmachtskübelwagen hergestellt haben, stellen nun VW Käfer her. Zunächst vor allem für den Export. Glühbirnen werden nicht mehr für Armeelastwagen oder Kasernen geliefert, sondern eben für Wohnungen. Auch dabei ist in der Regel alles vorhanden, bis auf einzelne Rohstoffe wie Wolfram oder Kupfer, was den ganzen Betrieb lahmlegt. Das ist die Lücke, welche die amerikanische Hilfe schließt. Sie liefert einzelne knappe Komponenten, die die Engpässe in der großen deutschen Produktionsmaschinerie überwinden. 1,7 Milliarden Dollar erhält Deutschland zwischen 1949 und 1957 aus dem Marshallplan. 70% der Lieferungen waren Baumwolle, 20% waren Tabak. Also etwas, das die Amerikaner im Überfluss hatten. Der Marshallplan war ein Subventionsprogramm für die eigene Bevölkerung in den Südstaaten. Nur 2,3% der Lieferungen waren Maschinen und Anlagen, also das, was man sich unter Wirtschaftshilfe vorstellt. Obwohl Wirtschaft zur Hälfte Psychologie ist, ist es falsch zu glauben, eine gute wirtschaftliche Stimmung sei durch lautes positives Denken herstellbar. So wie heute Politiker erfolglos versuchen, mit gespiegeltem Optimismus die Arbeitslosenzahlen niedrig zu reden. Die Psychologie, die Stimmung der Menschen, die auf die Wirtschaft und am Ende sogar auf rote Zahlen auf dem Papier wirkt, hat immer einen realen Hintergrund. Die Deutschen wollen 1946 keinesfalls für Demontage und Reparationen arbeiten und sie arbeiten gerade nur so viel, wie sie müssen, um die Lebensmittelmarken zu bekommen. Erst als deutlich wird, dass die USA sogar in den Wiederaufbau Westdeutschlands investieren würden, steigt die Arbeitsproduktivität rasant. Viele verbuchen das Wirtschaftswunder als Verdienst von Ludwig Erhard. Freundlicher, rundlicher Mann, dicke Zigarre. Ruhestand für alle. In der Tat setzt der zunächst parteilose Wirtschaftswissenschaftler gegen alle politischen Parteien fast im Alleingang durch, dass Konsumgüter wieder dem freien Spiel der Marktkräfte ausgesetzt werden. Das ist das Gegenteil von dem, was die ganze Bevölkerung will. Nicht nur die Kommunisten und die SPD, auch die nordrhein-westfälische CDU sagt 1947 in ihrem Ahlener Programm noch, Planung und Lenkung der Wirtschaft wird auf lange Zeit hinaus in erheblichem Umfang nötig sein und verlangt das Herz der Wirtschaft, den Bergbau und die eisenschaffende Industrie zu verstaatlichen. Diese Forderung gibt die CDU schnell wieder auf, als die Amerikaner die Marshall-Planhilfe von einem kapitalistischen, eben nicht sozialistischen Wirtschaftssystem abhängig machen. Als Direktor für Wirtschaft in den drei westlichen Besatzungszonen hebt Ludwig Erhard bei der Währungsreform im Juni 1948 die meisten festgesetzten Preise und Zuteilungsverfahren per Lebensmittelkarte einfach auf
ohne die amerikanische Militärregierung zu fragen. Was Ladenbesitzer vorher an Waren im Keller horten, weil sie es oben im Geschäft gegen wertlose Reichsmark zu amtlich befohlenen Preisen verkaufen müssten, legen sie über Nacht in ihren nun vollen Schaufenstern aus. Auch danach kann sich nicht jeder alles leisten, aber die Preise zeigen nach den Jahren der bürokratisch geplanten Mangelwirtschaft wieder an, wie knapp etwas ist und wofür es sich lohnt, etwas zu unternehmen. Nachdem das Wort Kapitalismus durch die instabilen 1920er Jahre diskreditiert ist, findet die CDU mit Marktwirtschaft ein anderes Wort für denselben Begriff. Um das freie Spiel der Kräfte sowohl von der kommunistischen Planwirtschaft abzugrenzen, als auch die kapitalismuskritische Bevölkerung nicht zu verschrecken. Erhard bewirkt kein Wirtschaftswunder, aber er beseitigt alles, was die deutsche Wirtschaft davon abhält. Und das ist in der Situation nach dem Krieg ein großer Verdienst. Der Irrtum, den manche Verbandsvertreter oder Marktpolitiker heute unterliegen, ist, dass freie Marktkräfte allein einen Aufschwung bringen würden. In den 1920er Jahren wäre Erhard erfolglos geblieben. Nur unter den Bedingungen eines expandierenden neuen technologischen Systems kann er in der öffentlichen Wahrnehmung zum Vater des Wirtschaftswunders werden. Erst dann steigt weltweit die Nachfrage nach deutschen Autos und Maschinen. Auch der Koreakrieg 1950-53 heizt die deutsche Wirtschaft an. Sie füllt die Produktionslücke aus, die in den amerikanischen Wirtschaft entsteht, als sie Rüstungsgüter produziert. Den Krieg führen die USA auch nur unter den Bedingungen eines langen Kontraktivaufschwungs, weil China und die Sowjetunion auch nur unter den Bedingungen eines langen Aufschwungs Nordkorea materiell und militärisch unterstützen. Wer meint, das große Nachkriegswachstum sei hauptsächlich eher als Wirtschaftspolitik zu verdanken, der kann nicht erklären, warum der Konjunkturmotor bei unveränderter Wirtschaftspolitik Ende der 60er Jahre zu stottern beginnt. Einige argumentieren, die Wirtschaft habe sich so dynamisch entwickelt, weil nach den großen Zerstörungen und den langen Notjahren sich ein so großer Bedarf angestaut hätte. Nach dieser Logik bräuchten wir heute wieder einen großen Krieg, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und die 1920er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg hätten Boomjahre sein müssen. Auch 1918 ist der Bedarf unersättlich gewesen. Die Konsumgüterindustrie war damals völlig verschlissen, es fehlte an Wohnungen, die Menschen froren, trugen immer noch zusammengeflickte Kleider aus den Vorkriegstagen, Reparationen belasteten zusätzlich. Nein, zwischen 1950 und 1970 wächst Europas Wirtschaft im Durchschnitt um 5,5% im Jahr. 1970 produzieren die Europäer pro Kopf 2,5-mal so viel wie 1950. Das neue Wachstum ist über den ganzen Kontinent verteilt, auch über den Nordwesten, Osteuropa und die Mittelmeerländer. Das hat nichts mit dem Wiederaufbau zerstörter Länder zu tun. Selbst die träge britische Ökonomie wächst in diesem Kontraktivaufschwung wieder stärker als die Jahrzehnte zuvor. Zum dritten Mal in 100 Jahren ist Deutschland das wirtschaftliche Kraftwerk Europas. Arbeitskräfte sind so knapp, dass Gastarbeiter ins Land geholt werden. Als Ludwig Erhard 1973 Bundeskanzler wird, arbeitet jeder zweite Beschäftigte in der Industrie, so viele wie nie zuvor und danach. Wegen der ständigen Handelsüberschüsse muss die D-Mark gegenüber anderen Währungen immer wieder aufgewertet werden. Während zum Beispiel Großbritannien von 8,6% der Weltindustrieproduktion im Jahr 1953 auf 4% im Jahr 1980 relativ zurücksinkt, kann Deutschland seinen Anteil bei knapp über 5% halten. Zweites Vatikanisches Konzil. Das Zweite Vatikanum bewahrt das sakramentale Wesen der Kirche. Aber passt die Umsetzung des Glaubens an die sozioökonomische Gegebenheiten nach dem vierten Kontraktivstrukturzyklus an? Ohne diese formalen Änderungen wäre die Kirche heute eine weitgehend gesellschaftsferne Institution, die nur noch von einer Minderheit verstanden, geschweige denn getragen würde. Revolutionen, also gesellschaftliche Strukturveränderungen, wie diese Kirchenreformen, finden eben in langem Aufschwung statt, wenn der Gesellschaft ständig neue Ressourcen hinzuwachsen. Ebenso wie Kriege, die, so beobachtet Kondratjew schon in den 1920er Jahren, vor allem am Ende eines langen Aufschwungs besonders lange dauern. Nur dann ist eine Regierung bereit, immer noch mehr Soldaten in ein fremdes Land zu schicken, wie die USA in den Vietnamkrieg. Als zu spüren ist, dass jeder weitere Highway-Kilometer, jedes weitere Auto nicht mehr denselben zusätzlichen Nutzen bringen würde wie früher, schwinden Wachstum und Staatseinnahmen. Die Produktivität wächst von Jahr zu Jahr weniger. Deswegen muss der amerikanische Staat den Vietnamkrieg zunehmend mit Schulden finanzieren. Immer mehr Dollars, die dadurch in die Weltwirtschaft gepumpt werden, schwächen die Kaufkraft der amerikanischen Währung, deren Wert seit 1944 durch das in Bretton Woods beschlossene Finanzsystem an das Gold gebunden ist. Das heißt, die US-Notenbank zahlt für einen Dollar eine festgesetzte Menge an Gold aus. Das wird durch die Kriegsausgaben immer schwieriger, aber die arabischen Staaten geben dem endgültig den Rest. Nachdem sie 1973 Israel im Yom Kippur-Krieg angreifen, aber wieder nicht besiegen, setzt die OPEC Öl als Waffe gegen die USA und Europa ein, die Israel unterstützt haben. Dieser treibt den Preis für ein Fass Öl von 1,80 Dollar auf über 20 US-Dollar hoch.
Das auf Goldparität aufgebaute Währungssystem fällt zusammen wie die Goldparität des britischen Pfundes Sterlings in der Weltwirtschaftskrise 1930. Der gesellschaftliche Konsens über Ziele und Prioritäten, wohin die Reise gehen soll, zerbricht ab 1968. Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg, Rassenunruhen in den Städten, Gerangel um gesellschaftliche Beteiligung zerstören das amerikanische Selbstvertrauen der 50er und 60er Jahre. Die USA entwickeln sich vom größten Gläubiger zum größten Schuldner der Welt. Warum ist der Vietnamkrieg noch heute allgegenwärtig in der amerikanischen Kultur und im amerikanischen Film, während der Koreakrieg in der öffentlichen Wahrnehmung praktisch nie existiert hat? Im Koreakrieg 1950-53 kämpfen 2 Millionen US-Soldaten, 54.000 Soldaten fallen. Fast so viele wie später in Vietnam. Korea endet wie das Hornberger Schießen an der vorherigen Grenze, als unentschieden. Das vergleichbare Debakel Vietnam dagegen führt zu einer innenpolitischen Krise, wie sie eine Gesellschaft eben nur dann durchzustehen hat, wenn Strukturen und Wohlstand bei sinkenden Gewinnen in einem langen Absprung stagnieren. Vierter kontraktiver Absprung. Die Grenze des materiellen Wachstums. Dem europäischen Einigungsprozess geht die Luft aus. Der Optimismus der Nachkriegszeit ist nach der Ölkrise verflogen. Mit gutem Grund. Die Europäer spüren, dass sich etwas erschöpft. Sie aber bei den neuen Technologien nicht mehr vergleichbar mitspielen. Gleichzeitig lassen sie die hohen Sozialausgaben auf dem Niveau, von dem sie während des vierten Kontrakts auch schon gemeint haben, es sich leisten zu können, wo sie diese auch damals schon nur mit Schulden bezahlt haben. Mit der Arbeitslosigkeit steigen die Soziallasten sogar weiter an und lassen in den öffentlichen Kassen noch weniger Geld übrig. Geld, das aber dann auch noch, statt in die Zukunft investiert zu werden, aus wahltaktischen Gründen für den Erhalt von Branchen wie Kohle, Stahl und Schiffsbau verschwendet wird, die keiner mehr in diesem Umfang braucht oder die von Schwellenländern längst kostengünstiger beherrscht werden. Einen Exportvorteil hat der Ölschock aber für die europäische Industrie. Ihre Autos sind sparsamer als die von General Motors oder Ford. Die größere Konkurrenz für die amerikanischen Autohersteller sind jedoch die Japaner. 1989 stellen sie mit über 9 Millionen mehr Autos her als die knapp 8 Millionen der Amerikaner. Während Europa und die USA in den 70er und 80er Jahren mit dem Absprung des vierten Kontraktjeffs zu kämpfen haben, bündelt Japan seine Ressourcen, den fünften Kontraktjeff zu erschließen. Es leidet daher nicht unter deren Arbeitslosigkeit und Staatskrisen. Gegen die Flut japanischer Werkzeugmaschinen, Motorräder, Autos und elektronischer Geräte, die alle mit dem Computer als Bauteil oder mit Hilfe von computergesteuerten Robotern hergestellt werden und damit qualitativ besser sind als die am Fließband mit menschlichen Fehlern gefertigten Produkte, wehrt sich Europa besonders hart. Weil es sich mit dem Übergang von der Auto- in den Computerstrukturzyklus selbst so schwer tut. Es reagiert wie in jedem Kontraktivabschwung mit Handelsbarrieren. Der lange Abschwung setzt die Regierung eben unter Druck, den Welthandel wieder egoistisch und mit härteren Bandagen zu führen. Mit Exportsubventionen wie in den 1920er Jahren, Zinserleichterungen im Export und Exportversicherungen unterbieten sich die Regierungen, um eigene Produkte besser abzusetzen. Die Europäer verlieren dabei ihren Elan zur politischen und wirtschaftlichen Einigung. Obwohl sie schon 1969 eine Währungsunion beschließen, reicht in einem Kontraktivabschwung die Kraft nicht aus, sie zu verwirklichen. In der Wirtschaftskrise der 1970er Jahre erfinden sie statt der gerade abgeschafften Binnenzölle andere Handelshemmnisse, um den Export des benachbarten EG-Landes zu erschweren. Gesundheitsvorschriften, komplizierte technische Normen oder schikanöse Sicherheitsauflagen. Und jeder möchte seine Währung abwerten, damit seine Waren im Export billiger sind. Während einige Länder das Wachstum mit Inflation antreiben wollen, bekämpfen andere wie Deutschland die Geldentwertung. Kurz, die Währungen Europas lassen sich nicht zu einem starken Block aneinanderketten. Es scheint, als ob die Einigung Europas eine geplatzte Illusion sei. EG-Ministertreffen werden zu netten Plauderrunden. Bundeskanzler Helmut Schmidt bringt das europäische Währungssystem 1978 wieder auf die Schiene. Doch erst unter den Bedingungen des fünften Kontraktivabschwungs kann Europa eine Währungsunion eingehen und den Euro einführen. Rechtzeitig bevor in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des langen Abschwungs wieder der nationale Egoismus zurückkehren wird. Lieber unproduktiv als entmachtet. Bei allen Turbulenzen in Europa und den USA, niemand leidet so stark unter dem nachlassenden Produktivitätswachstum des vierten Kontraktjahrs wie die Sowjetunion. Die Wachstumsraten der russischen Volkswirtschaft sinken dramatisch. Ausgerechnet ein Staat mit einer Ideologie, die, in diesem Fall realistisch behauptet, die Welt werde von Technologie und neuen Produktionsmethoden angetrieben, welche alle möglichen sozialen und politischen Veränderungen nach sich ziehen. Ausgerechnet so ein Staat beschränkt den freien Austausch von Wissen und bleibt im technologischen Netz der 1960er Jahre stecken. Denn eine Gesellschaft, in der Kommunikation als subversiv gilt,
kann das technologische Netz rund um Computer, Telekommunikation und Roboter nicht erschließen. Solange das Öl den Wohlstand steigert, ist es egal. Aber als seine Produktivitätsfortschritte ausbleiben, wird offensichtlich, wie haarsträubend die Informationsproduktivität des kommunistischen Systems ist. Und eine Wirtschaft zentral zu planen, das ist aufwendige Informationsarbeit. Nicht diejenigen entscheiden über Getreidesorten, Investitionen und Arbeitseinsatz, welche die Felder bestellen, sondern Manager und Bürokraten, die weder die Signale des Marktes noch das wechselnde Wetter oder den Zustand des Saatgetreides kennen. Das System gibt den Bauern keine Verantwortung, reizt nicht zur Initiative, ist damit chronisch ineffizient und führt dazu, dass ein Fünftel der Ernte beim Transport und bei der Lagerung verloren geht oder verdirbt. Darüber braucht heute keiner zu spotten, der sieht, wie verschwenderisch oder gar destruktiv wir in unseren Betrieben mit Informationen umgehen und immaterielle Ressourcen verrotten lassen, wie damals die Sowjetunion jetzt das geerntete Getreide. Die Privatflächen produzieren 25% der russischen Nahrungsmittel, beanspruchen aber nur 4% des Ackerlandes. 1980 ernährt ein amerikanischer Farmer 65 Menschen, ein russischer Landarbeiter nur 8. Das Politbüro nimmt den Mangel in Kauf, weil alles andere bedeuten würde, die Kontrolle über die Gesellschaft aufzugeben. Stattdessen importiert es jedes Jahr mehr als 10 Millionen Tonnen Weizen und Mais vom kapitalistischen Klassenfeind aus den USA. Die Streitkräfte saugen mit etwa 11-13% des Bruttosozialproduktes zu viele Ressourcen auf. Die Wissenschaftler, Maschinen- und Metallfacharbeiter fehlen der Wirtschaft, um mit der explosiven, aber subtilen Computertechnologie des Westens Schritt zu halten. Gorbatschow muss auf dem 27. Parteitag der Kommunistischen Partei der SU 1986 die Rückstände in allen Bereichen eingestehen. Die materielle Basis reiche nicht mehr, Wissenschaft, Bildung, Gesundheit, Kultur und moderne Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Und der Schlüssel für alle Probleme liege in der sozioökonomischen Entwicklung. Der Abschwung des vierten Kontaktjahrs erfasst die gesamte russische Gesellschaft. Das traditionell schlimme Alkoholproblem nimmt weiter zu, die Lebenserwartung geht zurück, die Säuglingssterblichkeit steigt. Wer neu gegründete Familien keinen Wohnraum mehr bieten kann oder Arbeitskraft so ineffizient verschwendet, dass er auf das Arbeitspotenzial aller Frauen angewiesen ist, der verhindert, dass Menschen Nachwuchs bekommen. Die Geburtenrate sinkt. Mit der offensichtlichen wirtschaftlichen Unbrauchbarkeit verlieren Marxismus und Kommunismus auch als Wertesystem jede Relevanz. Sie sind weder wissenschaftlich noch so universell wie etwa das Christentum und deswegen breiten sie sich auch nicht weltweit aus. Sie scheitern an lokalen Umständen, kulturellen Gegebenheiten und unterschiedlichen Stadien wirtschaftlicher Entwicklung. Der Kommunismus ist nicht in der Lage, nationalen Egoismus zu überwinden und er bleibt eine Gruppenethik, die sich höchstens auf gerade verbündete sozialistische Bruderländer ausweiten lässt. Moskau hat zum Beispiel kein Interesse daran, sich einen konkurrierenden kommunistisch-ideologischen Anziehungspol heranzuziehen und lässt China 1960 einfach im Stich. Russland zieht Ingenieure und Entwicklungshelfer ab, lässt Infrastrukturbaustellen einfach liegen, wirft den noch schwachen Giganten so in seiner Entwicklung zurück. Auch China hat sich heute, eine Generation später, inoffiziell vom Kommunismus verabschiedet. Die rote Mao-Bibel ist nur noch etwas für Touristen am Andenkenstand. Die Sowjetunion wird 1991 das erste Großreich der Geschichte, das, geschlagen vom technisch-ökonomisch-gesellschaftlichen Wandel, in Friedenszeiten zusammenbricht und sich freiwillig in etwa auf seine ethnische Basis zurückzieht. Damit muss sich ein Konstrukt wie die DDR, das nur durch Repression unter dem Schirm der Roten Armee zusammengehalten wird, in Luft auflösen. Warum die DDR zusammenbricht? Wirtschaftliche Hilfe ist von der Sowjetunion nicht mehr zu erwarten. Dem SED-Politbüro ist schon 1976 klar, dass die wirtschaftliche Katastrophe so sicher kommt, wie das Amen in der Kirche käme, wenn sie denn dorthin gehen würden. In einem Gutachten empfehlen führende Wirtschaftsfunktionäre, den Konsum einzuschränken. Denn der ist ja nicht in voller Höhe selbst erarbeitet. Staats- und Parteichef Erich Honecker finanziert ihn auf Pump im Westen und auf Kosten von Investitionen und um der Bevölkerung einen, wenn auch bescheiden steigenden Wohlstand vorzugaukeln. Löhne und Sozialausgaben nehmen weiterhin schneller zu als die Produktion. Doch aus ihrer Sicht hat die Diktatur keine andere Wahl. Wenn sie den Konsum der Bevölkerung einschränkt, macht sie sich dadurch so unbeliebt, dass sie die eigene Herrschaft gefährdet. Also kürzt sie die Investitionen. Diese sinken von 16,1% des Nationaleinkommens 1970 auf geschätzte 5% 1988. Verschuldet sich noch weiter im Westen und hofft auf ein Wunder. Zum Beispiel, dass die DDR aus eigener Kraft den Anschluss in der Computertechnik findet. Dennoch hier ist die DDR unter Druck. Der Westen hat ein Mikroelektronik-Embargo gegen die Staaten des Warschauer Paktes verhängt. So wie früher Lebensmittel in einer belagerten Ritterburg sind Computerbausteine nur über Schleichwege zu beziehen und sehr teuer. Die Sowjetunion leidet selbst unter dem Technologiemangel und liefert ihrem Verbündeten schließlich gar nichts mehr aus ihrer Produktion.
Die DDR-Führung beschließt, eine eigene Chipfabrik in Erfurt zu bauen. Als 1988 die Serienfertigung des 64-Kilobit-Speichers beginnt, liegen die Produktionskosten bei 93 Mark. Auf dem Weltmarkt kostet derselbe Chip einen US-Dollar. Auf dem Weltmarkt verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit der Chips und halbiert sich ihr Preis alle anderthalb Jahre. Unmöglich für die DDR mitzuhalten. Um die neue Basisinnovation zu entwickeln und den fünften Kontratierzyklus zu erschließen, dafür reichen die Ressourcen eines Landes nicht mehr aus. Das war in den ersten vier Kontratierzyklen anders. Das ist eher eine gute Nachricht für die Zukunft. Die Länder und Blöcke werden es sich nicht leisten können, sich im langen Abschwung abzuschotten. Sie müssen in transnationalen Konzernen zusammenarbeiten, um die Technologien und Kompetenzen von morgen zu entwickeln. Das Kriegsrecht in Polen führt zu einem Kreditembargo der NATO-Staaten gegen den Ostblock. Ohne den 1984 von Franz Josef Strauß vermittelten Kredit über 1,95 Milliarden Mark hätte die DDR ihre Schulden schon damals nicht mehr bezahlen können. Kaum ist damit die Kreditwürdigkeit der DDR wiederhergestellt, zerfällt ab 1985 die OPEC. Der Weltmarktpreis für Rohöl sinkt. Die DDR erwirtschaftet mit veredeltem Rohöl immer weniger. Der Westhandel nach 1982 durch ein gigantisches Kraftakt im Plus rutscht nach 1987 ins Minus. Sogar Zinsen kann die DDR nur bezahlen, indem sie sich weiter verschuldet. Im Frühjahr 1988 droht das Land an den Westschulden zu ersticken. Der Vorsitzende der Staatlichen Planungskommission, Gerhard Schürer, diskutiert mit seinem Stellvertreter Siegfried Wenzel und mit Michail Kalogowski über die Möglichkeiten einer Konföderation mit der Bundesrepublik. Das bedeutet, lange bevor das Volk der DDR auf die Straße geht und die Einheit fordert, diskutieren die SED-Wirtschaftsspitzen über eine wirtschaftliche Einheit, weil sie wissen, dass die Wirtschaft der DDR sich nicht mehr aus eigener Kraft stabilisieren kann. Die verschiedenen Empfehlungen Schürers, den privaten Konsum umgehend zu kürzen, scheitern im Politbüro. Finanzminister Ernst Höfer: Wir leben über unsere Verhältnisse, sonst müssten wir unsere Politik ändern und das können wir nicht. 4 Jahre später erklärt Günter Mittag, warum sein Vorstoß im Politbüro scheitert. Die Leute wären auf die Straße gegangen, der Umbruch vom Herbst 1989 hätte ein Jahr früher stattgefunden. Die Regierung entscheidet sich, nichts zu tun. Nach dem Sturz Honeckers steht sie vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Produktion sinkt monatlich um über 6%. Dass nach der Maueröffnung im Frühjahr 1990 niemand hungern muss, obwohl sich das Wirtschaftssystem auflöst, liegt an den zusätzlichen Konsumgüterimporten, welche die Regierung mit Devisenreserven von Michail Kolokowski bezahlt. Der Protest wäre vielleicht noch heftiger gewesen, hätten die Bürger das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Misere gekannt, schreibt der Wirtschaftspolitologe Dieter Grosser. So erlebt die kleine DDR-Volkswirtschaft den Absprung des vierten Kontratiers bis Anfang der 90er Jahre hinein. Von einem Tag auf den anderen platzt sie in einen völlig neuen Strukturzyklus. Eine Wirtschaft auf dem technischen Stand und mit der Branchenstruktur Westdeutschland des Jahres 1961 überspringt eine Menschengeneration und erwacht in einem Wettbewerbsumfeld, das mit wachsender Geschwindigkeit vom Computer durchdrungen wird. Wenn viele Westdeutsche in den 90er Jahren das Gefühl haben, sie leben in einer Wirtschaftskrise, die mehr oder weniger seit dem Ölschock anhält, irren sie sich. Sie leben seit Mitte der 80er Jahre in einem langen Kontratierfaufschwung, von dem sie zunächst wegen ihres Misstrauens gegenüber dem Computer, dann wegen der Folgen der deutschen Teilung nur wenig profitieren. Fünfter Kontratierfaufschwung: Der Wohlstand aus der gedachten Welt. Auch der Computer wird wieder nicht völlig unvorhersehbar deswegen entwickelt, weil ein paar Leute gerne mit einem Gameboy spielen, sondern weil es dafür eine ökonomische Notwendigkeit gibt. Das Wissen der Menschheit explodiert. Zwischen Napoleon 1800 und Kaiser Wilhelm 1900 verdoppelt es sich. Bis Konrad Adenauer 1950 noch einmal. Danach dauert es nur noch 10 Jahre, bis es sich wieder verdoppelt und heute ist es schon nach 2,5 Jahren soweit. Was die Wirtschaft nach dem vierten Kontratierf am Wachsen hindert, das ist der steigende Aufwand, an die Informationen zu kommen, die man gerade braucht, um etwas herzustellen. Ein Zettelkasten mit Adresskarteikarten zu verwalten, ist nämlich sehr personalintensiv. Herrscher von Sekretärinnen schreiben denselben Brief ein paar Mal ab oder nur wegen einer Satzänderung völlig neu. Wer in der Bibliothek etwas sucht, der sollte dafür viel Zeit mitbringen. Der Lagerverwalter der Fabrik hat, wenn er es ehrlich zugibt, inzwischen selbst den Überblick verloren. Und bis der Konzern einmal im Jahr seine Bilanz vorlegt, die vergehen Monate, in denen ganze Buchhalterkompanien Zahlenkolonnen zusammenaddieren und immer wieder kontrollieren, ob sie sich nicht verrechnet haben. An einem Forschungsinstitut muss für eine Menge simpler, immer wieder mit neuen Zahlen auszuführenden Standardrechnungen extra ein Student als zusätzliche Hilfskraft angeheuert werden. Darin liegen die großen Produktivitätsreserven.
Wenn Telefonieren auf dem technischen Stand der 20er Jahre geblieben wäre, dann hätte schon in den 1960er Jahren alle berufstätigen Amerikaner Gespräche mit der Hand verstöpseln müssen. Dazu kommt es nicht, weil sie zuerst mechanisch, dann durch den Computer effizienter vermittelt werden. Das ist der spektakuläre Wohlstandseffekt der Informationstechnik. Mit einem Tastendruck, später mit einem Mausklick, steht die gewünschte Information sofort auf dem Bildschirm. Die gesuchte Adresse, der geänderte Brief, Bücher zu einem Thema, der Lagerbestand, die tagesaktuelle Bilanz, die durchgerechneten Werte. Gehaltsabrechnungen werden jetzt vom Computer viel schneller erledigt. Roboter ersetzen Menschen dort, wo sie nicht denken, sondern immer nur denselben Handgriff ausüben müssen. Architekten und Ingenieure fangen nicht ständig neu an zu zeichnen, sondern konstruieren ihre Ideen am Bildschirm. Ökonometrie erzeugt Arbeitslosigkeit. Die Geschichte hätte anders verlaufen können, denn ein Deutscher, Konrad Zuse, ein Absolvent der Technischen Hochschule Charlottenburg, hat seit 1934 an dem ersten speicherprogrammierten Rechner gebaut und den ersten Computer moderner Art 1941 erfunden. Kein Wunder, in Berlin saß damals die führenden Köpfe ihrer Zeit in Disziplinen wie Elektronik, Elektrotechnik, Mechanik und Mathematik, die ihre Synergien nutzten. Lange Zeit galten die Amerikaner als die Erfinder des Computers, doch nach dem Krieg stellt sich heraus, dass Zuse ein paar Monate schneller war, ohne dass beide Gruppen voneinander wussten. Die Henschel Flugzeugwerft benutzt Zuses Z4 im Krieg bei der Konstruktion von Flugzeugen. An dieses Wissen knüpfen die Deutschen nach der Niederlage wieder an. Mit dem System 2002 vollbringt Siemens in den 50er Jahren eine Spitzenleistung in der zweiten Computergeneration. IBM bemühte sich um eine Lizenz. Die allgemeine Ansicht Anfang der 50er Jahre ist aber, für Computer gäbe es keinen Markt. Doch dann passiert etwas. Derselbe russische Raketenantrieb, der 1957 den ersten Satelliten Sputnik ins Weltall bringt, ist auch stark genug, mit Interkontinentalraketen Atomsprengköpfe in die USA zu feuern. Die Amerikaner stellen nun Unsummen für den Bau eigener Interkontinentalraketen zur Verfügung und für die Entwicklung des Computers, um die Datenflut in der Raumfahrt und in der Rüstung zu bewältigen. Der Computer fällt also nicht durch die unsichtbare Hand der freien Marktkräfte plötzlich vom Himmel, sondern er wird gezielt entwickelt, mit einem massiven Aufwand staatlichen Kapitals. Erst jetzt verlieren die Deutschen den Anschluss. In den USA diffundiert der Computer zunächst in die Zivilverwaltung des Staates, dann in die amerikanische Wirtschaft. Das ist die Quelle des Wirtschaftswachstums der 80er Jahre, vor allem in Japan. Japan auf seinem relativen Höhepunkt. Dass Japan das Land wird, das mit dem 5. Kontratiefaufschwung am weitesten nach vorne kommt, erstaunt umso mehr, wenn man bedenkt, dass es im Krieg noch schwerer als Deutschland zerstört worden ist und danach keine Marshallplanhilfe bekommt, um Engpässe beim Wiederaufbau zu überwinden. Am Ende der alliierten Besatzung 1952 erwirtschaftet Japan ein Bruttosozialprodukt, das nur in etwa einem Drittel von dem Frankreichs oder England entspricht. In den späten 1970er Jahren ist das japanische Bruttosozialprodukt so hoch wie das der Franzosen und Engländer zusammen. Selbst nach der Ölkrise wächst Japan doppelt so schnell wie seine wirtschaftlichen Konkurrenten innerhalb einer Generation, wächst sein Anteil an der Weltindustrieproduktion von unter 3% auf etwa 10% im Jahr 1980. Wenn europäische Regierungen die schrumpfenden Branchen der vorherigen Kontraktivzyklen mit Blick auf den nächsten Wahltermin mit Steuergeldern subventionieren, Kohle, Stahl, Schiffsbau, koordiniert das japanische Ministerium für internationalen Handel und Industrie, MITI, die geordnete Auflösung der alten Industrien, um Geld, Material und Menschen in zukunftsträchtige Branchen investieren zu können. 1969 beschließen die Japaner, die Entwicklung des Computers innerhalb ihrer Wirtschaft zu moderieren und schaffen es bis 1980 mit an die Spitze. Zwar hat die amerikanische Firma Intel den Mikroprozessor 1971-72 erfunden, von nun an können Computer billig auf einem Chip und in großen Mengen hergestellt werden, doch die Japaner bauen PCs und Notebooks für den breiten Markt. In der 80er Jahren stammen die vier größten Halbleiterhersteller aus Japan. Die Europäer sind inzwischen sowieso weit abgeschlagen. Was sie an Bürotechnik verkaufen, enthält zu über die Hälfte Hightech aus dem Ausland. Mit ein paar europäischen und deutschen staatlichen Förderprogrammen wollen sie wieder Anschluss finden. Doch die Förderprogramme sind zu klein für die große Basisinnovation. Sie beschränken sich einseitig auf Forschung und Entwicklung, anstatt Anwendungen in der Wirtschaft voranzutreiben und Datenverarbeitung schon an den Schulen zu lernen. Und sie werden eher skeptisch als begeistert durchgeführt. Das japanische MITI dagegen steckt nicht mehr Geld in die Entwicklung des Computers als die deutsche Bundesregierung. Es koordiniert die Entwicklung zwischen den verschiedenen Firmen. Ein Jahrzehnt lang stöhnen daher Europa und die USA unter der Überlegenheit japanischer Firmen. Mit Hilfe der Computerchips können sie vieles besser und billiger herstellen. Kameras, Küchengeräte, Fernseher, Musikinstrumente, Motorräder,
Japan setzt Mitte der 80er Jahre so viele Industrieroboter ein wie die gesamte westliche Welt und ein Mehrfaches der USA. 1984 wird fast jedes vierte Auto der Welt von Japanern gebaut. Und wenn sich die Japaner nicht freiwillig selbst beschränken würden, ihre Übermacht auf dem Weltmarkt wäre noch erdrückender. Die etablierten Ökonomen diskutieren die neue Wirtschaftsmacht in ihren Kategorien. Japaner würden eben mehr arbeiten, was nicht stimmt. Sie verbringen nur mehr Zeit ratschend und klönend im Büro mit Kollegen, würden weniger verdienen oder mehr sparen. Die eigentliche Ursache des japanischen Vorsprungs kommt in der monetär-ökonometrischen Nachfrage-Angebots-Vorlesung der Wirtschaftswissenschaftler überhaupt nicht vor. Weil sie die Informationstechnik am besten beherrschen, produzieren die Japaner auch alles andere effizienter. Aber das allein erklärt den überragenden wirtschaftlichen Erfolg auch nicht vollständig. Ein Kontraktivzyklus ist mehr als Hardware. Damals ist es durchaus so, dass ein deutscher Ingenieur besser und kreativer ist als ein japanischer Ingenieur. Doch sind 10 japanische Ingenieure zusammen viel produktiver als 10 deutsche Ingenieure, die sich schlecht informieren, schlecht zuhören und schlecht zusammenarbeiten. Die Europäer fallen nicht deswegen zurück, weil die Löhne so hoch sind, worüber die etablierte Wirtschaftswissenschaft diskutiert, sondern weil sie zu langsam sind. Wenn die Japaner mit einer neuen Chip-Generation auf den Markt kommen, können sie viel mehr Dollars verlangen, als wenn dann 2 Jahre später Siemens mit derselben Generation auf den Markt kommt. Entwicklungskosten bekommt man so nie wieder herein. Wirtschaft, das wusste schon vor 100 Jahren der deutsche Soziologe Max Weber, ist eben eine kulturelle Leistung. Die Art, wie sich die Menschen einer Gesellschaft verhalten und sich organisieren, hängt von den Wertvorstellungen ab. Auch das ist den wenigsten klar. Man wird in eine Kultur hineingeboren und hält die Maßstäbe seiner Umgebung für selbstverständlich, ohne sie zu hinterfragen. Doch selbst wenn wir in einer säkularisierten Gesellschaft leben, sind die Wurzeln der gesellschaftlichen Ethik in den Religionen zu suchen. Das, was als erwünschtes oder erstrebenswertes Verhalten gilt, ist von ihnen geprägt. Da ist es für Japan von Vorteil, dass seine religiösen Wurzeln in der Gesellschaft eine Gruppenethik schaffen, welche die Zusammenarbeit fördert, während die Menschen außerhalb der Gruppe weiterhin gnadenlos bekämpft werden dürfen. Der Konfuzianismus regelt die Beziehung in der Familie und, als Abbild davon, in der Firma, wo die Älteren den Ton angeben, weil sie mehr Erfahrung haben. Befördert wurde und wird dort daher nach Alter und nicht nach Leistung. Der Buddhist sieht die Ursache allen Übels in seinen persönlichen Begierden, die es zu überwinden gilt. Auch das führt nicht dazu, dass jemand seine individuellen Interessen durchsetzt. Und der Shintoismus ist eine 10.000 Jahre alte Naturreligion mit Ahnenverehrung und Kaiserkult, welche die Nation rassistisch zusammenschweißt und die Gruppenethik weiter zementiert. Gemessen an den Erfolgsmustern des 5. Kontratests lässt sich Arbeit in diesem Paradigma so am effektivsten organisieren. Die von ihren religiösen Wurzeln geformten Wertvorstellungen betonen Hierarchie und Ehrerbietung, Arbeit und Firmenethos. Der Boom der 90er Jahre. Auch am Ende der 1990er Jahre haben verschiedene Gesellschaften den neuen Kontratierzyklus rund um die Informationstechnik wieder unterschiedlich gut genutzt. Deswegen spüren einige Regionen den Preisdruck umso stärker, weil sie in der Produktivität zwar insgesamt zunehmen, aber verhältnismäßig zurückfallen. Wodurch mehr Menschen arbeitslos werden, der Außenwert der eigenen Währung in den Keller geht und die Reallöhne weiter abgesenkt werden müssen. Internationale Konzerne fangen an, die Länder gegeneinander auszuspielen. Der weltweite Wettlauf, die Unternehmenssteuern zu senken, zwingt auch den Staat, seine Ausgaben so effizient wie möglich einzusetzen. Kapital ist mobil, die Menschen jedoch nicht. Der Höhepunkt und Abschwung des 5. Kontratjevs, das ist der tiefere Hintergrund für die Globalisierungsdebatte. Denn wie seine Vorgänger verläuft auch der 5. Kontratief nicht harmonisch, sondern nach den Schüben seiner wichtigsten Modellgeneration. Die Großrechner, die seit den 1950er und 60er Jahren Ressourcen eingespart und so das Wachstum getragen haben, werden immer billiger. Mit ihnen lässt sich kein Geld mehr verdienen, denn ihr zusätzlicher Nutzen ist gering. Auch das Umsatzwachstum mit Personalcomputern schwächt sich ab. Dass der 5. Kontratief zu Ende geht, hat Leo Neofidow als erster prognostiziert. In seinem Buch Der 6. Kontratief hat er den S-förmigen Verlauf mit den verschiedenen Segmenten der Informationstechnik über die Jahre zusammengerechnet. An dieser Kurve ist zu erkennen, dass sich das Nutzenwachstum des 5. Kontratiefs zur Jahrtausendwende abbremst. Eine noch schnellere Kiste auf dem Schreibtisch macht einen Informationsarbeiter nicht mehr wesentlich produktiver, der zusätzliche Grenznutzen sinkt. Die Gewinne der Hardwarebranche schmelzen dahin. Aus der Sicht der Kontratief-Theorie ist es nur selbstverständlich, wenn zu diesem Zeitpunkt die Asienkrise ausbricht, werden die etablierten wirtschaftspolitischen Kommentatoren nach monetären Erklärungen für den Einbruch suchen. Währungsspekulanten hätten die Währung abgeschossen oder die Banken in Asien hätten bei der Vergabe von Krediten irgendetwas falsch gemacht. Doch die haben nichts anders gemacht als die 30 Jahre vorher auch. Nein,
Wenn wir sagen, die Japaner sind im fünften Konterheft deswegen hochgekommen, weil sie den Computer führend hergestellt und angewendet haben, während die meisten der inländischen Arbeitsplätze auf dem Weltmarkt gar nicht konkurrenzfähig waren, dann gilt jetzt umgekehrt. In dem Moment, wo die Gewinne der Hardwarefirmen dahinschmelzen und der zusätzliche Nutzen geringer wird, nehmen auch die Zulieferer und Konsumfirmen in der Umgebung weniger ein. In dem Bubble-Boom-Zeit aufgenommenen Kredite lassen sich nicht mehr so gut bedienen wie bisher. Also krachen die Banken zwangsläufig zusammen. Währungsspekulationen können diesen realwirtschaftlichen Vorgang nur verstärken und beschleunigen, aber sie können ihn nicht auslösen, sind also keine Ursache der Asienkrise. Fünfter Kontradiv-Abschwung, Kampf der Paradigmen. Die ganz normale, lang andauernde Krise rollt an. Zuerst laufen deshalb im Jahr 1999-2000 die Kurse an den Börsen den Gewinnen davon, wie 1929. Kurz vor dem Höhepunkt im März 2000 notieren manche Unternehmen zu Preisen, die sie nicht einmal mit steten Gewinnen über 100 Jahre würden rechtfertigen können. Die Kurse gehen in den Sinkflug. Alles kein Problem, nur eine kleine Abschwächung, beruhigen die Börsengurus. Der in den vergangenen Monaten zu beobachtende konjunkturelle Abwärtstrend der Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des IFO-Instituts im nächsten halben Jahr zum Stillstand kommen, heißt es im Februar 2001 in einem SZ-Artikel mit der Überschrift Abwärtstrend bald beendet. Die aus der Sicht derer, welche die Zusammenhänge der Kontradiv-Theorie kennen, schon damals kurzsichtig wirkt. Analysten behaupten, ein Konjunkturabschwung ist wohl schon zum Gutteil in den Kursen enthalten, als der DAX gerade erst von über 8000 auf 6000 Punkte gerutscht ist. Wegen Zinssenkungen der Notenbanken werden die weltweiten Aktienkurse in 3 bis 4 Wochen abheben. Das ist unfundiertes Geschwätz. Denn das sollte noch 2 Jahre dauern. Und sie werden dann auch wieder nur deshalb ansteigen, weil es an realen Investitionsmöglichkeiten fehlt. Ende 2001 meldet das Münchner Forschungsinstitut IFO, das weltweite Wirtschaftsklima ist im Oktober auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Von seinem Höhepunkt im April 2000 ist der Index um über 40% abgestürzt. Schon vor dem Attentat auf das World Trade Center am 11. September 2001 stotterte die Wirtschaft. Die Industrieproduktion in den USA ist schon im Mai 2001 8 Monate in Folge gesunken. Das war zuletzt vor 20 Jahren im Dezember 1982 der Fall, bevor sich der fünfte Kontertheft so richtig in die Höhe schwang. Die Inflation liegt in den ersten 5 Monaten bei 4%. Trotzdem fängt die US-Notenbank schon Anfang 2001 an, die Zinsen zu senken, die damals bei 6,5% liegen. Beschleunigen ihre Politik des billigen Geldes nach dem Attentatsschock und dann schließlich bei 1% Mitte 2003. Sie entfacht so eine schuldeninduzierte Konjunktur, für die es keinen Gegenwert gibt. Zug um Zug nehmen die Notenbanken die Zinsen zurück. Die Akteure spekulieren über weitere drastische Zinssenkungen. Mit gigantischen Geldspritzen versuchen die Notenbanken den Geldverleih unter den Banken aufrechtzuerhalten. Noch mehr Geld schürt die Blase. Selbst faule Immobilienkredite akzeptiert der US-Notenchef Ben Bernanke als Sicherheit. Im April 2008 warnt der IWF vor Verlusten in Höhe von $1 Billion durch faule Hauskredite und weitere Ausfälle bei Kreditkarten und Wertpapieren. Die Investmentbank Bear Stearns muss im März vom amerikanischen Staat gerettet werden. Die Banken Freddie Mae und Freddie Mac folgen im September. Die Investmentbank Lehman Brothers lässt der Staat dann eine Woche später pleite gehen. 2 Tage danach übernimmt die US-Notenbank die Kontrolle über den Versicherungskonzern AIG und Kredite für 85 Milliarden US-Dollar. 25 US-Banken gehen in Konkurs. Der US-Finanzminister schnürt ein Rettungspaket für faule Finanzkredite in Höhe von $700 Milliarden. Doch kein Mensch weiß, ob das genügt. Auch die deutsche Bundesregierung legt im Oktober 2008 ein Rettungspaket über €500 Milliarden für Banken auf, die im Gegenzug Managergehälter und Abfindungen begrenzen müssen. Aktionen wie diese lassen die Börsenkurse kurzfristig steigen, doch die Wahrheit ist, das Geld in überteuerte Anlagen und für geplatzte Kredite ist weg. Der Gegenwert ist nicht mehr im selben Maße da. Schuld sind nicht die Banker, die weltweit alle zur selben Zeit plötzlich gierig geworden sind und beschlossen haben, unseren Wohlstand zu verzocken, was nun auf die Realwirtschaft durchschlage, sondern es ist umgekehrt. Die Realwirtschaft, die wie immer nach einem Kontradiv-Aufschwung, wenn sich ein technologisches Netz ausgebreitet hat, eine Blase erzeugt. Anfang 2008 kehrt das Wort Rezession in die Wirtschaftsteile zurück. Vor allem die US-Amerikaner haben über ihre Verhältnisse gelebt, die Ersparnisse der Welt verkonsumiert. Wo Wirtschaft vorher auf Pumpen in Bewegung gehalten wurde, ohne durch reale Produktivität gedeckt zu sein, brechen Arbeit und Umsatz nun umso stärker weg. Jeden Tag verlieren tausende amerikanische Familien Haus und Vermögen, die nun in Wohnwagen und Zelten leben. Soweit erstmal
das erste Kapitel mit der historischen Betrachtung der ersten fünf Kontrakiev-Zyklen. Und im Anhang ist noch ein Stichwortregister, wo einzelne Begriffe nochmal mit den Seitenzahlen aufgeführt sind, wo man weitere Informationen oder einfach nochmal nachschlagen kann. Insgesamt sind die Kapitel auch so aufgebaut, dass sie einige kürzere Informationen redundant enthalten, sodass jedes Kapitel auch von sich aus lesbar ist, ohne dass man direkt sozusagen die anderen Kapitel vorausgelesen haben muss. Und teilweise sind dann auch Verweise nochmal drin, wenn ein bestimmtes Thema nur angeschnitten wird, wo dann verwiesen wird, dass es in dem und dem Kapitel sozusagen vertieft wird. Also man kann die einzelnen Kapitel, die einen interessieren, dann auch direkt lesen, ohne dass man das ganze Buch auf einmal durchlesen muss. Damit lese ich jetzt weiter im zweiten Kapitel, Kondratievs Globaltheorie und unsere Wirtschaftspolitik heute. Warum es nicht um Geld geht, sondern um Produktivität und warum dabei kulturelle Faktoren stärker wirken als Löhne, Zinsen und Staatsausgaben. Wenn wir die Beiträge für die Krankenkassen um so und so viel erhöhen, wie wirkt sich das auf das Bruttosozialprodukt aus? Seriöse Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen dann, wie die Lohnkosten und Preise steigen würden, weswegen weniger gekauft werde und das Volkseinkommen um 0,x% zurückgehe. Regt sich da Widerspruch? Nein, keiner. Und das ist seltsam. Kommt es doch darauf an, wie die höheren Krankenkassenbeiträge verwendet werden. Wird damit bestehende Krankheit erträglich gemacht oder die Gesundheit von jemandem erhalten, der dadurch weiterarbeiten kann? Wird damit nur die Verwaltung eines zusätzlichen Verteilungskampfes finanziert oder den Menschen Spaß an gemächlicher Bewegung vermittelt und so Zivilisationskrankheiten vorgebeugt? Werden damit teurere neue Medikamente bezahlt, die nicht mehr können als ihre billigen Vorgängerpräparate? Oder wird damit eine neue Therapie finanziert, die es einem Menschen wieder ermöglicht, seinen wesentlichen Tätigkeiten nachzugehen? Auf diese Nachfragen haben die etablierten Ökonomen keine Antwort. Sie schaffen es mit ihren vorhandenen Instrumenten nicht, auszurechnen, wie sich wirtschaftspolitische Eingriffe auswirken. Das Leben hinter den Zahlen und Geldbeträgen spielt für die etablierte Wirtschaftswissenschaft keine Rolle. Sie halten monetäre Größen tatsächlich für die entscheidende Wirklichkeit. Anders Nikolai Kondratjew. Preise, Zinsen, Löhne, Wachstum, langfristige Staatsausgaben, Geldmenge, das alles ist für ihn nicht die Ursache, sondern nur die Folge der ökonomischen Entwicklung. Er sieht den Motor der Wirtschaft in den Verbesserungen des realen Lebens, die den Menschen Zeit und Kraft sparen, um damit etwas anderes anzufangen. So entstehen dann Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand. Die heutigen Wirtschaftswissenschaften dagegen stammen aus einer Zeit, als man meinte, alles hänge wie ein Uhrwerk mechanisch zusammen und sei mess- oder berechenbar. Und sie ist mit diesem Glauben ungefähr auf der Höhe der Zeit des Jahres 1720. Sie hat einfach die Gesetze der Naturwissenschaften auf ökonomische Vorgänge übertragen. Das funktioniert nicht, weil Wirtschaft nicht mit Äpfeln gleichzusetzen ist, die wehrlos gegen die Erdanziehungskraft vom Baum fallen. Wirtschaft ist vom menschlichen Verhalten geprägt, von Kreativität, Irrationalität, von getrübter Wahrnehmung, von den individuellen Lebenszielen, letztlich von der Freiheit des Menschen. Wenn sie der Politik den Weg zu mehr Wohlstand weisen will, muss sich die Wirtschaftswissenschaft den historischen und kulturellen Bedingungen wirtschaftlichen Handelns in einer ganz konkreten, einzigartigen Situation zuwenden, anstatt ihre mathematisch exakten Instrumente immer weiter zu verfeinern, welche die Realität nur rudimentär erfassen. Wirtschaft, das ist vor allem eine kulturelle Leistung. Die zentralen theoretischen Annahmen der Ökonomik müssen umgehend neu debattiert werden, weil sie an der Wirklichkeit vorbeigehen und wirtschaftspolitische Ressourcen sinnlos verschleudern. Der Mensch als berechenbare Dampfmaschine. Kritik an den mechanischen Modellen ist nicht neu, wird aber einfach weiter ignoriert. John Maynard Keynes, 1883 bis 1946, schrieb, die neue mathematische Ökonomie ist nur ein Gebräu, ebenso unpräzise wie die anfänglichen Voraussetzungen, auf denen sie basiert, und die dem jeweiligen Autor erlauben, den Blick für die Komplexität und Interdependenz der realen Welt in einer Masse überheblicher und wertloser Symbole zu verstecken. Mit seinem Werk wollte er vor allem die mechanistischen Vorstellungen der Klassiker kritisieren. Ironischerweise konnte er selbst jedoch nicht verhindern, dass die Interpreten aus der etablierten Szene seine Theorie jeglicher Brillanz beraubten und sie wieder auf mechanische Modelle reduzierten, wie das ISLM-Modell, mit dem sich dann heute Studenten herumschlagen müssen. Nicht rational, sondern frei. Selbst wenn der Mensch wirklich so wie der Homo economicus wäre, könnte er sich nicht rational entscheiden, weil ihm dafür die nötigen Informationen fehlen. Sein Problem ist, dass er eines Tages stirbt, aber keine verlässlichen Informationen über seine individuelle Lebensspanne hat. Eine rationale, zeitübergreifende Wahl, wie er heutigen und künftigen Konsum gegeneinander abwägt, ist logisch unmöglich. Wer weiß, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat, hört auf, für ein Häuschen zu sparen und unternimmt noch eine überschwängliche Weltreise oder verbringt die Zeit betend im Kloster. Wirtschaftliches Handeln ist nur marginal von Geld abhängig.
Es ist vor allem eine Funktion unserer chaotischen Gedankenwelt, also mathematisch nicht zu beschreiben. Schöpferische Zerstörung. Die Gedankenblasen der Theoriemechaniker zerplatzen. Wirtschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Realität mit allen Unschärfen menschlichen Handels. Wer den Begriff Humankapital in die mechanischen Modelle zu integrieren versucht, revidiert nicht seinen Irrtum, sondern setzt ihn eben mit anderen Mitteln fort. Zwei Schüler, die denselben Unterricht besucht haben, werden mit dem vom Staat finanzierten Wissen eine unterschiedliche Wertschöpfung erreichen. Es gibt eben keinen kausalen Zusammenhang von Bildung und wertschöpfenden Ideen. Auch kann einem Entwickler die gute Idee schon nach 3 Stunden kommen, in einem anderen Fall ist er jedoch nach 1 Monat noch nicht weitergekommen. Es gibt keine Mechanik von Forschungsinvestition und Kreativität. Deswegen sind Berechnungen auch völlig falsch, dass Arbeit immer mehr von Kapital ersetzt würde und Maschinen Mitarbeiter unnötig machen. Das ist in der Informationsgesellschaft schon deshalb Unfug, weil es keine Maschine gibt, die menschliches Denken als unscharfe Informationsarbeit ersetzen und Verantwortung übernehmen kann. Produktivität im gedachten Raum folgt in Zukunft anderen Erfolgsmustern. Sie macht die Grundlagen der ökonomischen Denkmodelle aus der mechanistischen Industriegesellschaft obsolet. Soziale Stabilität und Wohlstand sind gerade durch das exakte Gegenteil egoistischer Konkurrenz zu erreichen, von dem die Ökonomen behaupten, es sei die Triebfeder der Wirtschaft. Das wusste übrigens auch schon Keynes, der betonte, dass Ökonomie eine Moralwissenschaft ist und hoffte, dass die Menschen eines utopischen Tages zu einigen der am meisten sicheren und gewissen Prinzipien der Religion und traditionellen Tugenden zurückkehren werden. Dann würden die Ziele wieder höher gestellt werden, als die Mittel und das Gute dem Nützlichen vorgezogen werden. Die inneren Gesetze sozialökonomischer Entwicklung. Gibt es nach dem Sturz der mechanistischen Modelle andere verlässliche Grundlagen, auf denen wir Wirtschaftspolitik aufbauen können? Wie nahe können wir der Wirklichkeit kommen, um die Ursachen für Wirtschaftswachstum zu beeinflussen? Am Anfang seiner Theorie steht für den russischen Ökonomen Nikolai Kondratjew, 1892 bis 1938, die Frage, warum die Dynamik des Wirtschaftslebens in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung nicht einfach linear, sondern komplexen und zyklischen Charakters ist. Kurz, warum sie so stark schwankt. Denn als er untersuchte, wie sich die Wachstumsraten von Mengen und Preisen von mehreren Gütern in England, Frankreich und den USA seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert veränderten, fand er Anfang der 1920er Jahre 2,5 etwa 47 bis 60 Jahre lange Konjunkturwellen. Darunter im Kohleverbrauch, im Zins, in den Löhnen, Bankeinlagen oder der Produktion einzelner Industriezweige. Die Zeitreihen aller industrialisierten Länder liefen weitgehend parallel, aber eben nur weitgehend. In den USA erreichte die zweite lange Welle ihren oberen Wendepunkt 1866, kurz nach dem Bürgerkrieg, viel früher als in Europa 1873. Das Datenmaterial war eben nur eine Art Rauch, wusste Kondratjew, nicht das Feuer selbst. Die Ursache der Konjunktur müssten in den inneren Gesetzmäßigkeiten sozialökonomischer Entwicklungen gesucht werden. Seine Kritiker dagegen sahen in den gleichlaufenden Wellen nur äußere Zufälle, Kriege, Revolutionen oder neue Goldfunde. Kondratjew konterte, sie verwechselten Ursache und Wirkung. Nein, nicht Kriege beeinflussen zuerst die lange Konjunktur, sondern weil es in der Zeit von Hochspannung im Wachstum des Wirtschaftslebens zu ökonomischer Machtverschiebung kommt, werden Kriege vor allem kurz vor dem Höhepunkt eines langfristigen Abschwungs auch um die knapper werdenden Ressourcen ausgetragen. So wie zum Beispiel die napoleonischen Kriege im ersten Kondratjew, der amerikanische Bürgerkrieg und die europäischen Einigungskriege im zweiten Kondratjew, sowie der Erste Weltkrieg im dritten Kondratjew-Zyklus. Auch soziale Erschütterungen, also Revolutionen, entstünden am leichtesten gerade unter dem Druck neuer wirtschaftlicher Kräfte. Und neue Goldfelder würden keine langen Wellen antreiben, sondern umgekehrt verstärke ein boomender Aufschwung die Goldnachfrage, erhöhe den Goldpreis und mache es damit wieder wirtschaftlich, neue Minen zu erschließen. Schwankungen der Goldgewinnung, Kriege und Revolutionen, Integration zusätzlicher Länder in die Weltwirtschaft und Veränderungen der Technik nach mageren Wachstumsjahren seien also nicht von außen zufällig hinzutretende neue Verhältnisse und Ereignisse. Sie seien keine Kräfte, von denen erste Bewegungen ausgehen, sondern sie seien charakteristische Merkmale des langfristigen Aufschwungs, die aber, wenn sie einmal Wirklichkeit geworden sind, auf Tempo und Richtung der ökonomischen Dynamik einen starken Einfluss ausüben. Von Anfang an bettet Kondratjew seine Theorie in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge ein und schreibt, die lange Welle sei eine Tatsache, deren Auswirkungen in allen Hauptgebieten des sozialen und ökonomischen Lebens zu finden sind. Das bestätigt der Blick in die reale Geschichte. Auch der Zeitgeist folgt in seinem konservativen, in Klammern Abschwung, oder liberalen Strömungen, in Klammern Aufschwung, mehrheitlich den langen Wellen der Konjunktur. In der Kunstgeschichte, in der Religiosität, im Wahlverhalten, sogar in der Geburtenrate, zumindest in der industrialisierten ersten Welt. Die Ursachen dafür liegen tiefer, schrieb Kondratjew. Revolutionäre neue Techniken tragen zwar letztlich lange Wellen, aber auch sie seien nicht zufällig.
Denn zum einen fänden Entdeckungen und Erfindungen in einer Richtung und in einer Intensität statt, die den Anforderungen der praktischen Wirklichkeit entsprechen. Schließlich seien dieselben Entdeckungen oft gleichzeitig an verschiedenen Orten unabhängig voneinander gemacht worden. Solange zum anderen aber die ökonomischen Vorbedingungen fehlten, reiche es nicht, dass die wissenschaftlichen und technischen Voraussetzungen für eine neue Produktionstechnik vorliegen. Eine Innovation kann sich eben erst auswirken, wenn sie einen größeren Nutzen bietet und für immer mehr Menschen bezahlbar wird. Nein, lange Wellen entspringen dem Wesen der kapitalistischen Wirtschaft, wie Kondratjew es in einem anderen Aufsatz 1928 beschrieb. Das Geld fließt dorthin, wo es sich am meisten verdienen lässt, wo die Produktionskosten in ihrem real-physischen Ausdruck sinken, weil dort ein neuer Fonds langfristiger Kapitalgüter die Produktivität erhöht und für Arbeit und neuen Wohlstand sorgt. Aber der Reihe nach. Alle Wirtschaftszweige hängen zusammen. Jeder ist direkt oder indirekt ein Absatzmarkt für den anderen. Löhne und Gewinne, die in dem einen Sektor erwirtschaftet werden, werden in anderen wieder ausgegeben. Nun stellt Kondratjew zwar fest, dass die verschiedenen Preisreihen ähnlich schwanken, aber sie steigen in unterschiedlich starken Winkeln an, fallen unterschiedlich stark aus, manche sind zeitlich verschoben. Das bedeutet, dass es keine völlige Übereinstimmung in den Veränderungen der einzelnen Zweige und Elemente der Volkswirtschaft gibt. Nicht nur die allgemeine Konjunktur, sondern auch Umfang und Preisverhältnis verschiedener Wirtschaftszweige zueinander verändert sich. Wie viele Güter eine Branche produziert und wie stark sie wächst, hänge davon ab, wie viele Produktionsfaktoren ihr zur Verfügung stünden, was wiederum von der dort möglichen Rendite abhängt. Wenn die Kosten in einer Sparte stärker sinken als in anderen Wirtschaftssektoren, wird sie für Investoren rentabler, mit dem Ergebnis, dass dieser Sektor eine verhältnismäßig größere Kapitalmenge heranzieht und dass die Produktion in ihnen absolut und relativ zunimmt. Das Kapital wird in diesen Sektor fließen, bis die Profitrate wieder zwischen allen Wirtschaftssektoren ausgeglichen ist. Das zusätzliche Kapital jedoch sorgt in diesem einen Sektor für eine höhere Produktion. Dies gelte auch für den Handel. Wie rentabel eine Branche aber gerade ist, hängt davon ab, wie sehr sie produktiver wird. Denn dann wachsen dementsprechend auch die Gewinne, durch bessere Produktionsmethoden, Verkehrsmittel und Organisationsabläufe. Die ständig steigende Arbeitsproduktivität, ein weltweiter Prozess, sei der wichtigste Faktor, den realen Produktions- und Transportaufwand zu verringern und die Strukturen zu verändern. Ein Unternehmen, das eine Innovation durchsetzt, zwingt die übrigen, sich anzupassen. Nicht nur die konkurrierenden Unternehmer, sondern auch die Umgebung, etwa durch den Zuzug von Arbeitern, auf deren Bedürfnisse sich andere Wirtschaftszweige einstellen. Mit den Innovationen schafft dieselbe Arbeit mehr Output und senkt die Kosten bei der in- und ausländischen Konkurrenz. Dies drückt sich schließlich auch aus in sinkenden Geldpreisen für die Güter. Nun wächst die Produktivität aber nicht gleichmäßig, sondern dynamisch. Und irgendwann ist Schluss. Die Produktivität stagniert, die Unternehmer konkurrieren sich gegenseitig die Gewinne weg und haben immer weniger Spielraum. Der Grund, Produktionsfaktoren, sagt Kondratjew, sind zwar langfristig vermehrbar, kurzfristig aber begrenzt, besonders Realkapital. Damit meint Kondratjew nicht die Produktionskosten in ihrem Geldausdruck, sondern die Produktionskosten in ihrem realphysischen Ausdruck, kurz die Realkostengrenze, die dem weiteren Wachstum den Atem abschnürt. Anschauliches Beispiel dafür ist wiederum der Mangel an Transportmöglichkeiten, der sich durch zusätzliche Kutschen auch nicht beheben lässt, sondern nur durch grundlegende Erfindungen wie die Eisenbahn, später Basisinnovation genannt, die das Problem mit höherer Qualität lösen. Aber diese Güter langfristiger Brauchbarkeit entstehen nicht von heute auf morgen. Denn um sie zu produzieren, benötigt die Gesellschaft längere Zeitperioden, die über den Rahmen der gewöhnlichen kommerziellen und industriellen Zyklen hinausragen. Bis eine Technik ausgereift ist, bis die breite Öffentlichkeit davon überzeugt wurde, bis endlich ausreichend in die Infrastruktur investiert wird und allmählich genug ausgebildete Fachleute in den neuen Basistechnologien zur Verfügung stehen, das dauert Jahrzehnte. Nach ihrer Etablierung kommt es zu Anschlussinnovationen, welche die Konjunktur noch weiter anheizen. Das ist der Grund, warum die von Kondratjew beschriebenen Zyklen 40 bis 60 Jahre lang sind. Das Tempo und das Volumen, in dem das neue technologische Netz die Gesellschaft durchdringt, einzelne Branchen produktiver macht und somit Einkommen schafft, das auch in anderen Branchen das Wirtschaftswachstum anregt, bestimmt den Verlauf der langen Welle. Sie entstehen also durch Investitionen in eine Infrastruktur rund um einen neuen Fonds langfristiger Kapitalgüter. Dieser wachse nicht stetig und nicht gleichmäßig, stellte Kondratjew fest. Das ist ein wesentlicher Grund, weswegen die Konjunktur schwankt und selbst in der Zeit des explosivsten Wachstums auch mal schwächelt. Diese Art von Kapitalgütern zu erzeugen, erfordere einen ungeheuren Aufwand an Kapital auf sehr lange Sicht. Man denke an die großen Investitionen, die für den flächendeckenden Bau der Eisenbahn nötig waren. Deswegen benötige die lange Welle im Aufschwung ausreichend viel und ausreichend billiges Leihkapital und ein niedriges Preisniveau, um langfristige Kapitalanlagen anzuregen. Die langen Krisenzeiten mit beinahe null Zinsen und geringsten Gewinnen haben daher auch etwas Gutes. Nur unter diesem Druck rafft sich die Gesellschaft auf, ihre Strukturen zu ändern. In dieser Situation, so Kondratjew, werde früher oder später immer stärker in die neuen, grundlegenden Kapitalgüter investiert.
Daraus erwachse eine lang ansteigende Konjunkturwelle. In ihrem Verlauf werde Kapital immer knapper und teurer. Diese Tendenz verschärfe sich, wenn innen- oder außenpolitische Konflikte ausbrechen, Ressourcen unproduktiv verbraucht, Wirtschaftspotenzial zerstört wird. All dies zusammen bringt die Welle zum Stillstand und schaltet den Rückwärtsgang ein. Die Zinsen sinken, das Produktions- und Handelstempo verlangsamt sich, die Preise fallen. In der folgenden Zeit der wirtschaftlichen Stagnation würden außenpolitische und innersoziale Beziehungen befriedet. Gleichzeitig steige die Spartätigkeit, würden wieder die Voraussetzungen für einen neuen langfristigen Anstieg geschaffen. Warum Nikolai Kondratjew umgebracht wurde. Im Gegensatz zu seinen marxistischen Kritikern wie Leo Trotzki oder Eugen Varga nahm Kondratjew daher nicht an, dass der wirtschaftliche Abschwung nach dem Ersten Weltkrieg die Periode des allgemeinen Verfalls und des Untergangs des Kapitalismus eingeleitet habe, sondern die Folge einer zu Ende gehenden langen Welle der Konjunktur war. Dafür sollte er mit seinem Leben bezahlen, denn für Stalin war ein Konzept, nach dem im Kapitalismus auf eine Depression Prosperität folgen könnte, ohnehin von vornherein konterrevolutionär. Den Marxisten galt der Imperialismus als die höchste Stufe des Kapitalismus, bevor er zusammenbricht und die Gesellschaft in den Sozialismus und Kommunismus übergeht. Wahrscheinlich wäre er im Westen längst vergessen, hätte nicht der Ökonom Josef Schumpeter 1936 die langen Zyklen nach Kondratjew benannt. Auch Schumpeter schaute sich die Wirklichkeit nicht durch makroökonomische Statistiken an. Wichtiger als der von Wirtschaftswissenschaftlern diskutierte Preiswettbewerb sei die Konkurrenz in Qualität und Produktionsverfahren. Fast nie, schreibt Schumpeter, seien Veränderungen in der Produktion oder bei Waren von den Verbrauchern erzwungen worden, etwa weil sie ihren Geschmack und ihre Bedürfnisse geändert hätten. Innovationen fänden statt, weil es schöpferische und dynamische Unternehmer gibt. Damit meint er nicht die bloß verwaltenden Wirte etablierter, eingefahrener Branchen, sondern innovative Persönlichkeiten. Diese Unternehmer im echten Sinne des Wortes konkurrieren die weniger innovativen Firmen nieder. Veränderungen haben ihre Auslöser somit auf der Produktionsseite. Zwar lobte Schumpeter die mathematischen Methoden, die Leon Walras in der Ökonomie durchgesetzt hatte, wegen ihres silberklaren Gedankenganges, doch sie seien nur ein Knochengerüst, eine Grundlage für die wirtschaftliche Analyse. Ursachen für Wachstum und Konjunkturschwankungen erfassten sie nicht. Obwohl Schumpeter damit Anerkennung fand, verlor er den Wettbewerb mit dem gleichaltrigen Keynes, als dieser 1936 seine General Theory veröffentlichte. Begegnete Schumpeter dessen Konzept der Nachfragesteuerung mit der Geschichte des französischen Königs Ludwig XV. Da seine Mätresse Madame Pompadour bat, so viel Geld wie möglich auszugeben, um die effektive Nachfrage zu erhöhen und eine Depression zu vermeiden. Der Spott half nicht gegen die viel versprechende, gleichwohl unwahre Botschaft der Keynesianer. Diese behaupteten, sie hätten lange Konjunkturwellen abgeschafft. Schließlich ließe sich die Konjunktur mit Nachfragepolitik und Geldmenge so technokratisch gestalten, wie man ein Auto baut. Kondratjews Theorie, grundlegender als alle anderen, verschwand so mit dem Sieg des Keynesianismus. Recht hat eben, wer erfolgreich erscheint. In Wirklichkeit taugte der Keynesianismus nur so lange, wie sich der Autozyklus im Aufschwung bespannt. Die Zukunft der Wirtschaftswissenschaften. Wirtschaft ist aber keine Natur, sondern eine Gesellschaftswissenschaft, weil sich das, was sie diskutiert, nicht allein abstrakt, sondern immer nur im historischen Zusammenhang verstehen lässt. Kein Tag gleicht dem anderen, kein Strukturzyklus dem nächsten. Ein technisches System dominiert eine zeitlange Dynamik und wird dann vom nächsten überholt. Jeder Zyklus ist dabei einzigartig. Innovationen können nur als historischer Prozess verstanden werden, weil sie sich als Teil der Gesellschaft durchsetzen, zusammen mit neuen Organisationsformen und Institutionen. Die Zyklen bauen dabei aufeinander auf. Kleidung ist ein wichtigeres Bedürfnis als zum Beispiel seine Adressen ohne großen Zeitaufwand mit dem Computer zu verwalten. Was die Kondratjews vorantreibt, ist die Höhe der Profitrate, wie es ausführlich im Geschichtskapitel durchdekliniert ist. Technische Innovationen und produktivere Verhaltensweisen überwinden knappe Produktionsfaktoren. Über die Gewinnspanne der Unternehmer und die freigewordenen Ressourcen kommt die Konjunktur in Schwung. Die Zukunft der Wirtschaftswissenschaft sind daher komplexere Modelle, nicht im Sinne von komplizierter, denn man kann mathematische Modelle endlos und vor allem völlig sinnlos komplizieren, sondern komplexer im Sinne mehrerer integrierter Subsysteme der Wirklichkeit. Luca und Freeman, jahrzehntealte Hasen der Lange-Wellen-Diskussion, beschreiben 5 Subsysteme, die sich wechselseitig beeinflussen, während sie sich nebeneinander entwickeln. Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Politik und gesellschaftliche Kultur. Jedes davon ist relativ autonom, überlappt sich aber im wirklichen Leben mit den anderen. Wirtschaft wird damit eine realistische Wissenschaft vom realen Leben, von einem evolutionären, unwiderrufbaren und komplexen Prozess. Denn wie sich eine Gesellschaft politisch und rechtlich organisiert, ist in keiner monetären Statistik nachzulesen. Es reicht nicht, viel Geldkapital und das theoretische Wissen über Dampfmaschinen zu haben, wie im Russland der Zarenzeit. Solange die Bauern als Leibeigene
ihren Gutsherren unterstanden, konnten sie gar nicht produktiver werden, indem sie in die Städte abwandern und Arbeiter werden. Von religiösen Wertvorstellungen und ihrer Wirkung auf den materiellen Wohlstand ganz zu schweigen. Dass Diplomarbeiten, die neben Zinsen und Sozialprodukt auch menschliches Verhalten, geschichtlich einmalige Situationen und gesellschaftliche Konflikte berücksichtigen, eher in Soziologie und Psychologie abgeschoben werden, spricht für den dringenden Reformbedarf der Wirtschaftswissenschaft und der Erneuerung ihres Lehrpersonals. Die Wissenschaft der Zukunft hört auf, mit ihrer Überspezialisierung die Spezialisierung des Fließbandarbeiters abzubilden, weil sie das daran hindert, Probleme, die sich zunehmend nicht mehr an akademische Fachgrenzen halten wollen, zu lösen. Das Ganze ist nie die Summe, sondern das Zusammenwirken seiner Teile. Wirkung kommt darauf an. Wie sich erzwungene höhere Löhne aus der Sicht der Kontratheorie auswirken, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, eben je nachdem. Zunächst steigen die Produktionskosten, der Gewinn des Unternehmers schmilzt. Jetzt kommt es auf seine Reaktionen und die des Marktes an. Er gibt die höheren Kosten über höhere Preise an die Kunden weiter. In einer Expansionszeit wie den frühen 1960er Jahren wäre das den Kunden egal, sie würden das Produkt auch zu einem höheren Preis kaufen. Schließlich ist ihr Wohlstand dank besserer Produktionsverfahren ebenfalls real gestiegen. In diesem Fall hätten die Beschäftigten mit ihrem erstreikten höheren Tariflöhnen das Einkommen abgeschöpft, das andere Branchen durch Produktivitätssteigerung zusätzlich geschaffen haben. Auf diese Weise profitieren auch Berufe mit vermutlich etwa gleichbleibender Produktivität, zum Beispiel Taxifahrer oder Lehrer, von der steigenden Produktivität anderer Sektoren. Anders in einem langen Abschwung, wenn die Gesellschaft nicht mehr produktiver wird. Dann werden Produkte, die plötzlich mehr kosten, eben weniger gekauft. Der Unternehmer hat nicht nur höhere Ausgaben, er setzt auch noch weniger um. Deswegen wird er unrentable Produktionen stilllegen und Arbeiter entlassen. Oder aber er lässt den Preis, wie er ist, weil sich ein höherer Preis am Markt nicht durchsetzen lässt, dann verzichtet er mehr oder weniger freiwillig auf Gewinn. Wird also langfristig weniger Geld für Investitionen haben, seine Schulden langsamer zurückzahlen, seine Produktion zurücknehmen. Das Ergebnis ist dasselbe, weniger Beschäftigte. Andere Möglichkeit. Wegen der höheren Löhne investiert er in arbeitssparende Maschinen, welche die Produktivität heben. So hieß es auf einem SPD-Parteitag der 70er Jahre, man wolle mit hohen Lohnforderungen mal die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft testen. Folge, das kommt darauf an. In einem boomenden Markt wie der Autobranche in den 60er Jahren führt der Einsatz von mehr Maschinen nicht zur Arbeitslosigkeit, sondern dazu, dass das Bedürfnis nach individueller Mobilität endlich schneller erschlossen werden kann. Wenn ein Bedürfnis aber befriedigt ist oder wenn in einem langen Abschwung immer mehr Menschen gemeinsam ein Auto teilen und das Vorhandene so lange fahren, bis es wegen technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen werden muss, dann führt ein höherer Maschineneinsatz nur dazu, dass man weniger Mitarbeiter braucht und welche entlässt. Führt es in einer Volkswirtschaft zur Massenarbeitslosigkeit? Das kommt darauf an. Auch in den 50er, 60er Jahren wurde die Kohleförderung technisch verbessert, sodass immer weniger Bergleute gebraucht wurden. Das war kein Problem, solange sie in boomenden Branchen wie dem Straßenbau oder der Autobranche eingesetzt werden konnten. Nachdem sich der vierte Strukturzyklus erschöpft hatte, gab es niemanden, der sie aufnahm. Wer als Bergmann arbeitslos wurde, der blieb es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, und als der fünfte kontraktive Aufschwung einen neuen Typus von Fachkräften brauchte, ließen sie sich nur schwer dazu umschulen. Dann ist da auch noch die Möglichkeit, dass die Löhne und die Preise steigen, aber deswegen gesamtwirtschaftlich auch nicht mehr produziert wird. Dann ist die einzige Folge, dass das Geld weniger wert ist und die Menschen dasselbe zu höheren Preisen kaufen, wie es in der Stagflation der 70er Jahre der Fall war. Kurz, man kann keinen zwingenden Zusammenhang konstruieren zwischen dem Durchsetzen höherer Löhne und einem Wohlfahrtsgewinn für die Gesellschaft, wie es Lafontaine und andere zu glauben meinten. Ob das die Nachfrage erhöhe, wie Keynesianer behaupten, oder die Konjunktur schädige, weil die Preise steigen, wie es angebotsorientierte Ökonomen sehen, hängt von der Phase des jeweiligen Kontraktivzyklus ab. Wenn man also mit keiner der beiden wirtschaftspolitischen Richtungen auf der sicheren Seite ist, ist es ebenso wirkungslos, es mit beiden gleichzeitig zu probieren. Die Kontraktivtheorie beendet die jahrzehntelange Auseinandersetzung in der Wirtschaftswissenschaft, ob Politik angebots- oder nachfrageorientiert handeln soll. Sie steht darüber, denn eine Basisinnovation wirkt auf beide Seiten positiv. Die Realkostengrenze von heute. Halten wir also fest, die Briten sind im 19. Jahrhundert nicht deswegen reich und mächtig, weil die Zinsen niedrig sind oder die Löhne hoch oder niedrig oder die Nachfrage groß ist, wie es die etablierte Wirtschaftswissenschaft diskutiert, sondern weil die Briten die damaligen Basisinnovationen, die gesellschaftlichen Strukturen am besten nutzen und umsetzen. Sie hatten rechtzeitig die Realkostengrenze beseitigt, welche die Gesellschaft an ihrer Weiterentwicklung hinderte. Das Problem ist keine monetäre, sondern eine reale Größe. Wenn es an Programmierern fehlt und sich ihre Zahl kurzfristig nicht mehr vermehren lässt, dann kann man den Vorhandenen, die schon 7 Tage die Woche rund um die Uhr arbeiten, noch so viel Geld zahlen. Sie werden dennoch nicht mehr Wertschöpfung generieren. Wirtschaftspolitik muss daher vorausschauend am Engpass ansetzen, nicht im makroökonomischen Einheitsbrei virtueller Variablen. In einer Wirtschaftspolitik, die ihren Namen verdient, geht es um technische und soziale Innovationen. Die Knappheiten überwinden und darum, dass sich jemand die Mühe macht, diese Möglichkeiten zu finden.
dass es genug Menschen gibt, welche die Kompetenz erwerben, damit umzugehen, und zwar schon dann, wenn sie noch nicht so Erfolg zu versprechen scheinen. Es geht um die Frage, ob eine Gesellschaft eine neue, radikale Erfindung akzeptiert und bereit ist, ihr altes Verhalten abzulegen und nach den neuen Erfolgsregeln zu wirtschaften. All das hat nichts mit Lohnhöhe zu tun oder mit Zinsen. Mit ihrem ökonomischen Instrumentarium werden so manche etablierten Akteure die Situation kaum vollständig verstehen, geschweige denn gestalten können. Es wird nur dann eine wirksame Wirtschaftspolitik geben, wenn die heutigen Realkostengrenzen überwunden werden. Ihr Ziel wird sein, die gesamtgesellschaftliche Produktivität zu steigern. Wir werden sehen, dass destruktive Verhaltensweisen erhebliche Ressourcen auffressen und so zu den größten Produktivitätsreserven des sechsten Kontinents gehören. Ökonomen werden sich dann verwundert die Augen reiben, wenn sie hier lesen, dass Familienqualität, Wertvorstellung und Verhaltensweisen wie Kooperationsfähigkeit etwas mit wirtschaftlichem Wohlstand zu tun haben. Mehr noch, langfristig sind sie die entscheidenden Standortfaktoren in der Informationsgesellschaft. Das ist ungewohnt für jene, welche die Grenzen des Wirtschaftswachstums bei Zinsen, Geldmenge oder Löhnen, vielleicht auch im Umwelt- und Energieverbrauch suchen. Die Entscheidung, ob sich die meisten in einer Gesellschaft kooperativ organisieren oder nicht, kann die Politik niemanden aufzwingen. Aber der Staat kann das Knappheitsfeld Kooperationsfähigkeit thematisieren, vorleben und Rahmenbedingungen dafür schaffen, um die gesamtgesellschaftliche Produktivität zu erhöhen. Wir werden die Erwartungen der Menschen nicht mit gespielten und völlig unfundierten, der Aufschwung kommt, positiv beeinflussen. Sie werden sich erst dann verbessern, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, wohin die Reise gehen soll. Dann werden alle Ressourcen wieder gebündelt, anstatt gegeneinander verschwendet oder in sinnlosen Projekten verpulvert zu werden. Dann gibt es wieder ein Ziel, worauf wir unsere Kraft effektiv verwenden können. Die Erwartungen der Menschen werden sich aufhellen, wenn sie in ihrem realwirtschaftlichen Alltag den Beginn effizienterer Verhältnisse spüren. Kapitel 3. In Zukunft viel Arbeit. Die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen wird zur wichtigsten Quelle der Wertschöpfung. Informationsarbeit ohne Ende. Die immer wieder aufflammende Diskussionen um Arbeitszeitverkürzungen sind daher Relikte aus Zeiten der Schwerindustrie. Im Gegenteil, wir haben in Zukunft mehr Arbeit, als wir überhaupt erledigen können. Neue Arbeitsplätze entstehen nur noch als Informationsarbeiten und nur dort, wo sie ausreichend effektiv gelöst werden. In der Einleitung ist beschrieben, dass mehr Ressourcen nur geschaffen werden können, wenn wir produktiver werden. Damit stehen wir vor dem größten Zukunftsproblem der Politik und des Management. Wissen wir, wovon in der Wirtschaft, der Informationsgesellschaft Produktivität abhängt? In der alten Industriegesellschaft waren die Spielregeln jedem klar. Damals konnte man einen VW Käfer konstruieren, der anschließend lief und lief und lief, jahrzehntelang. Der Preis entschied den Wettbewerb. Für die Produktion war es vorrangig ein Problem, den Rohstoff- und Energiefluss zu optimieren. Die Wirtschaft wuchs, je mehr Material sie verbrauchte. Investitionen flossen in Maschinen und Anlagen. An den hierarchischen Strukturen der Fabrik orientierten sich alle Institutionen der Gesellschaft, von der Schule über die Behörde bis hin zum Krankenhaus. Die Menschen, austauschbar, spezialisiert, waren ein Teil der Maschine. Die meisten von ihnen waren damit beschäftigt, in der Fabrik zu fräsen, zu schrauben, zu montieren. Wenn es die Arbeiter am Fließband gegenseitig mobbten, bekämpften, einige innerlich kündigten, dann war das zwar auch unerfreulich, fiel aber letztlich nicht entscheidend ins Gewicht. Die Menge der Güter, die am Ende vom Band rollte, hing hauptsächlich davon ab, wie technisch effizient die Maschinen mit Rohstoffen und Energie umgingen. Nur ganz wenige Menschen organisierten, planten, entwickelten, nur wenige arbeiteten mit Informationen. Die Rezession kommt, weil Informationsarbeit nicht produktiv genug ist. Das Verhältnis hat sich umgedreht. In einer Welt, die ihr Wissen alle 2,5 Jahre verdoppelt, kommt es darauf an, über die richtigen Informationen im richtigen Augenblick zu verfügen und sie produktiv anzuwenden. Während Landwirtschaft und Industrie wegen der hohen Produktivitätsschübe Arbeitsplätze abbauen und die Zahl derer, die anderen die Haare schneiden oder Taxi fahren, im Wesentlichen gleich bleibt, entsteht neue Arbeit nur als Informationstätigkeit. Wer reale Güter wie Autos herstellt, benötigt immer mehr Informationsarbeit. Also Informationen sammeln, sortieren, gewichten, organisieren, aufbereiten, darstellen, beobachten, zusammenführen. Auch der Facharbeiter an der Maschine verbringt immer mehr Zeit damit, sich und andere zum Beispiel zu fragen, wie jenes neue Material in dem bisherigen Prozess mit anderen Stoffen reagieren wird. Und auch die Landwirte sind nicht mehr die altbekannten Bauern in Gummistiefeln und mit Mistgabeln. Ihre Traktoren sind längst eine Art Raumschiff mit großen Bildschirmen geworden, deren Bordcomputer über GPS mit Satelliten verbunden sind, sodass sie immer wissen, auf welchem Feldquadrat sie sich gerade bewegen, wie groß dort im vergangenen Jahr die Ernte war und wie viel von welchem Dünger sie nun gerade ausbringen müssen. Knapp ist dabei nicht so sehr, neues Wissen zu schaffen. Selbst Spezialisten können die veröffentlichten Aufsätze und Publikationen zu ihrem Spezialgebiet nicht mehr überblicken. Wenn sich die Informationsflut mithilfe der Computer
technisch noch bewältigen lässt, fehlt es künftig an kompetenten Leuten, die die Daten bewerten und in Erkenntnisse und Problemlösungen umwandeln. Das größte wirtschaftliche Problem besteht darin, die Informationsflut zu vertretbaren Kosten zu kanalisieren, um das relevante Wissen zu finden und produktiv anzuwenden. Produkte werden passgenau an den Kunden zugeschnitten. Sonderwunsch ist heute ein lustiges Wortrelikt aus dem Industriezeitalter. Die nötige, kleinteilige, kundenindividuelle Arbeit ist der Grund, warum die große Massenproduktion weniger gefragt ist und der Mittelstand in Deutschland mehr neue Stellen schafft, als die großen Industriebetriebe Leute entlassen. Der Wettbewerb zwischen Firmen und Ländern entscheidet in Zukunft weniger der Preis von standardisierter Massenware wie früher, sondern der Umgang mit Informationen. Die Produktlebenszyklen haben sich so beschleunigt, dass nur der seine Entwicklungskosten wieder hereinbekommt, der als Erster damit auf den Markt kommt. Auch Qualität und Kundenorientierung geben den Ausschlag. Und auch die werden über den Umgang mit Informationen entschieden. Längst sind Investitionen nicht mehr so sehr, sich eine neue Maschine zu kaufen, sondern lebenslang zu lernen und mit einem anderen einen Kaffee trinken zu gehen, um Vertrauen, gegenseitiges Verstehen und Informationsflüsse aufzubauen. Nun wissen wir aus der Geschichte der vorherigen Kontaktivzyklen, dass wir nur dann mehr zu verteilen haben, wenn wir produktiver werden. Wie ein Betrieb dieses Problem löst, war in der alten Industriegesellschaft jedem klar. Wir steigern die Leistungsfähigkeit einer Standsmaschine um 20%, das ergibt 20% mehr Output. Den kann man dann über höhere Löhne, niedrige Preise, Gewinne oder Investitionen verteilen. Aber Maschinen leisten immer weniger für die Wertschöpfung. Jeder, der heute mit Informationen arbeitet, weiß, dass seine Ergebnisse nicht in dieses Raster passen. Manchmal schafft man in einer Stunde so viel wie an einem Tag. Oder umgekehrt. Ob ein Ingenieur sich mit aller Geisteskraft konzentrieren kann oder stundenlang an einem Problem ergebnislos herumprobiert. Ob ein Softwareentwickler eine ganze Sequenz selber schreibt oder von seinem Kollegen den Tipp erhält, dass sie schon in einem anderen Programm existiert. Ob Meinungsverschiedenheiten im Team zu Machtkämpfen ausarten, die sich bis zur Rente nicht mehr beilegen lassen und damit gegenseitige Informationen verhindern. Das sind fundamental andere Kriterien für Produktivität als in der alten Industriegesellschaft. So war eigentlich nur erstaunlich, wie überrascht alle waren, als diese Zahlen auf den Tisch kamen. Schlank und schnittig umgebaut erwirtschafteten deutsche Unternehmen Mitte der 90er Jahre je Lohneinheit kaum höhere Erträge als zuvor. Ähnlich das Phänomen, dass die Arbeitsproduktivität immer weniger zunahm. Das ist eine ernste Warnung, denn je langsamer die Unternehmensproduktivität wächst, umso geringer ist der Spielraum der Unternehmen für Gewinne, die darüber entscheiden, wie viel sie produzieren und damit, wie viele Güter einer Gesellschaft zur Verfügung stehen. Kein früheres Konzept scheint mehr durchschlagend zu funktionieren, um die Produktivität deutlich zu heben. Der Grund dafür ist erstens, Produktivitätsfortschritte werden hauptsächlich in technischen und organisatorischen Rationalisierungen gesucht. Und zweitens wird der bisher langsame, aber nur beschleunigte Übergang in die Informationsgesellschaft nicht ausreichend berücksichtigt, in der die großen Produktivitätsreserven in geistiger Informationsarbeit liegen. Anstelle der Maschinen rückt das, was den Menschen ausmacht, in den Mittelpunkt der Wirtschaft. Doch von dieser Erkenntnis sind wir noch eine teure und schmerzhafte Versuchsstrecke weit entfernt. Als die Wirtschaft spürte, dass sie mit besserer Hardware insgesamt nicht mehr wesentlich produktiver wurde, machte sie als nächstes ihre Arbeitsorganisation produktiver. Die Unternehmen speckten einige Hierarchieebenen aus dem taylorischen Koloss ab. Weil viele Schreibtische den Informationsweg verlängern, das ist im Zeitwettbewerb ganz schlecht. Die Vorgesetzten waren sowieso immer weniger in der Lage, ein Projekt zu beurteilen und störten mit ihren Eingriffen nur die damit direkt befassten Mitarbeiter, die in allem einen Wissensvorsprung haben. Doch die organisatorischen Rationalisierungsmöglichkeiten haben ihre Grenzen. Dass in den vergangenen Jahren eine betriebswirtschaftliche Methode die nächste jagte, um bald danach wieder abgelöst zu werden, weil ihr Nutzen hinter den Erwartungen zurückblieb, ist kein Wunder, wenn man bedenkt, an welchen Hebeln sie ansetzten. Konzepte wie Qualitätszirkel, Profit Center, Just-in-Time, Lean Production, Business Reengineering, Workflow Systems werden weltweit angewandt und bieten keine kooperativen Vorteile mehr. Das Produktivitätspotenzial, das in ihnen lag, ist größtenteils ausgeschöpft. Sie haben eine wichtige Funktion, ja, sie sind die Voraussetzung dafür, dass sich die Informationsarbeiter entfalten können. Aber Organisationsformen können nur den Rahmen für produktive Informationsarbeit vorbereiten. Gedankenleistungen erzeugen können sie nicht. Was bleibt, um Lebensqualität zu steigern und neue Arbeitsplätze zu schaffen, liegt allein in der Kompetenz der Informationsarbeiter. Damit hängt Wohlstand erstmals von dem effizienten Umgang mit Informationen zwischen Menschen ab. Als zu Ludwig Erhards Zeiten Informationsarbeiter nicht produktiver wurden, war das so ziemlich egal. Denn damals hing wohl die Hälfte des Bruttosozialproduktes von der Produktivität der Maschinen ab. Bisher haben die großen Produktivitätsfortschritte der Technik, und zwar einer tiefergehenden Krise, bewahrt. Wenn die Industrie heute jubelt, sie habe die Produktivität ihrer Maschinen und Anlagen um 10% im Jahr gesteigert, dann fällt das in einer Zeit, in der diese größenordnungsmäßig nur noch 15% zur Wertschöpfung beisteuern, eben nur mit 1-2% Wirtschaftswachstum ins Gewicht.
Sollte es in den nächsten Jahren nicht gelingen, auch die Produktivität des Informationssektors deutlich zu steigern, dann bestehen keine Aussichten, die Massenarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen, schreibt Nefiodov. Schlimmer noch, dann werden uns die Ressourcen fehlen, die wir brauchen, um neue Arbeitsplätze anzubieten, um die Renten zu bezahlen, die Krankenkassen zu finanzieren und um unsere Schulen und Universitäten einigermaßen anständig auszustatten. Dann werden Staat und Gesellschaft erst richtig mit ernsten Problemen konfrontiert und mittendrin die Unternehmen, die immer sorgenvoller nach neuen Rezepten suchen. Die meisten reagieren mit den Methoden der Industriegesellschaft auf die neue Qualität der Probleme. Die mathematische Betrachtungsweise der etablierten Betriebswirtschaft empfiehlt den Managern eben nur die bekannten Hebel. Kosten senken durch Entlassungen, kurzfristig. Arbeit umverteilen, als wären die Beschäftigten heute noch so austauschbar wie früher die Fließbandarbeiter. Umstrukturierungen misslingen, weil, von ein paar Kostenkoordinaten abgesehen, die Orientierung fehlt. Der Rationalismus zahlengläubiger Unternehmensberater, auf amerikanischen Business Schools ausgebildet, sieht die Firma als Maschine zum Geldmachen und hinterlässt demotivierte, verärgerte und frustrierte Mitarbeiter. Sie sind blind für das Beziehungs- und Wissenskapital, das sie vergeuden, und für die Motivationsschäden, die sie der Firma über die verbleibenden Kollegen zufügen. Das liegt unter anderem daran, dass in der Berufsausbildung vor allem jene Fähigkeiten geschult werden, die im Maschinenzeitalter gefordert waren, die rationale Verarbeitung von Wissen. Zwar wird allgemein zunehmend erkannt und öffentlich gefordert, fachübergreifend an Probleme heranzugehen, doch allen Verbalbeteuerungen zum Trotz entspricht das vorherrschende akademische Denken nicht diesem ganzheitlichen Wirklichkeitsbegriff. Viele verteidigen ihr Fachgebiet so vehement, als wollte ihnen jemand ihr Fürstentum wegnehmen. Die vielfachen wechselseitigen Zusammenhänge zwischen Produktivität, Markterfolg, umfassender Gesundheit der Informationsarbeiter, Ethik, Wirtschaftswachstum, Lebensqualität, geistiger und materieller Welt wird nur nachvollziehen können, wer über die Grenzen seines Fachgebiets hinaussieht und anerkennt, die Wirklichkeit ist etwas Ganzes. Da liefert die Globalsicht der Kontratief-Theorie die plausibelste Erklärung für die derzeitigen weltwirtschaftlichen Ereignisse. Begründet künftige Entwicklungen und gibt damit Unternehmen Strategien für die Zukunft. Was kommt nach der Informationstechnik? Wo liegen die neuen größten Produktivitätspotenziale? Mit welchen Spielregeln werden Unternehmen im Wettbewerb des nächsten Strukturzyklus am Markt bestehen? Damit bekommen die unsichtbaren Vorgänge am Markt ein Gesicht und die zunächst so unsichere Zukunft verliert ihren Schrecken. I will work harder. Wovon hängt die Produktivität des Informationsarbeiters ab? Und wenn wir das wissen, wie können wir sie steigern? In George Orwells Animal Farm kennt das Pferd auf alle neuen und immer größeren Schwierigkeiten nur eine Antwort. I will work harder. Viele reagieren heute ebenso auf Probleme. Die Menschen sind ja bereit, die Ärmel hochzukrempeln, früh aufzustehen, hart zu arbeiten. Doch diese Paradigmen der 50er Jahre helfen jetzt nicht wesentlich weiter. Im Gegenteil. Was in vielen Firmen an der Schraube Leistungsdruck gedreht wird, hat inzwischen sogar kontraproduktive Folgen, wie Burnout und innere Kündigung. Mehr Druck funktioniert vielleicht bei Galeerensträflingen, nicht jedoch bei Wissensarbeitern. An Wissen und Kompetenzen fehlt es und zwar in einigen Berufen, aber im Großen und Ganzen ist die Mehrheit lern- und leistungsbereit. Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, in welcher der Selbstwert des Einzelnen im hohen Maße von der Leistungsfähigkeit abhängt. Und mit betrieblicher Weiterbildung und lebenslangem Lernen haben wir das aktuell benötigte Wissen einigermaßen im Griff. Das ist nicht wirklich der derzeit limitierende Faktor. Was die Informationseffektivität stärker beeinträchtigt, ist die Motivation. Nach einer Studie des Dresdner Psychologen Dieter Frey hat jeder zweite Arbeitnehmer innerlich gekündigt, weil sie sich von ihrer Umgebung und ihren Chefs schlecht behandelt und informiert fühlen. Setzen sie resigniert ihre Arbeit nur noch automatisch fort. Sie seien häufig krank, arbeiten unmotiviert und ließen alles liegen, sobald die offizielle Arbeitszeit vorüber sei. Wenn man auch noch jene hinzuzählt, die eben nur das machen, was man ihnen sagt, dann bleiben nach einer Gallup-Untersuchung des Jahres 2011 nur noch 14% übrig, die ihre Arbeit engagiert erledigen. 20% haben sich innerlich völlig verabschiedet, verbringen ihre Zeit möglichst unproduktiv, glänzen durch gedankliche Abwesenheit oder betreiben allerhand Störmanöver. Den Schaden schätzt Gallup auf bis zu 124 Milliarden Euro im Jahr. 7 von 10 Facharbeitern sind heute unter ihrer Qualifikation eingesetzt und fühlen sich unterfordert, was langfristig die Motivation untergräbt. Bei einer Umfrage unter den Beschäftigten von 90 deutschen Firmen unterschiedlicher Größe quer durch alle Branchen sagten mehr als die Hälfte, dass wohl nur 20-40% des internen Wissens tatsächlich genutzt würde. Gleichzeitig gaben sie dem Produktionsfaktor Wissen einen Anteil von 60-80% an der Wertschöpfung. Das heißt, ein großer Teil ihres Potenzials liegt brach. Die Beschäftigten setzten es nicht für den Erfolg und für das Wachstum des Unternehmens ein, sondern erst nach Feierabend, wenn sie Vereine managen, ihre Häuser bauen oder Weiterbildungskurse leiten. Solche Arbeitnehmer sind nicht nur in dem Kostenaspekt tatsächlich insofern in Anführungszeichen zu teuer,
als sie nicht tun dürfen, was sie können. Nichts demotiviert mehr, als wenn Menschen ihre Ressourcen nicht einsetzen dürfen. Kein Wunder, dass sie ihre Arbeit oft als motivationstötende Belastung erleben. Entgegen allen Beteuerungen zeigt die Praxis, dass sofort aussortiert wird, wer sich im Bewerbungsgespräch als Querdenker erweist. Dessen Aktivität das Unternehmen erst voranbringen würde. Motivation hängt zunehmend auch davon ab, ob jemand als Mensch wahrgenommen wird. Mit seiner gesamten Persönlichkeit, mit seinen Stärken, die eingesetzt und seinen Schwächen, die geschont werden sollten. Firmen, in denen Mitarbeiter mit ihrer Arbeit wenig zufrieden sind, haben 24% höhere Fehlzeiten als Unternehmen mit hoher Arbeitszufriedenheit. 60% der Mitarbeiter im Unternehmen mit hohen Fehlzeiten sind unzufrieden mit dem Führungsstil und 80% halten ihren Chef für unfähig, sie zu motivieren. Während sich Manager ihrer positiven Wirkung sicher sind, ist das Urteil der Mitarbeiter oft vernichtend. 52,9% der befragten Führungskräfte glauben, dass sie Sorgen und Probleme ihrer Mitarbeiter erkennen und darauf reagieren, was aber nur 29,8% der Mitarbeiter bestätigen. Dabei ist das Führungsverhalten am entscheidendsten für die Arbeitszufriedenheit. Ein attraktiver Arbeitsplatz, eine qualitativ hochwertige Arbeit, ja selbst die Vergütung spielen für die Motivation in der Realität bei weitem nicht die Rolle, die diesen Faktoren in der öffentlichen Diskussion beigemessen wird. Bei einer Umfrage unter 1500 Studenten verschiedener Wirtschafts- und Businessakademien in Europa ermittelten norwegische Professoren, dass das Einkommen erst an 7. Stelle steht. Motivation ist aber auch ein Problem des Privatlebens. Bei vielen ist es so aufreibend und strapaziös geworden, dass sie am Montag nicht mehr erholt, geschweige denn motiviert zur Arbeit kommen. Gesellschaftliche Störungen beeinträchtigen so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Denn die Arbeitsmotivation reicht weit in die Lebensmotivation hinein. Wenn in der Früh der Wecker klingelt und man dann nicht weiß, wofür man eigentlich aufstehen soll, dann hat man ein Problem. Den Informationsfluss zwischen Menschen optimieren. Kurz, im nächsten Strukturzyklus werden diejenigen Firmen und Regionen produktiver sein, die ein kooperatives Klima haben. Damit werden sie auch über ausreichende Ressourcen verfügen, Probleme zu lösen. Dafür müssen Unternehmen nicht mehr wie im 5. Kontratief die Informationsflüsse zwischen Mensch und Maschine optimieren, Gehaltsabrechnung, Datenbanken, Robotersteuerung, sondern zwischen Menschen. Es geht darum, mit anderen Kollegen, Kunden, Lieferanten, ständig wechselnden Partnern weltweit vertrauensvoll und effektiv zu kooperieren, damit Informationen reibungslos fließen. Firmen mit unkooperativem Betriebsklima werden mit der Zeit vom Markt verdrängt werden. Der Wohlstand ihres Umfeldes wird zurückfallen. Dort, wo ein Team sowohl auf der Fach- als auch auf der Beziehungsebene reflektieren kann, was gut läuft und wo man noch zulegen kann, kommt es zur Höchstleistung. Studien zeigen, dass 3 mittelmäßige Mitarbeiter, die gut zusammenarbeiten, schon bedeutend produktiver sind als die jeweils besten Einzelkämpfer. Die Zuhörer der Vorträge reagieren oft enttäuscht, wenn sie als Basisinnovation für den nächsten Strukturzyklus keine Dampfmaschine zum Anfassen präsentiert bekommen. Nur eine bessere seelische Gesundheit schafft mehr Wohlstand. Das ist etwas Immaterielles in einer zunehmend immateriellen Wirtschaft. Denn es gibt keine Maschinen, die unsere Gedanken produktiver macht. Seelische Gesundheit wird destruktive Verhaltensweisen verringern, die Produktivität im Umgang mit Informationen erhöhen, die Kooperationsfähigkeit steigern und auch die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden stärken. Die Kostengrenzen der Unternehmen sind überall dort zu finden, wo Körper und Seele des Menschen geschwächt und aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ich selber habe den Autor Erik Händler auch bei einem der Vorträge überhaupt kennengelernt und habe mir bei der Gelegenheit auch dieses Buch zugelegt. Und ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, sich bei Gelegenheit einen dieser Vorträge mal anzuhören und auch die anschließende Diskussion und Gespräch, soweit es eben möglich ist, zu nutzen. Weil es ist einfach immer wieder interessant und macht auf jeden Fall Spaß, sich mit Menschen zu unterhalten, die eigenständig denken können und ja, abweichend von irgendwelchen allgemeinen platten Meinungen sind, sondern auch tiefgreifender fundiert ihre Argumentation vorbringen können. Kapitel 4. Die neuen Spielregeln im Management. Künftig übernehmen nur jene Firmen am Markt, in denen Menschen produktiver mit Informationen umgehen. Siehe auch Internetseite www.neuearbeitskultur.de. Zeitmanagement. Von der Diktatur des Terminkalenders. Knappe Zeit resultiert nicht aus zu geringer Zeitplanung, meint der Wirtschaftspädagoge Karl-Heinz Geißler von der Bundeswehr-Universität München, sondern ist im Gegenteil sogar Effekt erfolgreichen Speedmanagements des knappen Produktionsfaktors Zeit. Denn es führt dazu, dass nicht mehr der Mensch die Zeit, sondern umgekehrt, dass die Zeit den Menschen im Griff hat. Nicht die große Freiheit wartet nach erfolgreich bewirtschafteter Zeit, sondern die Diktatur des Terminkalenders. Wer sich konsequent Zeit managt, ist an jeder Ecke selbst verhaftet. Durch die gesteigerte Geschwindigkeit bleibt keine Zeit für Denkpausen und für distanzierte Reflexionen. Dabei wird oft schneller gehandelt als gedacht, schneller geändert als stabilisiert, schneller getrennt als verbunden.
Oft drängt die Zeit, aber je mehr sie drängt, umso bedächtiger will sie genutzt werden. Terminkalender organisieren Zeit pur, die sich so an Geld koppeln lässt. Sie erzeugt den Anschein, Zeit ließe sich gewinnen, verplempern, sparen oder verschleudern, meint Geißler. Wenn aber Zeit gespart werden soll, weil sie wertvoll ist, dann muss immer mehr davon gespart werden. Immer weniger darf sie verplempert werden. So kommt es zur Zeithetze. Die zahlreichen Neuerscheinungen zum Zeitmanagement basieren für ihn auf einigen Irrtümern. Zeit ist kein Begrenzer, sondern ein nachwachsender Rohstoff. Zeit ist kein Optimierungsproblem, denn es gibt kein Optimum der Zeit. Es gibt nur den richtigen Augenblick und der ist immer situations-, personen- und inhaltsorientiert, also konkret. Und Zeitmanagement braucht zu viel Zeit, häufig sogar mehr als es gewinnt. Ständige Beschleunigung ist sogar ein geborener Feind der entscheidenden Faktoren, die die Produktivität der Informationsgesellschaft beeinflussen. Kreativität, Innovation, Qualität, Liebe zur Arbeit. Wenn bei allen Tun immer sofort etwas unter dem Strich herauskommen muss, ist das schlecht für die Kreativität. Wenn es um Informationsqualität geht, frisst nicht mehr der Schnellere den Langsameren, sondern der Langsamere, Bessere frisst den Schnelleren, Oberflächlicheren, Schlechteren. Das Überraschende finden wir erst, wenn wir nicht nur das machen, was wir uns im Terminkalender vornehmen. Wer Zeit nur als ausbeutbare Ressource und nicht als Geschenk versteht, wird immer unter einer nicht endenden Zeitnot leiden. Jene Zeit aber, in der wir nicht an Zeit denken, in der wir nicht mit ihr kalkulieren, sie nicht managen und verplanen, ist der Nährboden für das, was sich nicht durch strukturierte Arbeitsabläufe erzeugen lässt. Den Ausweg aus der herkömmlichen Zeitmanagement liefert Geißler gleich mit. Es gibt nicht nur eine produktive Weise, Zeit zu nutzen, Schnelligkeit, sondern mehrere, die es zu entwickeln gilt. Nicht immer ist die schnelle Informationsarbeit notwendigerweise besser und produktiver als die langsame. Warten kann mehr Geld und Energie sparen als beschleunigter Aktivismus, der eine übermüdet, der einen schlecht gelaunt und mäßig effizient hinterlässt. Für den richtigen Augenblick muss man warten können, was für herkömmliches Zeitmanagement verlorene Zeit ist. Pausen markieren Zäsuren und geben Zeit für Orientierung. Viele der umstrukturierten, zeitoptimierten, atemlosen Unternehmen haben ihre Stabilität verloren und sind zum Opfer der eigenen Fliehkraft geworden. Fehlt die notwendige ergänzende Langsamkeit, fehlt damit auch die nötige Sicherheit und Orientierung. Das macht es so schwierig, die Leistung der Informationsarbeiter, die den sechsten Kontratief bestimmen werden, in Stundenlöhnen und Tagessätzen zu bewerten. Deren Produktivkraft benötigt andere Zeitmuster als die Kostenkonzepte der Industriegesellschaft. Ein technisch gesteuerter Informationsaustausch Mensch-Maschine lässt sich finanziell quantifizieren. Ein Mitarbeitergespräch dagegen nicht. Wo Beschleunigung Zeit gespart hat, sollte sie dort investiert werden, wo mehr Zeit nötig ist. Wer die gesparte Zeit immer nur dazu nutzt, um noch mehr Zeit zu sparen, erzeugt im Betrieb Widerstand, der wiederum viel Zeit kostet, schreibt Geißler. Qualitativ hochwertige Informationsarbeit dagegen braucht viel Zeit, bringt aber dann auch mehr, als die investierte Zeit kostet. Diese Zeit nehmen wir uns aber nicht, weil sie als vertane Arbeitszeit gilt. Wir sollten daher die Wochenarbeitszeit erhöhen und mit mehr Kollegen Gespräche und Pausen füllen. Reflexion und Inhalten muss zur Arbeitszeit gehören. Für den Erlanger Medizinpsychologen Siegfried Lehrl legt der Mensch seine größte Kreativität in Entspannungsphasen an den Tag. Da stellt man Verbindungen her, lässt Bilder entstehen. Unter Anspannung arbeitet der Mensch zwar konsequent und zielorientiert, verliere aber an Kreativität. Wer sich selbst chronisch unter Stress setzt, wird spätestens mit 40 Jahren geistig abbauen. Die Frau, das unbekannte Wesen. Männer prägen ein rigoroseres Durchsetzungsvermögen aus und sind Spezialisten in der Selbstdarstellung, sagt Bischof Köhler. Mit ihren Tendenzen zur Selbstüberschätzung haben sie den Frauen einen individuellen Vorteil voraus, den diese im Berufsleben nur schwer kompensieren können. Männer verlangen bei den Gehaltsverhandlungen deutlich mehr. Frauen tun sich dagegen schwer, einen Zusammenhang zwischen Geld und Status zu sehen, weswegen sie weniger verdienen und am Ende auch einen niedrigeren Status haben, unabhängig von der Leistung, die sie auch kaum kommunizieren. In den Führungsetagen zählen noch immer die Eigenschaften der steinzeitlichen Wildbeutermänner mit inzwischen kostentreibenden Folgen für die Allgemeinheit. Dass manche Frauen männliche Verhaltensweisen da und dort kopieren, wird den Gesamtnutzen eines Unternehmens wenig vermehren. Die Wirtschaft der Informationsgesellschaft braucht jedoch keine Frauen, die die besseren Männer sein wollen, sondern ihre positiven Eigenschaften. Und sie braucht in mancher Hinsicht ein bisschen weniger von dem, was eine Armee schlagkräftig macht. Führungskräfte werden lernen müssen, mehr hinter die Selbstdarstellung auf die Substanz von Mitarbeitern zu schauen. Dass sich in der Informationsgesellschaft die Spielregeln für Produktivität ändern, kommt den Frauen zumindest entgegen. Das soll nicht heißen, dass sie grundsätzlich bessere oder sozial kompetentere Infoarbeiter seien als Männer. Bei einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins BITS galten Städtinnen zwar als emotionaler, offener und partnerschaftlicher, glänzte aber auch als verbissener, intriganter, autoritärer und eher als Besserwisser. Und Frauen beurteilten Chefinnen sogar etwas kritischer als Männer. Nein, Frauen sind nicht besser.
Sie sind anders. Sie haben eine andere Lebensrealität, eine andere Kommunikation, eine andere Art, sich auseinanderzusetzen. Ein Team, das Produkte für Kunden entwickelt, sollte verschiedene Generationen, Erfahrungen und eben beide Geschlechter umfassen, wenn es wirklich gut sein will. Was für eine Verschwendung, auch in Zukunft so wie bisher brachliegendes weibliches Potenzial nicht zu nutzen. Statt einen Wettkampf der Geschlechter zu veranstalten, wird es zur Führungsaufgabe, die spezifischen guten Eigenschaften sowohl von Männern als auch von Frauen für das Team und die Firma erfolgreich zu entfalten und ihre spezifischen wie individuellen Schwachstellen möglichst wenig zum Zuge kommen zu lassen. Das gilt ebenso für Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund wie für Menschen unterschiedlicher Generationen. Erfahrungsschatz der Älteren. Die Unternehmen klagen schon jetzt über Fachkräftemangel, schicken aber noch immer ihre 58-Jährigen in Frührente, anstatt ihre Hausaufgaben zu machen. Wie motiviert man ältere Mitarbeiter, die sich nicht mehr verbessern können? Wie hält man sie im Betrieb? Wie sorgt man für geringere Krankheitszeiten? Wie nutzt man ihr Wissen, wenn sie ausgeschieden sind? Und wie bringen wir Altgediente dazu, in derselben Augenhöhe partnerschaftlich mit dynamisch ehrgeizigen Anfängern zusammenarbeiten? In diesen Problemen schlummern Infoproduktivitätsreserven, die den Wettbewerb mitentscheiden. Studien zeigen außerdem, wer länger arbeitet, bleibt länger gesund. Die Firma sollte nie aufhören, in jemanden zu investieren. Gerade in den Umstrukturierern der 2000er Jahre machte sich unter den über 55-Jährigen die Panik vor dem plötzlichen Absturz breit, was die Unternehmen durch innere Kündigung, Burnout und Angst zusätzlich schädigte. Wenn Ältere am Zenit ihrer Schaffenskraft früh pensioniert werden, gehen dem Unternehmen aber Wissen und wertvolle persönliche Beziehungen verloren. Mit ihrer Erfahrung verhindern die Senioren, dass Jüngere das Team in eine Sackgasse hineinmanövrieren. Außerdem haben Ältere schon häufiger Niederlagen einstecken müssen. Sie können Rückschläge ihrer Abteilung bei Kunden oder in der Entwicklung produktiver verarbeiten. Denn im Alter ist die emotionale Intelligenz am höchsten. Ältere kennen Markt und Mitbewerber seit Jahrzehnten, können in der Regel besser verhandeln, ihre kommunikativen Fähigkeiten sind ausgeprägter, ihr Wortschatz ist größer. Sie sind flexibler einsetzbar, weil sie ihre Kinderphase hinter sich haben. Sie arbeiten langsamer, dafür aber genauer, sichern Entscheidungen besser ab. Anstatt also die Alten loswerden zu wollen, sollte man die Ursachen beseitigen, deren wegen lang gediente Mitarbeiter in den Ruhestand geschickt werden, deren Demotivation mangels Perspektiven, ihre gesundheitlichen Probleme wie zu teure Entlohnung nach Alter statt nach Leistung, in einigen Fällen mangelnde Kooperationsfähigkeit. Ältere Mitarbeiter, die sich in der beruflichen Sackgasse sehen, resignieren. Auf der Karriereleiter geht nichts mehr, neue Perspektiven fehlen. Menschen im mittleren Lebensalter werden nicht mehr gefördert und das frustriert sie. Die Älteren selbst sind aber nur dann bereit, sich weiter einzubringen, wenn es ihnen die Arbeit, die Firma oder die Kollegen wert sind. Wer heute in Frührente gehen will, der sehnt sich danach, weil er seine Arbeitsbedingungen als so unbefriedigend empfindet. Viele wären einverstanden, weniger zu verdienen, wenn sie dafür auch wieder weniger leisten müssten. Jemand ist nur dann bereit, den Umgang mit der neuen Software zu lernen, wenn er weiß, dass er in 2 Jahren nach der Pensionierung als Freiberufler nach eigener Lust und Laune weiter mithelfen kann. Ob die älteren Mitarbeiter sich einbringen und an Bord bleiben, ob sie auf Status verzichten und ständig weiter dazulernen, das hängt vom Klima und vom Führungsverhalten ab. Umgang auf derselben Ebene oder warum Mobbing zum Thema wurde. Der natürliche Feind des Forschungsleiters in der Industrie ist der kaufmännische Direktor. Eine gute Innovation geht zugrunde, wenn sich der Kaufmann zu früh durchsetzt. Dafür geht die Firma zugrunde, wenn der Forschungsleiter zu spät an die Kosten denkt. Das ist ein Konflikt, der ausgetragen werden muss, und zwar ständig. Noch sind wir aber weit davon entfernt, Konflikte als ganz normale, ja notwendige Erscheinungen zu begrüßen. Jenseits verbaler Beteuerungen oder papierener Firmenleitbilder reagieren die meisten auf Kritik mit einer aggressiven Gegenreaktion, indem sie denjenigen, der sie kritisiert, dafür abstrafen. Sie kündigen die eigene Kooperationsoffenheit auf, reden nicht mehr mit ihm, suchen ihn an einer Schwachstelle zu treffen, werten ihn mit sorgsam formulierten Beleidigungen ab, weil es ihnen an sozialer Kompetenz und vor allem an kompromissloser Ehrlichkeit gegenüber sich selbst mangelt. Wer dagegen den Mut hat und die Mühe auf sich nimmt, die Spannungen und Unstimmigkeiten offen zu legen, der wird als verquerer Streithandel wahrgenommen. Doch die Dinge sind meistens anders, als sie nach außen aussehen. Stattdessen sollte er als jemand gelten, dem es auf Wahrhaftigkeit ankommt und der sich damit für die Gruppe einsetzt, um ein gesundes Firmenklima und eine redliche Entscheidungsbasis zu schaffen. Man schlägt sich auf die Seite dessen, von dem man glaubt, dass er einem persönlich nützlicher sein wird, aber nicht auf die Seite dessen, der sich im Interesse der gesamten Firmenproduktivität für eine gerechte Sache und faire Verhältnisse einsetzt. Konflikte werden hintenherum ausgetragen oder frontal zur Vernichtung des anderen. Und weil es die meisten nicht so schnell ändern können oder wollen, wird der Aufschwung des sechsten Kontrachefs dementsprechend lange auf sich warten lassen. Nun nehmen zwar zu viele und zu große Konflikte die Sicherheit, die für jede Art des Zusammenlebens notwendig ist, aber es braucht ein Mindestmaß an Stabilität.
Werden Konflikte aber nur als Störung empfunden, fehlt die Chance einer Weiterentwicklung, die in jedem Konflikt steckt. Wer nicht anfängt, sich um eine redliche Streitkultur zu kümmern, der wird vom Markt verschwinden. Denn nur wer eine innerbetriebliche Meinungsvielfalt ermöglicht, wird das gesamte Organisationswissen und die unterschiedlichen Sichtweisen für das Überleben des Betriebes nutzen. Im Christentum hat das, entgegen mancher heutiger fundamentalistischer Auslegung, eine lange praxiserprobte Tradition. In den alten Orden wurden und werden wichtige Entscheidungen immer unter Beteiligung aller gefällt. Im Rat der Brüder, dem Konventkapitel, der gewissermaßen wie ein Aufsichtsrat funktioniert, erklärt Benediktinerpater Josef Kastner vom Kloster Ettal die Benediktinerregel. Für die Wirtschaft ist das ein neues Problem. Früher war klar, wer in der Hierarchie das Sagen hat. Was der Chef anschaffte, wurde so gemacht, auch wenn man es nicht für sinnvoll hielt. Damals konnten die Hierarchien eher dafür sorgen, dass jeder zu seinem Recht gegenüber gleichrangigen kam. Mit der flacheren Hierarchie, die für den schnelleren Umgang mit Informationen notwendig sind, arbeitet aber auf einmal viele Beschäftigte auf derselben Ebene zusammen. Ob sie wirklich zusammenarbeiten oder erst im Kampf gegeneinander die realen Machtverhältnisse herausbilden, das entscheidet über ihre Gesamtproduktivität. Führung als Beziehungsmanagement. Die Mitarbeiter sind besser informiert und kompetenter. Die fachliche Weisungsbefugnis der Manager hat an Bedeutung verloren. Teams übernehmen Verantwortung auf allen Ebenen, von der Produktion bis zum Marketing. Der Informationsfluss läuft nicht ständig über den Chefschreibtisch, sondern direkt. Führung heißt nun, den Informationsfluss zu moderieren, die informationelle Wertschöpfung zu koordinieren, Sinn zu stiften, Neugier und Fantasie, Ziele und Visionen für die Gruppe zu vitalisieren, die Geister zu motivieren und nicht konsensfähige Fälle zu entscheiden. Doch diese nötigen, flacheren Strukturen funktionieren noch nicht richtig, weil sich die Menschen nicht so schnell ändern wie die formalen Organisationsstrukturen. Das altbewährte, machtorientierte Top-Down-Management erschwert den Aufbau einer zweckmäßigen, aufgabenorientierten Kommunikationsstruktur. Das Wort mit Herrschaftswissen klammert sich eifersüchtig an Führungsverantwortung und hierarchische Entscheidungsabläufe. So entmündigt das Management seine Mitarbeiter und verschwendet Kreativitäts- und Innovationspotenzial. Der Ruf nach dem kritisch denkenden, weil produktiveren Mitarbeiter ist eine Floskel, die an den realen Strukturen abprallt. Diese verlangen in der Praxis noch Befehlsempfänger. Die Mitarbeiter haben zwar Ideen, aber sie werden zu selten danach gefragt. Manager sind nicht dazu ausgebildet, nachzufragen, und sie fragen auch nicht nach, aus Angst widerlegt zu werden. Bisher war Autorität, etwas zu behaupten, ohne mit Rückfragen rechnen zu müssen. Doch jetzt ist jeder Mitarbeiter Experte seines hochempfindlichen Zwischenschrittes, was ihn zur Rückfrage berechtigt und verpflichtet. Eine Hierarchie im alten Sinne blockt das ab, sogar wider besseren Wissens. Sei es auch nur, damit die Organisation ihr Gesicht wahren kann. Doch das ist riskant. Die Mitarbeiter gewöhnen sich an die Notwendigkeit der Gesichtswahrung, glauben ebenfalls wieder besseren Wissens an die höhere Vernunft der Verhältnisse, machen ihre Witze und passen sich dem Lauf der Dinge an, solange es noch läuft. Der Schmalenbach-Preisträger Uwe Renald Müller hat das Ränkespiel um Einfluss, Macht und Selbsterhalt hinter den Kulissen analysiert. Engagierte Mitarbeiter werden nicht gefördert, sondern aus Angst um die eigene Position ausgebremst. Seine Diagnose, das hierarchische Denken in Unternehmen verhindert eine Kultur des Lernens. Es provoziert aggressive und opportunistische Verhaltensweisen und destabilisiert die mentale Basis des Unternehmens. Betriebliche Vorgänge basierten nur zu oft auf emotionalen, sachlich kaum begründbaren Motiven. Statt des Marktes steuern Machtanspruch und persönliche Vorteile des Denken. Nicht Entwicklung, sondern Verharrung prägt das Verhalten. Dem muss der Manager eine Kommunikationskultur entgegensetzen, die gegen die bisherige hierarchische Unterordnung zur Kommunikation motiviert. Bisher galt, je höher die Position, umso geringer die Bereitschaft, Probleme jenseits der fachlichen Ebene zu betrachten. Im sechsten Kontratief ist es genau umgekehrt. Je höher die Position, umso entscheidender wird das Beziehungsmanagement. Viele müssen erst einmal mit neuen Kommunikationsformen experimentieren. Die Pflege einer Unternehmenskultur kostet viel Zeit und muss sich rechnen, ist aber selten Teil der betriebswirtschaftlichen Planung. Herkömmliche Methoden sind nur bedingt tauglich, was nicht ausschließt, dass man mit sozialwissenschaftlichen Methoden weiterkommt. Ein partnerschaftlicher Führungsstil könnte aber nach früheren Sichtweisen als schwache Führung missinterpretiert werden, denn er braucht im Gegenzug auch mündige Mitarbeiter, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die es in der Masse so heute noch nicht gibt. So muss man akzeptieren, dass sich die Unternehmenskultur langsamer wandelt als gewünscht und nötig. Kapitel 5. Was wir uns künftig ersparen könnten. Die größten Produktivitätsreserven liegen in der Überwindung destruktiver Verhaltensweisen. Wofür wir Steuern und Sozialabgaben zahlen. Der schnellste Weg, die weiter steigenden Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse wieder zu verringern, wäre Manipulationen, Abrechnungsbetrug und Intransparenz einzudämmen. Denn dadurch gehen im Gesundheitswesen Milliarden verloren. Dass bestimmte Ärzte die Beitragszahler mit überhöhten Abrechnungen betrügen, wurde im Jahr 2011 rund 27.000 Mal aufgedeckt. 50% häufiger als 10 Jahre zuvor.
Insgesamt versickern nach Angaben einer Schätzung von Transparency International zwischen 6 und 20 Milliarden Euro in dunklen Kanälen des deutschen Gesundheitswesens. Korruption, professorale Mietmäuler, Software, die Ärzte immer die Medikamente einer bestimmten Pharmafirma empfiehlt. Dass auf diesem Markt nicht alles in Ordnung ist, zeigt sich auch daran, dass die Pharmaindustrie laut Transparency International über 5 Milliarden Euro für Marketing ausgibt, aber nur 1,5 Milliarden für direkte Forschung. Von 400 Medikamenten, die seit 1990 auf den Markt gekommen sind, seien nur 7 echte Innovationen gewesen, während die anderen MeToo-Präparate bei gleichem Behandlungserfolg oft mehr als 60 Mal so teuer seien. Jedes Jahr werden in Deutschland 200.000 Menschen in Kliniken eingeliefert wegen unerwünschter Nebenwirkungen von Arzneien. 5.000 bis 8.000 würden daran sterben. Andere Studien sehen sogar jeden vierten Todesfall im Zusammenhang mit Nebenwirkungen von Medikamenten. Dabei ist das Gesundheitswesen nur ein kleiner Ausschnitt der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Kreditkartenbetrug kostet die deutsche Volkswirtschaft jährlich 75 Milliarden Euro, davon 29 Millionen Euro durch räuberische Benutzung im Ausland. Zwischen 20 und 25 Milliarden Euro im Jahr versickern in Deutschland am grauen Kapitalmarkt bei dubiosen Anlagebetrügern. Jährlich schleppen sich Mieter und Vermieter 300.000 Mal vor Gericht, 600.000 Prozesse werden wegen Schwarzarbeit geführt. In Deutschland kostet ein Haftplatz in einem Gefängnisneubau rund 150.000 Euro, bei Erweiterung einer vorhandenen Vollzugsanstalt etwa 60.000. Man stelle sich vor, man könnte dieses Geld stattdessen für Ausbildung oder Familienqualität ausgeben. Sicherheit ist längst kein öffentliches Gut mehr, das der Staat für alle Bürger garantiert, sondern wird ein Gut, das man sich privat kaufen muss. In den 90er Jahren hat sich die Zahl der Sicherheitsfirmen in Deutschland auf 2.700 mehr als verdoppelt. Die Zahl der beschäftigten Wachleute ist von 97.000 auf 145.000 geklettert und würde darüber noch viel höher liegen, wenn die verzweifelt suchenden Firmen denn geeignetes Personal fänden. Was im Kleinen grassiert, erreicht in großen volkswirtschaftliche Dimensionen. Durch Bestechung und Preisabsprachen verliert der deutsche Staat etwa 5 Milliarden Euro im Jahr. Bei Siemens verschwinden bis zur Aufarbeitung der Affäre 2008 1,3 Milliarden Euro in fragwürdigen Kanälen. Bei einer Umfrage gab jeder 7. Unternehmer an, schon einmal einen möglichen Auftraggeber bestochen zu haben. Das wären auf ganz Deutschland hochgerechnet 150.000 Unternehmen. Sie haben jedoch kaum Alternativen. 54% der Befragten gaben an, schon einmal deshalb einen Auftrag nicht bekommen zu haben, weil sie kein Schmiergeld zahlten. Werbung schafft Normen. Auch in der Werbung wird der gesellschaftliche Kampf geführt, welche Vorstellungen sich durchsetzen, was in unserem Leben akzeptiert sein soll. Jeder versucht, die Verhaltensweisen zur Geltung zu bringen, die er leben möchte, während er jene Werthaltungen mundtot machen oder angreifen wird, die er verhindern will. Es ist ein Machtkampf um die gesellschaftliche Lufthoheit. In Zukunft wird es keine allgemeingültigen Werte geben, die den Menschen sagen, was sie anstreben sollen. Die Bürde der eigenen Verantwortung trägt jeder selbst. Die Gesellschaft ist frei, selber zu entscheiden, nach welchen Regeln und Maßstäben sie leben will. Das ist der Grund, warum sich die Rechtsprechung mit der Werthaltung der Gesellschaft laufend wandelt. Doch diese Sicht enthält einen Irrtum, dass jede Denkweise und jedes Lebensziel gleichermaßen Sozialkapital bildet und zu einem produktiveren Umgang mit Informationen führt. Dass also damit alle Wertvorstellungen gleich wertvoll seien. Produktivität ist nun aber kaum noch von Maschinen, sondern vorrangig von der Kooperationsfähigkeit der Informationsarbeiter abhängig. In der Informationsgesellschaft entscheiden die Wertvorstellungen über den Wohlstand. Kapital, Wissen, Maschinen kann sich weltweit jeder zu denselben Bedingungen besorgen. Der entscheidende Standortfaktor wird die Fähigkeit, produktiv mit Wissen umzugehen. Und das ist nicht nur eine kognitive, sondern eine soziale Fähigkeit. Der Informationsfluss zwischen Menschen entscheidet den Zeit- und Qualitätswettbewerb letztlich über den Wohlstand. Bei jedem der bisherigen Kontraktivzyklen entschied die Akzeptanz einer neuen Basisinnovation und die Adaption der Erfolgsmuster über den relativen Wohlstand eines Landes. Auch das kommende sozioökonomische Paradigma rund um gesundheitsfördernde Strukturen und Märkte konfrontiert uns mit der Realität bestimmter Erfolgsmuster. Wenn es um die Frage geht, was das Zusammenleben erleichtert und was das Leben mehrt, gibt es durchaus ein klares Richtig und Falsch. Kapitel 6. Der Weg aus der Zahlungsunfähigkeit. Wie Gesundheitsinnovationen und gesund erhaltene Strukturen zum Wachstumsmotor werden. Gesund bleiben und länger leben. Auch der künftige Gesundheitsmarkt wird vor allem Ressourcen einsparen. Nicht die zusätzlichen Ausgaben für Gentechnik oder Medikamente treiben die Wirtschaft an, sondern wenn man mit Hilfe der Gentechnik einem Dialysepatienten Schweinenieren transportieren kann, muss dieser nicht mehr alle 2 Tage an eine Maschine, die sein Blut reinigt. Er kann wieder Vollzeit arbeiten oder Kinder hüten oder die Gesellschaft sonst wie dienen und er wird viele Jahre länger leben. Nicht die Ausgaben für Gesundheitsaufklärung und Prävention treiben die Wirtschaft, sondern eine wachsende Selbstbeteiligung wird die meisten dazu bringen, sich mehr zu bewegen und gesundheitsverträglicher zu essen, sodass sie weniger von Zivilisationskrankheiten betroffen sind.
Wir haben das Arbeitsleben noch nicht an die Strukturen der Wissensgesellschaft angepasst und leiden daher an einer unproduktiven Verdichtung und Beschleunigung, der einen solchen Druck auf den Organismus ausübt, dass die Leute mit 55 Jahren halbtot früh verrentet werden müssen und mit 70 ein Pflegefall werden, bevor sie mit 80 sterben. In Zukunft werden wir so in ihre Gesunderhaltung investieren, dass sie bei weniger Arbeitslast flexibler, bei vielleicht weniger Einkommen, weil man im Alter auch kein Haus mehr abbezahlen und Kinder finanzieren muss, und ohne Gesichtsverlust zwei Hierarchiestufen tiefer als früher, aber mit Freude bis 68 oder 70 mitarbeiten werden. Und am Ende nicht nach langer, aufwendiger Pflegebedürftigkeit, sondern gesund sterben werden. Denn sterben werden wir übrigens auch weiterhin. Diese angenommenen 13 zusätzlichen Jahre Lebensarbeitszeit, in denen sich das Bildungskapital besser amortisiert und Werte geschöpft werden, deren Gegenleistung in allen anderen Branchen ausgegeben wird, diese machen Gesundheit zum Wachstumsmotor. Ein Kontrahierzyklus ist jedoch keine Sache einer einzelnen Branche, sondern eine gesamtgesellschaftliche Erscheinung. Wie die Eisenbahn, das Auto und der Computer die gesamte Gesellschaft neu strukturiert haben, so wird auch das Knappheitsfeld Gesundheit alle Bereiche des Lebens verändern. Von der Schulbildung, der Arbeitsorganisation über eine neu formierte Sozialversicherung bis hin zu neuen Gesundheitsberufen und Industrien wie der Gentechnik. Nicht noch mehr von demselben ist die Zukunft, sondern völlig anders müssen das System, die Verhaltensweisen und zum Teil auch die Technologien sein, mit denen wir Gesundheit vor allem erhalten und erst dann reparieren. Verschiedene Ärzte und Gesundheitsanbieter werden sich vernetzen, um daran zu verdienen, mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen gemeinsam die Gesundheit eines Menschen zu optimieren. Übergänge zwischen zwei Strukturzyklen waren bisher immer von Unruhe und Auseinandersetzung geprägt. Aber nur dann, wenn wir die Probleme ungeschminkt angehen, werden wir die Arbeitslosigkeit verringern, die Krankheitskosten in eine ausgewogene Relation zu unserer Leistungsfähigkeit bringen und die Produktivität unserer Volkswirtschaft so steigern, dass wir auch wieder die Ressourcen erwirtschaften, die wir brauchen, um die Renten zu finanzieren, die Krankenkassen zu stabilisieren und Schulen und Universitäten ausreichend auszustatten. Die Erklärung der Kontrahierzyklustheorie ist für das Gesundheitswesen noch aus einem anderen Grund relevant. In der Vergangenheit war es immer so, dass es ein Knappheitsfeld gab, das das Wachstum der Gesellschaft niedrig hielt. Das Antreiben von Spinnrädern mit der Hand war zu aufwendig. Später war dann der Transport von Gütern auf Eselkarren verhältnismäßig zu teuer, die Produktion größerer Stückzahlen, die individuelle Mobilität oder der Aufwand, Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Nachdem diese Probleme alle gelöst sind, aber sich die Menschen inzwischen von einem natürlichen Lebensstil entfernt haben, krankmachender leben und dabei krank älter werden, ist das Gesundheitswesen zur Realkostengrenze geworden, die der Wirtschaft den Atem abdrückt. Die Märkte der Zukunft. Ist nicht vielmehr die Knappheit an Energie die nächste Realkostengrenze, die den nächsten Kontrahierzyklus bestimmen wird? Gegen diese Sichtweise spricht ein gewichtiges Argument. Wenn Öl, Gas und andere herkömmliche Energieträger knapp werden und daher kaum noch zu bezahlen sind, dann haben wir zunächst einen großen Wohlstandsverlust zu verkraften. Denn es ist billiges Öl, das uns Straßen teeren und das Angebot im Supermarkt so breit fächern lässt. Mit großen Chancen stehen aber besonders wir Deutschen in den Startlöchern, diesen Rückschritt wieder gut zu machen durch regenerative Energiequellen von der Geothermie über Windkraft, Biomasse und einer höheren Energieeffizienz bis hin zu Solarzellenfeldern in Nordafrika, deren Energie in dicken Stromkabeln nach Europa geleitet wird. Es geht bei der Überwindung der Energieknappheit also nicht um eine Wirtschaftsleistung, die zu der bisherigen zusätzlichen dazugewonnen wird, sondern es geht darum, einen Wohlstandsverlust auszugleichen. Mangel an Wissen und zu große Verluste in der Zusammenarbeit werden durch neue Energiequellen aber nicht ausgeglichen. Der nächste Strukturzyklus im Sinne Kontrahierzyklus erschließt daher vor allem die Knappheit an produktiver Lebensarbeitszeit in den Strukturen der Wissensgesellschaft. Regenerative Energien und Umweltschutz haben darin ihren Platz als Teil eines größeren innovativen Netzes, Gesundheit zu erhalten. Dazu gehören Biomasseanlagen, die Holzreste und Durchforstungsholz verbrennen und daraus Energie gewinnen. Als Querschnittstechnologie wirkt hier wieder die Biotechnik, wenn es gelingt, mit ihrer Hilfe schnell wachsende Pflanzen zu züchten, die als Biomasse geerntet und verbrannt werden können. Dazu gehört auch die Windkraft, die derzeit in Deutschland immerhin 11% des Stromverbrauchs liefert. Dieser Markt wuchs jährlich um 40% bei stetig sinkenden Kosten, bis nun die Standorte für Windparks immer knapper werden. Es gibt gute Argumente, sich weiter zu forcieren. Strom aus Wind- und Wasserenergie hat die geringsten Folgekosten für Umwelt und Gesundheit. So eine in 10 Jahren erstellte EU-Studie. Die Kosten für Strom aus Kohle und Erdöl würden sich verdoppeln, wenn die Folgekosten auf den Strompreis aufgeschlagen würden, die ja von der gesamten Gesellschaft zu tragen sind. Weil Steuererhöhungen für umweltschädliche Energieerzeugung schwer durchzusetzen sind, fördert die EU die Infrastruktur erneuerbarer Energie. Vor allem die Solartechnik spart fossile Energie ein. Forscher des Fraunhofer Instituts für Solarenergiesysteme in Freiburg erreichen Anfang 2009 bei Mehrfachsolarzellen einen Wirkungsgrad von 41,1%. So viel Energie des Sonnenlichts wandelt sie in Elektrizität um.
Ein Kilowatt Strom aus Solarzellen zu erzeugen, kostet 1987 umgerechnet 1 Euro. Im Jahr 2000 war der Preis auf 70 Cent gesunken, 2012 lag er bei 16 bis 18 Cent. Und er wird in den folgenden 10 Jahren auf 8 bis 10 Cent rutschen. Immer mehr Ideen zur Energiegewinnung setzen sich durch. Häuserfassaden oder Autoauspuffanlagen erzeugen Strom aus Wärme. Kommunale Gartenabfälle und der früher so lästige Klärschlamm werden zu Biogas. Aus Küchenresten kann hochwertige Kohle hergestellt werden. Japan züchtet Algen im Meer, aus denen es Treibstoff gewinnt. Das beansprucht weder Ackerland noch Süßwasser. Dazu kommen ständig neue Ideen, energieeffizienter zu nutzen. Neue Schiffssegel verhindern die Treibstoffkosten von Containerschiffen. Mit 250.000 Mitarbeitern hat die Branche der regenerativen Energie schon ein Viertel der Beschäftigten in der Autoindustrie erreicht. Bis 2020 könnte sich die Zahl verdoppeln. Obwohl Deutschland Atomkraftwerke abgeschaltet hat, baut es regenerative Energiequellen so erfolgreich auf, dass es Strom in die Nachbarländer exportieren kann. Die Welt ist doch noch zu retten. Die Impulse auf dem gigantischen Markt für Gesunderhaltung werden sich gegenseitig verstärken. Zum Beispiel in der Laserindustrie, die in der Medizintechnik ein Bündel eng vernetzter neuer Technologien ermöglicht. Denn Innovationen die Solarindustrie vorantreiben und die Möglichkeit der Informationstechnik weiter verbessern. Mit Glasfaser und optischen Technologien arbeitende Computer wiederum wirken auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Biotechnik zurück. Deren Markt des sechsten Kontinents sein wird, aber noch Jahrzehnte brauchen wird, um ein Marktvolumen auf die Waage zu bekommen, das die Weltwirtschaft trägt. Das Geschäft der 400 Biotechnikfirmen in Deutschland stagniert. Seit Jahren bei 1 Milliarde Euro. Die meisten arbeiten mit Verlust. Craig Venter, der das Erbbuch entzifferte und nach der Jahrtausendwende noch die Revolution in der Medizin ankündigte, sagt heute, wir wissen gar nichts. Die Wissenschaftler kennen zwar die Reihenfolge der DNS-Bausteine, haben aber keine Ahnung, wie sie zusammenwirken. Gentechnik ist also nicht die neue Dampfmaschine des nächsten Kontratiefs, wie manche meinten. Auch im Gesundheitswesen kommt der stärkere Puls von immateriellen Faktoren. Wir müssen heute handeln und den Gesundheitsmarkt erschließen, sonst verlieren wir die Zukunft, die nicht uns allein gehört. Man kann aus der Geschichte lernen, dass sich die Vergangenheit nicht einfach fortsetzen lässt und dass die Zukunft schon immer einen langen Atem brauchte. Doch belohnt wird jetzt in der Zeit des langen Abschwungs, in der wir mühsam das Fundament für den nächsten Strukturzyklus legen, nur wer aus der Geschichte lernt und langfristig investiert. Die Informationen dazu laufen an den Börsen zusammen. Kapitel 7. Börsenausblick. Immaterielle Faktoren entscheiden, welche Aktien künftig Gewinn abwerfen. Große Börsencrashs sind die Wendepunkte der Kontradiktzyklen. Der Mechanismus ist immer derselbe. Vor einem großen Börsencrash gibt es einen langen Wirtschaftsaufschwung, weil ein neues technologisches Netz die Produktivität steigert, Gewinne erhöht, Investitionen rentabler macht. Alle brauchen sie zu Beginn eines Kontradiktzyklus Geld, um sich die Dampfmaschine, das Auto oder den computergesteuerten Roboter zu kaufen. Die Unternehmer für ihre Produktion, der Staat für die neue Infrastruktur und mit zunehmendem Verlauf des Zyklus auch immer mehr Privatleute. Die Zinsen ziehen an, weil Finanzkapital schneller entliehen wird, als es gespart oder zurückgezahlt werden kann. Das macht aber nichts. Schließlich verdienen die Unternehmer mit der produktiveren Anlage auch besser als vorher und können die gestiegenen Realzinsen gut bezahlen. In der Regel bewegen sich in dieser Zeit die Aktien gemächlich zur Seite und sind nur für eine Minderheit ein Thema. Wenn Aktienkurse leicht steigen, dann deshalb, weil die neue grundlegende Erfindung die Firmen wertvoller macht. Wie wir aus der Geschichte wissen, werden am Ende alle Zeitgenossen enttäuscht, die glauben wollen, es wäre ein neues Zeitalter angebrochen und der Aufschwung würde immer so weitergehen. Denn irgendwann ist das neue technologische System erschlossen, jeder Betrieb hat seine Dampfmaschine, das Eisenbahnnetz ist weitgehend fertig gebaut, Investitionen in dasselbe rentieren sich immer weniger. Der zusätzliche Kapitalbedarf nimmt nicht mehr zu, sondern die Kreditnachfrage wächst langsamer oder geht sogar zurück. Die Zinsen sinken. Natürlich wird diese langfristige Entwicklung von vielen anderen Faktoren überlagert, so wie es in jedem langen Aufschwung ein paar schlechte Jahre gibt und im langen Abschwung ein paar gute. Am Ende tendiert der Zinssatz aber gegen Null. Das ist vor der Börsenhause 1929 in New York so, das ist während und nach dem Gründerkrach von 1873 so. Und das beginnt Mitte der 90er Jahre in Japan, dann in den USA und tendenziell auch bei uns in Europa. Was soll ein Anleger in dieser Situation mit seinem Geld machen, das er geerbt, aus einem Hausverkauf oder von der Lebensversicherung bekommen hat? Da sich feste Anlagen wegen der tiefen Zinsen nicht lohnen, fließt das Geld in den Spekulationsmarkt. Ein Vorgang, den schon Kondratjew beschrieben hat, damals für die Spekulation mit Rohstoffen im 19. Jahrhundert, nach dem ersten und zweiten langen Zyklus. Das ist der Grund, warum für eine kurze Zeit die Aktienkurse explodieren. Nichts scheint den Markt dann aufzuhalten. In den USA gibt es 1997 ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Bill Clinton, der außerdem Bomben auf den Irak wirft. Und trotzdem steigen die Aktien. In Asien gibt es eine Rezession, der Gewinn amerikanischer Unternehmen geht zurück, aber die Kurse klettern. Die Anleger suchen vor allem nach Möglichkeiten, ihr Geld an der Börse auszugeben, nicht etwa nach guten Unternehmen.
Um die alarmende Konjunktur in Schwung zu bringen, halten die Notenbanken die Zinsen niedrig. Deswegen lohnen sich festverzinsliche Papiere kaum. Die Folge, das Geld geht nicht in reale Neuinvestitionen, sondern weiter in bestehende Firmenanteile. Kursgewinne entfachen erst recht den Hunger auf noch mehr Profite. Nur in diesem Umfeld ist es dem Staat möglich, den Bürgern die Aktien der Deutschen Telekom mit großem Gewinn zu verkaufen. Was in der Börsenhause Ende der 1990er Jahre passiert, wiederholt nur die Geschichte. Dass plötzlich alle möglichen Leute Finanzmakler werden, dass es angeblich eine neue Aktienkultur gibt, dass eine Reihe von neuen Anlegermagazinen auf den Markt kommt und Tageszeitungen plötzlich ihren sonst drögen Wirtschaftsteil aufmotzen. Dass alle Medien so gut an den Inseraten verdienen und die Banken an den Börsengängen. Die große Illusion dabei ist, die Käufer der Aktien hätten in die Wirtschaft investiert. Das haben sie nur, wenn sie neue Emissionen kaufen, mit denen eine Firma neues Geldkapital bekommt. Wenn aber Banken und Aktionäre untereinander Papiere handeln, und das ist in der Regel der Fall, dann hat das keinen realen Effekt auf die Wirtschaft, sondern verschiebt nur virtuelle Werte von einem Besitzer zum anderen. Die Kurse steigen dann nur deswegen, weil der andere bereit ist, für dasselbe Wertpapier mehr zu zahlen. Die Suche nach dem Schuldigen. Auch in der Vergangenheit sind externe Einflüsse langfristig wirkungslos geblieben. Bei militärischen Konflikten wie beim Überraschungsangriff der Japaner auf Pearl Harbor 1941, wie bei der Kuba-Krise 1962 oder dem Überfall Saddam Husseins auf Kuwait 1990 fielen die Kurse erst drastisch, aber erreichten meistens in der Jahresfrist wieder den vorherigen Stand. Zu kurzen Aktiencrash kommt es auch, wenn die Basisinnovation eine Wachstumspause einlegt oder wenn es innerhalb des neuen technologischen Systems zu einem internen Generationenwechsel kommt, so wie in 1987. Damals stagnierten und schrumpfte der Markt für Groß- und Universalrechner, die PCs gingen auf die Überholspur. Japanische Firmen konnten den PC besser herstellen als IBM. Der Devisenkurs des Dollar bröckelte, die amerikanische Notenbank versuchte ihn zu stabilisieren, indem sie die Zinsen erhöhte. Die Anleger verkauften dann erst recht ihre Aktien und tauschten dafür verzinsliche Anleihen ein. Im Oktober 1987 fiel der Dow Jones an einem Tag um 22,6%. Weltweit fielen die Kurse um mehr als ein Viertel. Eine Rezession blieb in dieser Zeit des Kontraktivaufschwungs aus und am Jahresende hatte der Index den Stand vom Jahresanfang wieder erreicht, nach 2 Jahren den von vor dem Absturz. Das heißt, äußere Schocks oder staatliche Eingriffe können den Börsenverlauf zwar kurzfristig verändern, aber nicht wirklich aus seiner Bahn werfen. Die Börse folgt mit einer leichten Verzögerung dem Verlauf der langen Kontraktivwellen. Stetiger, leichter Anstieg, solange das wirkliche Leben eine höhere Produktivität erreicht. Und Boomblase mit anschließendem Katzenjammer, wenn die Basisinnovation die Gesellschaft weitgehend durchdrungen hat. Kapitel 8. Wissen für die Zukunft. Wie wir lernen, effizient mit Informationen umzugehen. Der Schlüssel zu den langfristigen Problemen der Volkswirtschaft. Jeder der bisherigen Strukturzyklen brachte neue Schultypen und Bildungsinhalte hervor, um den neuen gesellschaftlichen Bedarf zu erschließen. Das Knappheitsfeld nach dem Ende des 5. Kontaktheftes ist, dass wir nicht effizient genug mit Informationen umgehen, weil wir zu wenig wissen, um ein Problem zu lösen, weil wir nicht motiviert sind, unser Wissen einzubringen oder weil schlechte soziale Beziehungen verhindern, dass wir die arbeitsteiligen Ergebnisse der Informationstätigkeit zusammenführen. Nötig ist eine Reform des Bildungswesens, die sich um jene neuen Verhaltensweisen, Unterrichtsmethoden und Erfolgsmuster dreht, welche die Informationsproduktivität beeinflussen. Und erst daraus abgeleitet kann dann die Organisation da und dort leicht verändert werden. Am Ende des schulischen Strukturwandels steht nicht der gehorsame, dressierte Industriearbeiter, wie im 4. Kontaktheft, auch nicht der sich selbst verwirklichende Individualist, der nach der Aufhebung allgemeingültiger gesellschaftlicher Konventionen hauptsächlich seine Interessen verfolgt, der 5. Kontaktheft, sondern die selbstständige, verantwortliche Persönlichkeit, die sowohl strukturierte Arbeiten effizient erledigt, als auch mit anderen kooperativ und kreativ zusammenarbeitet. 6. Strukturzyklus. Kapitel 9. Chancen und Perspektiven. Welche Regionen der Welt in den nächsten 20 Jahren prosperieren werden? Ab jetzt gelten neue Spielregeln. Die Antriebskraft des Computers für die gesamte Weltwirtschaft ist schwach geworden. Es entzieht jenen Ländern die Grundlage ihres Erfolgs, die besonders von seiner Produktion, seiner Anwendung und seinem Export profitiert haben. Während die meisten anderen inländischen Arbeitsplätze auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig sind. Es geht im Kern nicht mehr um Autos oder Computer. Die Karten werden wieder neu gemischt. Künftig werden die Länder ihre Probleme am besten lösen und wohlhabend sein, die am effizientesten mit Informationen umgehen. Es geht jetzt um die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich sozial zu vernetzen. Was in Zukunft zählt, ist Sozialkapital. Dazu gehören eine legitime Regierung, ein funktionierendes Rechts- und Sozialsystem, Vereine und Initiativen, Nachbarschaftshilfen, Familienqualität. Weil Firmen in ihr Umfeld eingebettet sind, werden sie künftig dort erfolgreich sein, wo die gesellschaftlichen Verluste, destruktive Verhaltensweisen, Kriminalität, Suchtprobleme, kaputte Beziehungen am geringsten sind.
Das gesellschaftliche Klima kann eine Firma nicht gestalten, dem ist sie ausgeliefert. Firmen können zwar ihre Mitarbeiter mit Gehaltszulagen motivieren, mit Statussymbolen den Selbstwert steigern, ihre kognitive Ebene auf Weiterbildung stärken, über Corporate Identity die Gruppeninstinkte ansprechen. Aber das gegenseitige Wohlwollen, mit dem Mitarbeiter ihren Kollegen, Kunden und vorübergehenden Partnern begegnen, den Kredit, den sie geben, das hat mit der Ethik einer Gesellschaft zu tun. Die Fähigkeiten, welche die Wirtschaft künftig antreiben, Fantasie, zusammenarbeiten können, innere Kraft schöpfen, Konfliktgegner bejahen, entfalten ihr volles Potenzial erst auf den psychischen Schichten, die sich oberhalb der rein selbstbezogenen Bedürfnisse und oberhalb der rein rationalen Verstandesebene bewegen. Dann erst können Informationsströme effizient fließen, wird es möglich, weltweit mit vorübergehenden Partnern, Kollegen, Zulieferern und Kunden partnerschaftlich, vertrauensvoll und produktiv zusammenzuarbeiten. Damit stehen die Vorstellungen von dem, was wir in unserem Leben für wichtig und für wünschenswert halten, plötzlich im Zentrum der Wirtschaftswissenschaft. Denn eine lange Kontertabelle ist ein gesamtgesellschaftlicher Strukturzyklus, an dem denjenigen erfolgreich ist, der mit seiner Art zu denken zu den neuen Anforderungen passt. Schwergewicht Asien. Die 7 Milliarden Menschen auf der Erde werden nach UN-Schätzungen bis 2050 um weitere 3 Milliarden wachsen. Davon allein über 2 Milliarden mehr in Asien. Ob die Weltwirtschaft ihre Probleme in Zukunft effizienter lösen kann, entscheidet sich daher zu einem sehr großen Teil am Pazifik und am Indischen Ozean. Nirgends treffen mehr religiöse Traditionen aufeinander. Buddhismus, Hinduismus, Islam, Konfuzianismus. Das Christentum ist dort heute eine expandierende Minderheitenreligion oder eine Ethik intellektueller Eliten. Der ökonomische Druck auf die religiös geprägten gesellschaftlichen Strukturen wird in diesen Regionen besonders groß sein, weil einige Länder sich erst entwickeln, andere sich zu sehr auf Computerhardware konzentriert haben. Mit Hardware lässt sich kaum mehr Geld verdienen. Die Abhängigkeit von den Produkten des fünften Kontratiers ist hoch. Die meisten Exporte gehen in die USA und damit liegen diese Länder doppelt falsch. Der lange Abschwung in den USA wird Südostasien hart treffen. Der Hardware-Markt stagniert. Kein Land wird zu den hohen Wachstumsraten zurückkehren. Erst wenn Bildungsinvestitionen und ein kooperatives Klima, das niemanden ausschließt, eine hohe Informationsproduktivität erzeugen, wird sich der asiatische Aufstieg fortsetzen. Das könnte schwerer werden, denn die dort praktizierten Religionen fördern eher eine Gruppenethik, denn eine Universalethik und lassen den Einzelnen noch wenig Spielraum, seinen eigenen Weg zu gehen. Und wo in Asien der Individualismus stärker durchbricht, überwiegen noch die Probleme. Gerade in den demokratischsten und weltoffensten Gegenden Asiens ist die Kriminalitätsrate am höchsten. Dort ist zwar schon der Übergang von einer Gruppen- zu einer Individualethik vollzogen, aber noch kein kooperativer Individualismus mit einer Universalethik erreicht. Mehrere Länder werden von blutigen Auseinandersetzungen mit religiösem Hintergrund geplagt. Wo Moslems Christen verfolgen, wie in Indonesien, wo Hindus Moscheen anzünden, wie in Indien, und Moslems Hindu-Tempel, oder wo religiöse Bewegungen als Gefahr für den säkularen Staat empfunden werden, Falun Gong in China, geht es letztlich um einen inneren ethischen Richtungskampf der Gesellschaften. Der Konfuzianismus hat Ostasien so durchdrungen und geformt wie das Christentum Europa. Er ist keine Religion im engeren Sinne, sondern eine Ethik, die Regeln und Werte für das Zusammenleben liefert. Rechtschaffen sein, lernen und gehorchen. Konfuzius konnte zu seinen Lebzeiten, 551 bis 479 vor Christus, den Fürsten zwar den Buckel runterrutschen, dafür benutzten ihn die Kaiser von China, um ihr Volk zu beherrschen, wofür sich seine Lehre ganz gut eignet. Denn er hat unbedingten Gehorsam gepredigt. Der Untertan gehorche dem Herrscher, der Sohn dem Vater und die Frau dem Manne. Der Ältere hat immer Recht und darf über den Jüngeren bestimmen, muss ihm aber dafür weiterhelfen. Was für eine Verschwendung in der Informationsgesellschaft. Weil der Ältere wohl kaum immer Recht hat, geht bei dieser ethischen Prägung die wichtigsten Hinweise der Jüngeren auf Defizite und ihre guten Ideen verloren. Auch ist es angesichts der gigantischen und ständig verändernden Informationsdruck eine Zukunftsfähigkeit, zugeben zu können, dass man etwas nicht weiß. In vielen asiatischen Ländern gilt es schon als Gesichtsverlust, in eine Bedienungsanleitung zu sehen, wenn man sich mit seinem neuen Handy nicht auskennt. Asiaten werden einen eher in die völlig falsche Richtung schicken, als zuzugeben, dass sie den Weg leider auch nicht kennen. Umgekehrt ist es auch verpönt, andere auf Fehler hinzuweisen. Für die Wirtschaft der Informationsgesellschaft ist so ein Verhalten fatal. Unter diesem ökonomischen Druck wird sich der Konfuzianismus wandeln oder an Einfluss verlieren. Kapitel 10. Gelassenheit in Vielfalt. Die Chancen der Kirchen im ökonomischen Paradigma der Zukunft. Fortschritt durch Gerechtigkeit. Die neue Kommunikationskultur in der Wirtschaft beruht auf Gerechtigkeit, gegenseitigem Respekt und sogar auf Vorleistung, nicht mehr auf dem Recht des stärkeren Hierarchen. Auf dosierter Wahrheit oder gar auf Manipulation.
Erst durch den ständigen Nachweis, dass sich das Unternehmen für seine Mitarbeiter verantwortlich fühlt, entsteht jenes Vertrauen, in dem Informationsarbeit produktiv gestaltet werden kann. Nachrichten sollen daher offen weitergegeben werden, auch wenn sie unangenehm sind. Nicht der Chef ist der Chef, sondern die Wirklichkeit ist der Chef. Kritik muss fair und ohne Blick auf das Ansehen einer Person geäußert und auch angehört werden, ohne dass sie verärgert oder unreflektiert zurückgewiesen wird. Von der Integrität der Führung hängt es ab, ob Veränderungen im Unternehmen bei den Mitarbeitern Fruchtverhalten erzeugen. Neben der bisher gepflegten fachlichen Kompetenz braucht Personalführung im sechsten Quartier vor allem auch eine ethische Kompetenz, das eigene und fremde Leben mehrt. Für die Wirtschaft der Informationsgesellschaft ist es wichtig, dass sich gestörte Beziehungen heilen lassen. Sie kann es sich nicht leisten, dass jemand sagt, den mag ich nicht, mit dem arbeite ich nicht zusammen. Oder wenn ungeklärter Streit noch das Verhältnis belastet. Deswegen wird sich am Ende der langen ökonomischen Restrukturierung eine Kultur herausbilden, in der man das eigene Verhalten redlich prüft, Schuld zugibt und andere um Vergebung bittet. Eine Kultur, in der Schuld vergeben werden kann. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und tut es ihm leid, so vergib ihm. Und sündigt er 7-mal am Tag gegen dich und kommt er 7-mal zurück und sagt, es tut mir leid, so vergib ihm. Lukas 17, Vers 3-4. Als Vorbild kann hier die Wahrheitskommission unter der Leitung von Bischof Desmond Tutu in Südafrika dienen, der es nicht um Strafe ging, sondern um einen unverfälschten Blick auf die Tatsachen und um Versöhnung. Statt der hierarchischen Führungskultur des Industriezeitalters braucht die Informationsgesellschaft eine dienende Führungskultur. Wer andere herumkommandiert und benutzt, selber aber nicht als gutes Beispiel vorangeht und den anderen auf partnerschaftlicher Augenhöhe begegnet, legt die ganze Gruppe lahm. Wer die meiste Macht und Kompetenz besitzt, soll sich am meisten anstrengen. Soweit die von mir ausgewählten Textstellen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und Interesse an mehr geweckt. Ich werde zu dem Buch die Seite des Autors und des Verlages mit verlinken. Unterm Video finden sich wieder die Sprungmarken entsprechend zu den einzelnen Kapiteln, so dass sich auch gezielt einzelne Themen direkt weitergeben lassen. Vielleicht ein bestimmter Gedanke aus einem Kapitel, der Sie besonders interessiert hat, den Sie mit anderen teilen wollen, einfach entsprechende Sprungmarken dann nutzen, beziehungsweise dann von dort aus die Links sozusagen weitergeben. Und ja, es würde mich freuen, wenn Sie die Information als solches weitergeben, denn immerhin die frohe Botschaft ist, es wird weitergehen und ja, der Weg in den sechsten Kontratief ist letztendlich die Frage des kooperativen Informationsarbeiters und allein das Wissen darum, dass das sozusagen der Weg ist, wird schon dafür sorgen, dass sich Menschen mehr darüber Gedanken machen, was es bedeutet, kooperativ mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und dass es andere Mechanismen und Strukturen braucht, um im nächsten Kontratief erfolgreich zu sein. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Buch.